So, oh, Mahlzeit, Leute. Herzlich willkommen zum Duell am Dienstag. Ich hoffe, es funktioniert alles. Wir haben wie jedes Mal eigentlich wieder fast eine Stunde vorher rumgemacht, ähm, getestet und probiert. Bild war diesmal kein Problem. Das hat alles super geklappt, aber ähm, ja, der Ton war so ein bisschen die Problematik. Ähm, bei mir konnte ich so, ein, so einen kleinen Workaround hinbekommen. Beim Alex hat es bis zum Schluss noch ein bisschen. Probleme bereitet. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich hoffe, wir kriegen es hin. <laughs> ja, Nietzsche, wir haben eine Stunde rumgemacht, virtuell. <laughs> ähm, ja, mal gucken. Ähm, ihr wisst ja, ich habe es ja gestern schon gesagt. Alternativprogramm, falls es jetzt dann doch nicht klappen sollte mit Alex, wäre War Tales. Aber ich habe echt Lust hier auf Star Wars Rebellion. Wir haben das ja beim letzten Mal schon mal angespielt. Wir werden heute neu starten. Der Alex hat ähm ja, hat diese, diese, diese Mod hier für den Tabletop Simulator noch ein bisschen angepasst? Wir haben jetzt beide die gleiche Version. Ihr erinnert euch vielleicht, das war beim letzten Mal, dass es gerade hier beim Kampf mit den taktischen Karten ähm, ja, eine kleine Disharmonie gab. Er hatte andere Karten als ich, beziehungsweise andere Texte als ich. Das sollte jetzt behoben sein und auch das Thema ähm, mit den teilweise ge, ähm, ausgegrauten, beziehungsweise geschwärzten Textpassagen hier in den, in den Objective Cards. Auch das ist behoben. Die sind jetzt alle komplett auf Deutsch. Das sollte soweit passen. Gut, dann schauen wir mal, gucken wir mal kurz rüber, ob da Alex schon da ist. Ähm, Etwas schwierig und ich hoffe, ähm, dass es bei euch einigermaßen ankommt. Hören und sehen. Dann Mavericks Gamers Global. Vielen Dank für dein Abo. Erneut schon wieder seit sieben Monaten. Mensch, die Zeit vergeht. Guten Abend auch zurück und auch an Banseiten. Vielen lieben Dank für den Sub. Heute beim Brettspielabend. Ich schaue mal rüber, ob der Thomas schon da ist. Ihr schon, äh, noch sehe ich ihn nicht. Die Frage ist, was mit ihm ist. Ich sehe dich und ich höre dich. Hallo, ich hoffe, hallo? er hat seine Kamera bloß einfach ausgeschaltet, aber wir sehen ihn dann hoffentlich, hoffentlich Nein. kommen, wenn er, denn, wenn er denn reinschneit. Also wir nicht, haben gerade noch bis gerade eben Test gemacht. Ich habe ihn bis vor fünf Minuten auch noch gesehen. Und ja. da hat alles gepasst. Wir spielen heute. Ist okay. Wir spielen heute einmal rüber. Wir spielen heute Star Wars Rebellion, einen der bestbewertetsten ja, Brettspiele, die es bei Boardgame gibt. Und das Ganze hier im Tabletop-Simulator. Und ja, wie gesagt. Schauen wir mal, was der Abend heute bringt. Ob das Ganze jetzt hier technisch funktioniert oder nicht, wird sich noch zeigen. Jetzt, ich hört er schon, mich nicht. jetzt sieht er ich mich nicht. Ich hoffe, dass was der Thomas los? noch irgendwie vorbeischneidet. Ich schaue mal eben auf mein oh, hallo? Handy wegen Discord. Irgendwas hat gebiebst. Hm. Was ist denn jetzt los? Jetzt sieht er mich nicht, hört mich nicht. Ich höre ihn, ich sehe ihn. Ihr hört ihn auch, ne? Ich habe ihn jetzt etwas leiser gestellt, weil da gerade. Was er Fast das sehr laut war. ist, dass irgendwas passiert? Hallo, hallo. Okay, er sagt, er sieht mich. Ich sehe ihn komischerweise nicht. Äh, dabei habe ich ihn vorhin gesehen. Es ist die Frage, warum ich ihn nicht sehe. Das ist ja wieder interessant. Äh, Moment, ich muss mal kurz hier umschalten. Cam Gast klein. Ähm, um, gehen wir in Studio Mode. Ja, Gerade getestet. Jetzt haben wir eine Stunde rumgemacht und jetzt ignoriert er mich. Immer und das Gast gleiche. Master. Ali, hallo, Hallöle. Nein, lieber Thomas, vielleicht jetzt. Nein, hallo? Beim hallo? Jetzt! Ah! Da ist Bild und Alter. Ton. Unfassbar, die Qualität ist ein bisschen schlechter als vorher. Ja. Äh, ganz kurze Frage an meinen Chat: Hört ihr gerade zufällig Star Wars Musik? Ja oder nein? So, Thomas, äh, es sieht so aus, als wenn jetzt das Experimentelle hier gerade einigermaßen klappt. Ähm, ja, sehr gut. Bitte, lieber Chat, seid, tut mir gefallen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wenn die Qualität extrem schlecht sein sollte oder dergleichen mehr, dann ähm, gib bitte Bescheid. Wichtig ist für heute Abend, dass das Setup, wie es jetzt zu sehen ist, klappt. Und momentan scheint es auch zu funktionieren, denn äh, großartig anders, äh, ich werde jetzt heute verzichten auf große Pause-Screens und so ein Zeug. <laughs> äh, braucht kein Mensch. Hauptsache der Thomas ist da und die Qualität von Thomas ist super. Und Thomas, bitte sprich dir mal kurz, ob du, du synchron läufst bei mir. Hallo, hallo, laufe ich synchron? Es sieht, es sieht mir danach aus. Ja, ja laut Verum, das ist eben. normal. Dass, äh, bei, bei Alex habe ich den Greenscreen hinten dran, ich habe es rausgeschnitten. Ähm, das, das ist korrekt. Ja, genau. Der Thomas, der filtert es bei sich heraus. Wir sind froh, dass wir es überhaupt zum Laufen bekommen haben. Wie gesagt, ähm wir sind schon seit einer Stunde hier am werkeln. Äh, Thomas, erstmal Prost. Schön, dass du heute Abend Zeit hast. Ich bin Prost. unfassbar froh, mich endlich wieder in den Tisch setzen zu können. Ich habe jetzt auch gerade schon gesagt, dass, dass äh, heute mal schon wieder, wir sagen es glaube ich jeden Stream, heute wieder experimentell ist. Aber ja, es hat sich mein komplettes Equipment geändert. Und äh, Thomas und ich, wir versuchen vor allem unsere Kommunikation zu verbessern. Thomas, im Übrigen, als ich gerade noch eine rauchen war, mir ist eine Idee gekommen, wie wir das Problem in Zukunft beheben. Echt? Du kriegst in Zukunft ja, du kriegst in Zukunft mein Video- und Kamerasignal über meine starke, potente Spiel Spielekiste. Ende aus aus die Maus. Dann brauche ich nämlich zur Erklärung für euch, ich habe zwei verschiedene Systeme. Ein mittlerweile ziemlich gutes, worauf ich spielen kann, weil mittlerweile ja die Spiele, die ich spiele, auch teilweise richtig schön sind. Ja, äh, nicht nur der, der, der Einheitsbrei. Ne, wir mein Warms meinst äh, äh, du, oder was? Äh, Worms 3D, <laughs> äh, Cards. <laughs> Und wir beide spielen jetzt bald mal Tiny Football. <laughs> Freue ich mich drauf. Aber das werden wir heute nicht schaffen. Heute spielen wir, heute spielen wir Star, Wars, äh, Star Wars Rebellion. Ich bin sehr froh, ich habe gerade schon gesagt, eines der bestbewertetsten Spiele. Wir werden auch heute ähm, wieder natürlich ein bisschen in die Anhaltung schauen müssen. Ich glaube, selbst wenn wir das in einem halben Jahr noch spielen, werden wir das immer wieder mal machen müssen. Verstehen Tatsächlich mal. würde ich vorschlagen, wir spielen heute nochmal die Basisvariante ohne die zusätzlichen Karten. Das ist ein bisschen schade, weil da kommt noch ein bisschen mehr Würze mit rein. Macht nichts. Wir müssen das Spiel noch lernen. Du hast noch nicht so oft gespielt, ich auch nicht. Aber wir werden da, glaube ich, auch schon, schon zurechtkommen. Was heute anders ist, ist, dass wir diese Probleme, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wir hatten ja Probleme mit dieser deutschen Übersetzung. Und zwar ähm, ja, liefen da Karten, wurden falsch ausge. Also, wie soll ich sagen? Karten waren war vertauscht. Ganz Grafik synchron das gepasst. Ganze, ne? Was meinst du? War nicht ganz synchron die Karten. Also, ich hatte andere Texte als du auf den, auf den Karten teilweise. Genau. Und ich sage nur so: Lass uns froh sein. Ich habe ja heute ungefähr, ich habe die letzten Tage ungefähr drei Stunden dran gebastelt. Jede ähm, deutsche Übersetzung hier auf dieses, wie soll ich sagen, die Mod ist eigentlich englischsprachig und wir haben jetzt quasi eine andere deutschsprachige Mod für die Karten und sowas oben drüber gestülpt. Allerdings waren die Vers Versionen verschieden. Das letzte Mal hat der Thomas quasi Karten gehabt. Bei dem stand XYZ drauf und bei mir stand ABC drauf. Äh, das ist gefixt, aber sei froh, dass wir nicht die Advanced-Version gesehen haben, weil da waren die Karten komplett durch, durch den Wind. Ja. Äh, Sein, also die MacLean eine Version fragt, war hm? deutsch, die andere war bayerisch. Deswegen war das. Äh, ja, genau, genau. Äh, Alexander McLee fragt, ob das Spiel mit dem PC-Spiel aus den 90ern zu tun hat. Also rudimentär, aber es hat einfach nur was mit dem Star Wars-Universum zu tun. Es geht hier um die Vormachtstellung hier im Universum. Ich auf Seiten der, des Imperiums und Thomas nochmal auf der Rebellenseite. Oko, schönen guten Abend. Es hat mit mehreren Filmen ab Ende der 70er zu tun. Du lachst? Ich habe ich hab gerade hier nur die Rebellenseite gezeigt. Ah! Die, <laughs> die Macht wird mit, mit mir sein. Nochmal ganz kurz die Frage an, an meinen Chat. Hört ihr, ihr gerade Star Wars Musik? Würde mich jetzt sehr interessieren, ob die jetzt, ob die jetzt rausgeht. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt der Fall ist. Hi, Orko. Ich schaue gerade mal. Desktop Audio sollte. Ah ja, schreibt ja. Gut. Thomas. Hm. Schön. Dann. Ich, äh, ich habe übrigens ähm, auch die ganzen Button so, so überprüft, denn ähm, wenn du nochmal noch schaust, hier drüben bei dir auf diesem Brett hier, gell, ähm. da waren die Anzeigen auch, wir hatten da glaube ich auch Probleme, da waren die Anzeigen auch nicht richtig. Okay. Ähm, da waren, äh, ist egal, ich habe es ich gefixt. Man sieht es an, an der einen oder anderen Stelle noch, ich habe es halt wirklich nur sehr grob gemacht, aber äh, fällt glaube ich nicht weiter auf. Okay. Ich mache mal Initial Setup. Mhm. Uh, choose Factions and Gather Components, das haben wir eh schon gemacht. Uh, wir spielen eins gegen eins. Wir spielen das Base Game. Mhm. Und das nächste Mal spielen wir dann die Advanced Version. Ich glaube, dann haben wir genügend Erfahrung hier gesammelt. Letztlich, äh, Thomas, da, da, ich habe mir das durchgelesen, da kommt nicht viel an neues Regelwerk dazu. Es kommt bei den, nur mehr bei den Advanced Flavor Oder was meinst du? Ja, da, die Regeln sind, 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 sind genau die gleichen. Das einzige, also es, was sich ändert, ist, es gibt mehr so Missionskarten, es gibt mehr so Storytelling-Karten. Okay. Die da so ein bisschen mehr Würze mit reinbringen. Und das Setup am Anfang ist anders. Und zwar, wir sehen es jetzt gleich, wenn ich jetzt hier auf First Game Quick mache. Wir haben hier unten Advanced mhm. und wir oben haben hier First Game Quick. Bei First Game Quick gibt es ein Standard-Setup, das sich jetzt gerade aufbaut. Die Karten mhm. werden verteilt und wir sehen jetzt auch schon auf dem Spielfeld sind ähm, ja, Startplaneten vorgegeben. Der Todesstern steht schon da und die Einheiten sind verteilt. Im Advanced-Spiel ist es so, dass die Aufstellung zufällig ist. Das heißt, die Staatssysteme für, die, für, die, für das Imperium und für die Rebellen sind nicht wie jetzt hier bei den bei dem, bei dem Basisregeln festgelegt, sondern die sind quasi durch Zufall gemischt. Man muss Karten ziehen und je nachdem fangen die Staatssysteme anders an. Ah. Plus, du kannst ja auch nicht aussuchen, welches System du als, ähm, als, äh, als Heimer-Basis gehst. Äh, für meine Rebellenbasis, meinst du, die, die, die wird genau. dann quasi auch gelost. Die wird dann quasi auch gelost. Das ist der mhm. große Unterschied. Man fängt auch jetzt ohne Todesstern an. Es muss alles erst noch gebaut werden. Und äh, wie gesagt, es kommt natürlich schon einiges mit rein durch die ganzen neue Missionen, äh, hier, was es alles für ein Gedöns gibt. Also Sachen, die man aus den Filmen kennt. Es sind jetzt hier ein bisschen die Basics drin, aber wir müssen die Spieler noch kennenlernen. Und von daher, ähm, Thomas, ich bin froh, es läuft. Irgendwie. Wir haben <laughs> es erst, geschafft. Erstmal das, ja. Erstmal das. Das ist schon mal viel wert. <laughs> muss, ich, muss ich auch sagen. So. Okay, Okay, das heißt, das heißt du äh, musst du jetzt erstmal aus dem Spielfeld sieht relativ komplex aus. Wir werden heute beide versuchen. Ich gehe mal davon aus, dass natürlich auf beiden Seiten Zuschauer mit drin sitzen, die das Spiel noch nicht so kennen. Wir auch nicht hundertprozentig, also nicht verwundert sein. Wir werden des Öfteren mal in Anleitungen vielleicht reinschauen. Ich habe noch eine Kurzanleitung gefunden, eine ähm, deutschsprachige, die ziemlich gut ist. Irgendwas stimmt gerade noch nicht. Was denn? Denn wenn ich meine Karten drehe in der. F Box äh, kann ich sie trotzdem nicht Was? sehen. Ähm, oh. Muss ich nur mal die Farbe wechseln? Habe ich den falschen? Hm. Ah, warte. Ich muss, glaube ich, auf Rot. Ich muss den roten nehmen, nicht den. Ja, ja, okay. Eben sehe ich. Alles klar. Alles passt. Ah ja. Aber es ist gut, dass du es gerade erklärt hast. Äh, hm. Denn ihr könnt sehen, dass die Karten von Thomas für mich jetzt nicht... Thomas, kannst du mal eine umdreht, dass er bei dir sichtbar sind? Die sind sichtbar für mich. Sind sichtbar, genau. Ihr seht jetzt bei mir. Ich sehe Thomas Karten äh, verdeckt. Das ist eine der schönen Sachen hier im Tabletop-Simulator. Die sind in so einer, in einer sogenannten Hidden Box. Äh, kann man hier vielleicht ein bisschen gezeigt wird sie nicht. Das heißt, äh, alles was hier diese Karten, die liegen jetzt bei mir offen. Aber du siehst, Thomas sieht auch verdeckt jetzt diese Karten, wo ich jetzt meine Hand drauf habe. Bei dir drüben. Ja, 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 ja. Genau. Eric, vielen also. Dank für deinen Sub. Und das ist das, das ist das Schöne, finde ich. Also sehr, 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 sehr angenehm, sehr auf Benutzerführung ausgelegt. Thomas kann seine Karten selbstverständlich sehen, aber ich sehe sie nicht. Und andersrum genauso. Dasselbe gilt hier für diese Box hier unten. Ich weiß nicht, was du da siehst, Thomas, hier diese Galaxiekarte. Äh, wo bist du? Wo Die, bist du? Mit, hier mit dem Finger. Ach, dieses Weiße, da, ähm, ja, da ja, genau. sehe ich überhaupt nichts. Das ist für mich ein. Da riesiger... kann das Thomas. Genau. Da kann der Thomas gar nichts sehen. Ich werde nachher noch erklären, wozu die ist. Hier wird im Prinzip, kann ich mehr oder weniger aushaken, welche Systeme das die Rebellenbasis nicht ist. Und ja, es läuft hier auch vieles geskriptet. Also Tabletop-Simulator nach wie vor. Also ich bin ja Feuer und Flamme, Thomas, dass wir wirklich schaffen, jetzt alle zwei Wochen endlich dienstags hier das Brettspielformat aufzusetzen, weil ich liebe Brettspiele, du genauso, das weiß ich. Und ähm, kriegen wir hin. Das läuft, ja. Es läuft ja. Es läuft ja jetzt schon mal. Ja. <laughs> Thomas in der guten Qualität, nicht asynchron. Okay, passt. Was der Thomas jetzt machen muss, ist, wie viele Systeme haben wir? Ich glaube 32 kann das sein. Ich zähle jetzt mal nicht durch, aber irgendwie so grob um, um, um die Sache rum. Und äh, Thomas hat irgendwo eine Rebellenbasis. Die Rebellenbasis muss er sich jetzt allerdings hier raussuchen. Das ist hier in dem Stapel drin. Mhm. Das heißt, Thomas, äh, der Thomas darf sich jetzt die Karten <laughs> nehmen. Ich und sich quasi ein Staatssystem für sich aussuchen. Und meine Aufgabe ist es, im Prinzip die Rebellenbasis ausfindig zu machen und dann auch zu zerstören. Denn nur das System zu finden bedeutet noch nicht, dass ich das Spiel auch gewonnen habe. Denn ich muss natürlich auch die Rebellenbasis zerstören. Nur sagen wir mal so, wenn ich es gefunden habe, werde ich es wahrscheinlich auch zerstören können. Äh, trotzdem äh, ist es jetzt meine Aufgabe, ja, wie in den Filmen eigentlich auch. Und hier nochmal ein Geständnis. Ich stecke nicht tief drin in der Star Wars Lore. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal war irgendjemand etwas beleidigt, weil ich ihm gesagt habe, dass ich, dass, ich, dass ich mich lieber um, äh, um, um echte Dinge kümmere und um echte Zusammenhänge wie echte Geschichte und sowas. Und deswegen nicht so viel Wert darauf lege, mich in der Star Wars-Geschichte auszukennen, was in irgendwelchen Epochen da passiert ist. Tue ich nicht, mache ich nicht. Ich genieße die Filme, zumindest die alten drei. <lacht> <lacht> es ist echt peinlich. Gell? Jetzt, ich ich höre mich, hör mich echt, wie so ein alter Sack, aber ich kann mit den anderen Filmen echt nicht viel anfangen. Es ist einfach. So. Schrumpfiger, ich mein alter, Ding. weißer Mann. Ja, wobei ich es <laughs> ja nicht komplett ablehne. Ich muss Mandalorian ist großartig. Ja. ja, Mandalorian ist großartig. Ähm, mit, Endor, mit Andor habe ich jetzt gerade angefangen. Das macht ja auch den Eindruck, als wenn es wirklich großartig sein, sein könnte. Dann diesen Spin-Off habe ich auch geliebt, äh, wo es darum ging, die Todessternpläne zu erobern. Frag mich jetzt nicht, wie der Film hieß. Mhm. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Also, ja, ist ja, an, an, an Serien wird man ja jetzt mittlerweile eh zugeschüttet. Obi-Wan läuft ja dann, oder lief ja auch, oder was? Ne? Obi-Wan. Ähm, ja, Andor. ich versuche Obi-Wan. Obi-Wan, glaube ich, lief bei mir so und dann ist nur ganz nett zu sehen. Okay. War, hast, du, hast du geguckt? War, war nicht so gut. Was? Hast du, hast ich du so angeschaut? Hab, ich habe es so. zumindest zu Ende geschaut. Das kann ich okay. vom Teil 8 und 9 der Haupt-Star-Wars-Serie nicht behaupten. Die habe ich nämlich <laughs> aufgehört in der Mitte. Okay. Obwohl es großartige Schlachten und so gab, aber ich habe es einfach nicht ertragen aus verschiedenen Umständen. <laughs> Rogue One. Rogue One ist es mit dem Bauplan. Rogue One hat mir, äh, hat, mir gut, hat mir richtig gut gefallen. War wie so ein wie so ein dreckiger Kriegsfilm im Star Wars-Universum und ich stehe auf diese Raumschlachten und so, das ist schon echt, <laughs> echt mein Ding. Und Mandalorian großartig. Und bei, wie heißt das andere? Boba Fett. Ja, Boba Fett fand ich tatsächlich auch nicht so schlecht, vor allem dann, als es eher bei Mandalorian war. <laughs> Hast du es gesehen? Äh, nein, aber da habe ich jetzt noch auf meiner Liste. Also, ich muss jetzt ein bisschen was nachholen über. Ähm, so Ende des ah, Jahres. dann schreibt mir, es wird eine Folge geben, wo du denkst, oh mein Gott, verdammte Scheiße, was ist euch da wieder eingefallen? <laughs> aber es gibt sie, ich glaube mir, man muss über den Berg hinüber und dann, dann geht's schon. Auch da habe ich meinen Spaß gehabt. Okay. Okay. Ja, Rogue One äh, fand ich auch klasse. Hast du denn ein Startsystem ausgesucht? Ja, habe ich. Gut. Das muss ich, achso, das muss ich jetzt ja, irgendwo hier hinlegen. Oder? Ein bisschen sehe ich. Ähm, das... äh, es gibt dafür sogar einen Platz, aber du ja, kannst ja auch ja, hinlegen, wo okay, du willst. Zack, habe ich. Ja, dockt dann auch an. Übrigens hier auch, ich weiß gar nicht, ich habe das, das letzte Mal gar nicht äh, gewusst, man kann ja hier die ganzen Schiffe und so hier auch wirklich ganz angenehm draufstapeln. <laughs> naja. naja. Aber wenn sie in äh, dem Moment, wo so sie runterfallen, sind sie auch kaputt, ne? Für... Ja, ja, ja. Naja. ja gut, so, so fragil wie die Dinge hier gebaut sind <laughs> mit ihren Solarpanels. <lacht> <lacht> gut, also Thomas hat jetzt äh, quasi, du hast auch noch ein bisschen Überblick und Karten und, 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 und offen, gell? Ähm, was jetzt stattfindet. Äh, eigentlich haben wir alles. Ich mache mal kurz den Chat auf. Im Chat stehen ja auch die. Ah, ist super. Jetzt haben sie im Chat reingeschrieben, was du für ein Startsystem hast. <laughs> das wäre es auch, oder? <laughs> auf jeden Fall. Hi, Gut, also du hast ein Startsystem. Das heißt, es geht jetzt los. Die Karten sind ja schon gezogen worden. Oder ziehen wir jetzt anfangs nochmal Karten? Nee, tun wir nicht. Gell? Nee. Wobei, das, das wüsste ich jetzt nicht. Müssen wir nicht noch zwei Karten ziehen? In der ersten Runde nicht, oder? Könntest du das nachschauen? Kann ich, ja. Äh, ich glaube tatsächlich auch nicht. Ellen, der Wuschung und Abend, grüß dich. Zuweisungsphase. Nein, wir ziehen erst. Also wir haben, das ist die, Start, die Startkarte. Da haben wir Startkarten. Wir, wir haben vier, um. vier Missionskarten haben. Genau, wir haben vier Missionskarten. Hier auch zur Erklärung: man kann es unten, es bitte, beim Thomas dasselbe sein, unten an der Karte ist so ein, so ein, so ein Rückwärtspfeil. Diese Karten genau. bleib, bleiben uns immer. Äh, also diese, diese Missionskarten werden also quasi immer bleiben. Thomas muss jetzt im Prinzip aussuchen: er hat hier drüben äh, vier äh, General Recon, Prinzessin Leia, Mottma und Jan Dodonna. Und äh, für die muss er jetzt im Prinzip, ich sage jetzt mal, entweder. Sich für die Mission entscheiden oder für den Einsatz äh, auf der Galaxiekarte. Ähm, das musst du zuerst machen und danach ist das Imperium dran. Korrekt? Korrekt, ja. Ich erkläre dann auch nochmal, beziehungsweise Thomas kann es natürlich auch, wenn er jetzt gerade was macht, immer gerne erklären, kommt er bei beiden Chats raus. Ähm, beziehungsweise, ich, ich setze also zuerst die Missionskarten. Hm? Ähm, also ich spiele jetzt die Mission. Bocco, grüß dich. Und ZenXP, schönen guten Abend. Grüße dich. Ah, und ich muss wieder überlegen, was ich, was ich denn hier eigentlich tue. <laughs> denn sie wissen nicht, was sie tun. Also letztendlich kann ich mir aber schon mal diese Systeme also, zur, zur Erklärung hier, man kann jetzt erkennen, äh, Kashyyyk, äh, Potavui, und Nabu sind Rebellensysteme. Und Coruscant, Solost, Corelia äh, und Mustafa sind imperiale Systeme. Da kann ich mir schon mal Marker draufsetzen, dass, dass der Gegner dort nicht ist. Das mache ich hier. Das heißt, letztlich, letztlich ist es ein Abhaken. Ähm, Mandalore, hier geht es hier drauf. Das heißt, in dem System kann... Können die Rebellen nicht sein, dann auf Mustafa können sie nicht sein, auf Solast können sie nicht sein und wo noch? Corelia. Und so kann ich hier im Prinzip im Geheimen für mich, denn wie gesagt, Thomas kann hier dieses Eck nicht sehen. Coruscant. Das müsste es gewesen sein. Da hatte ich beim letzten Mal auch so wenig Einheiten. Habe ich nur in einem System Einheiten stehen? <laughs> äh, ich denke schon, ja. <laughs> Gibt es doch nicht. Ich kann auch noch mal nachschauen. Ich habe hier eine ne Kurzanleitung gefunden auf Boardgame Geek. Zielstarten, Aktionsstapel vorbereiten, Experte, Taktikkarten, Mission, Projektkarten. So, müssen wir mal schauen. Starteinheiten. Ja, ähm, ja, das stimmt schon. Du hast ja in der Basis, hast du welche drin? Im Übrigen hier, wir können sehen, Rebel Base. Da stehen auch Einheiten mit drin. Ähm, ist jetzt versteckt. Ja, ich weiß natürlich nicht, wo das ist. Wäre natürlich praktisch, wenn er die Einheiten hinstellen müsste, wo er wirklich seine Basis hat. Die ist nämlich bestimmt auf Javien. <laughs> äh, schmarrn, schmarrn. Aber dass es im Prinzip im Geheimen bleibt. Das heißt, das sind die Standardeinheiten. Der Nachteil ist, die Einheiten, die hier in der Rebellenbasis stehen, wenn er die rausbewegt, sehe ich diese Bewegung. Dementsprechend kann ich dann schon, also ich sehe, dass welche auftauchen. Das heißt, sie müssen also aus dem angrenzenden System gekommen sein. In die Feinheiten gehen wir auf alle Fälle noch ein bisschen an. Jan, schönen guten Abend. Grüße dich. Oh, ich habe meine Heizdecke vergessen. Shit. Ne was? Ich habe hab letzten Montag einen Hexenschuss gehabt. Oh. Ja, da ist sie meine Heizdecke. Und ähm, ja, der alte weiße Mann. <lacht> <lacht> Aufdecken durch die feindliche Basis, indem ich letztendlich einfach äh, Bodentruppen auf den Planeten schicke oder Drohnen hinsende, das sehen wir dann nachher noch. Äh, Raumschiffe reichen nicht aus. Du siehst, Thomas, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ja. Ja. Immerhin. Ich nicht. <laughs> das macht nichts. Das, das nächste Mal machen wir zwei Wochen und nicht erst wieder in vier, hoffentlich, und dann sind die Regeln noch mit drin. Asset Boy, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. So, das heißt, ich muss jetzt aber auch direkt die, äh, genere die generelle hier draufsetzen auf die Karten. Ne? Äh, genau, die generelle, die du draufsetzt auf die Karten. Mhm. Aber jetzt sehe ich die Karte. Oh. Also, Was? ich habe sie ja nicht gesehen, die war Zeit weg. Ich wollte es nur sagen. Also, da musste das im Ver Ver Verborgenen machen. Äh, ich glaube, ich probiere es ja. mal aus, ob ich die auch. Ne, man kann sie leider nicht, in, da kann man sie leider nicht draufstellen. Das wäre wär schön gewesen. Äh, da ist, was ist denn hier für ein Button für ein Feld vorne dran? Hier, ich kann die hier nicht mehr greifen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das für ein Feld ist. Ich kann es greifen. Hä? Bei mir steht hier Select Recruit, das hast du auch. Äh, bei dir. Wo hast denn du ge nur gedrückt? Du siehst doch, dieses das ist Mission. Ja, da steht Mission. Was ja, steht da bei dir? Select recruit. Hä? Und wenn ich hier eine Karte fallen lasse und die fällt dann auf. Dann lass die halt Ding. nicht fallen, dann legst du halt daneben. Machst doch nicht so kompliziert, da legst du dahin. <laughs> ja, da sehe ich sie wieder nicht. Ja, das sollst du ja noch nicht fertig. Gut. <laughs> Sei doch nicht so unflexibel, aber ich weiß nicht, was du meinst mit dem Select, mit dem Select Recruit, weiß ich nicht, was du meinst, wenn ich ehrlich bin. Da besteht Du hast doch hier auch so ein graues Feld hier bei dir, oder? Hier vorne, wo ich jetzt ja. meine. Und, und wenn, ja. wenn ich da drüber hover mit der Maus, dann kommt ein roter Kno sehe ich einen roten Button mit dem Text Select Recruit. Steht das bei dir nicht dort, wenn du hier drauf bist? Nee, steht bei, bei mir nicht durch. Bei mir ist es weiter unten in dem, in dem Feld hier unten drin. Okay. Komisch. Oder oh, weiß der, hier ist Draw Possible Recruit, Draw Missions. Select Recruit. Sie anführen? Ne, weiß ich nicht. Was U-Boot gibt es derzeit für 9 Euro bei Steam? Also da sollte ja. man zuschlagen. Ja, ja. Kann, ja. Kann, ich nicht, kann ich nichts anderes sagen. Also wer da nicht zuschlägt, ist selber schuld. Für 9 Euro, krass. So, ich muss jetzt auch mal erstmal überlegen, was ich, was ich hier gerade mache. Du suchst jetzt quasi deine Missionskarten aus, gell? Das ja. hast du doch darauf gelegt. Ja. Also auf, geht es da drüben. Da geht's ja, da geht's ja. Ich habe hier nur so ein kleines Kästchen, also das funktioniert. Ähm. Das komische ist, weil ich, ich müsste es ja genauso sehen, was, was, was du meinst. So. Select Recruit. Ich fahre da mal beim Thomas drüber, was er meinen könnte. Ich weiß ja. es gerade nicht, ich sehe es nicht. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Rebel Action Cards ja, ich habe hier, das ist irgendwie das ist, das ist irgendein Layer, der hier drüber liegt, ähm, mit der eigentlichen Button auslösen sollte. Der Button ist tot, aber wenn ich hier über, über diesen drei Feldern ja, ich meine das Modul ist auch schon alt. Es ist von 6 2020, also zwei Jahre alt. Es hat sich vielleicht irgendwas verschoben. Aber dann, dann weißt du, dass, dass du das um, umgehen kannst, sollst okay. du musst. Ne passt. Das passt. Also wir sehen jetzt hier, Thomas hat zwei seiner in Layer und Recan. die triggern quasi dann Missionen oder die muss er sich für Missionen aussuchen. Ich mache das auch. Ich nehme diese Mission hier und wir können hier erkennen, dass ich für die Mission <laughs> Für die brauche ich nichts, okay. Ich kann es ja sagen, Thomas. Also, das ähm, nee, kann ich dir nicht sagen. So, wir nehmen jetzt das da. Mit, mit der Musik klappt das irgendwie nicht so hundertprozentig heute. Nochmal zurück. Also, einmal die Karte. Jetzt schauen wir mal. Ich kenne die, kenn die Spieler noch nicht so gut. Okay, die zwei brauchen wir. Was haben wir hier? Mhm, mhm. Gehen Sie direkt zur Rebellenbasis. Gehen Sie nicht über los. Ziehen Sie nicht 200 Euro ein. Ähm. <laughs> 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 um. Ja, auch hier, auch hier, ich werde jetzt hier viel experimentieren. Ich muss jetzt hier einfach mal schauen, was, was denn hier eigentlich möglich ist. Wobei ich muss sagen, wann haben wir die erste Runde, wo gebaut werden kann, in der Runde 2? Das hier ist der, ist der Zugmarker. Ähm, was wir hier sehen beim Thomas, ist der ja, Reputation-Marker, wie heißt das auf Deutsch? Also der Ansehen. Mhm. Und ähm, wenn der Thomas Ansehen verlieren sollte, dann ist das Spiel schneller vorbei, wenn ich ihn hier wische und wenn er die Ansicht äh, an seine Ansehen erhöht, umso schwieriger wird es für mich, Ihn hier einzuholen, korrekt? Mm, nee. <laughs> nee. Dann erklärst ähm, du es richtig. Der, der Time Marker, der tickt einfach jede Runde um eins hoch. Und ähm, der ja. Reputation. Wo, saß der auf der 14 oder was? Zu Beginn? Der sitzt auf der 14, ja. Ähm, wenn ich quasi Systeme einnehme oder, oder äh, beziehungsweise Missionen schaffe und Reputation <laughs> bekomme, wenn ich Reputation bekomme, dann geht der unter, ja. der dem Time Marker entgegenkommt. Ach, warte, darunter genau. Das heißt, dann habe ich weniger Zeit, genau. äh, die Rebellenbasis zu finden. Und sobald die beiden Marker sich quasi treffen, ist das Spiel vorbei. Und bis dahin muss ich quasi die Basis gefunden haben. Genau. So, jetzt muss ich aber echt, echt mal kurz überlegen, ähm, was ich denn jetzt hier eigentlich, was ich jetzt hier eigentlich am, am, am sinnvollsten mache. Ähm, da fehlt uns jetzt, glaube ich, beiden auch ein bisschen die Erfahrung, was hier am sinnvollsten ist. Ja, okay. Das muss man ausprobieren. Das sind dann lege ich die mal dahin und nehme den, den hier. Gut. Das war's. Keine Bedeutet, das war's. Okay, keine weiteren Missionen. Keine weiteren Missionen. Okay, dann fange ich mal an mit der Karte Sabotage. Versuche diese Mission in einem beliebigen, bevölkerungsreichen System. Falls diese Mission erfolgreich ist, legst du einen Sabotagemarker in dieses System. Der Marker verhindert, dass irgendein Spieler mit den Ressourcen dieses Systems Einheiten baut oder Einheiten in diesem System stationiert. Hier nochmal ganz kurzer Hinweis. Ihr seht, ist jetzt gerade, der Thomas hat ja die Karte für mich, ist, ist ja auf dem Kopf, aber mit der, mit der Alt-Taste kann ich die vergrößern und sie dreht sich in meine Richtung. Das Spiel ist, also Der, der Tabletop-Simulator ist wirklich großartig. Also, pass auf, Sabotage. Versuche jetzt äh, auch, auch für mich zum Verständnis nochmal. Äh, versuche diese Mission in einer beliebigen. Versucht heißt, ich kann dagegen steuern. Gell? Falls diese genau. Mission erfolgreich ist, legst du einen Sabotagemarker in dieses System. Den Marker findet, dass irgendein Spieler mit den Ressourcen Einheiten baut oder Einheiten in diesem System stationiert. Okay. Dann verwendet der Thomas den General Recon. Der hat. Was brauchst du für die Karte? Sabotage äh, ist das Braune. Also, dieser, diese, diese, Faust. Die, diese Faust, was auch immer die Faust das ist. Und der Recon hat eine Faust. Das mhm. heißt, du hast quasi einen Würfel zur Verfügung, ob diese Mission klappt oder nicht. Was ich jetzt machen kann, ist entweder jetzt quasi einen Gegenspieler aufstellen, der versucht, diese Sabotage zu verhindern. Wenn nicht, dann gelingt diese Mission automatisch. Und ähm, Emperor Palpatine hat da was dagegen. Ob das okay. der richtige Zug war, weiß ich noch nicht. Der hat da was dagegen. Der darf aber nicht würfeln. Der zwingt mich nur dazu, dass ich würfeln muss. Ach Scheiße, entschuldige, dann nehme ich, sorry. Okay. Der hat ja keine, der hat ja keine. Ich verstehe schon, was du meinst. Das Problem ist, der hat keine. Ähm, der hat diese Fähigkeit der hat, nicht. Ja. Der hat diese Fähigkeit nicht. Diese Faust. Ach shit. Das ist allerdings ein wichtiges System. Der produziert kleine Einheiten und mittlere Luft äh, Lufteinheiten sind das, glaube ich, gell? Die, die blauen ähm, ja, du siehst hier ja. auf diesem. Die, sind Lufteinheiten, ähm, ja. Sind die, die ja. Genau, Angriffsträger und Teiljäger. Ähm, dann verzichte ich drauf. Okay, das heißt, die Mission geht direkt durch und wir platzieren hier einen Sabotagemarker. Aber ziehen darf ich von da aus noch, gell? Das ist jetzt bloß Produktion. Ähm, Produktion und Einsetzen. und Einsetzen ist dann gestört, ja. ja. Okay, sabotage. Oh, ich bin verliebt in den Tabletop-Simulator. So was. Das wird jetzt einfach hier über diese Dinger gelegt. Okay. Liegt da. Gut. Gut. Dann bin ich jetzt dran. Dann bin ich dran. Ich überlege jetzt gerade. Ich schaue mal kurz. Ich spiele die äh, Forschung und Entwicklungskarte. Handel diese, diese Mission in einem beliebigen System mit imperialer Lo Loyalität ab. Wähle einen der, äh, einen der folgenden Effekte. Ziehe zwei Projektkarten, wähle eine, die du behalten willst und lege die andere unter den Stapel. Entferne einen Sabotagemarker aus diesem System und ziehe eine Projektkarte. Hm? Dementsprechend mache ich das jetzt auch. Ich entferne einen Sabotagemarker und ziehe eine Projektkarte, die ich allerdings nicht aussuchen darf. Nee, wähle, ich, wähle einen der folgenden Effekte. Entweder oder. Ach so, ach so, der untere ist eine Projektkarte ja. ziehen. Okay, ja, ja, alles klar, genau. passt. Also ich habe jetzt quasi die Karte Forschung und Entwicklung gespielt und ähm, ich darf jetzt eine Projektkarte ziehen. Der Nachteil ist jetzt, ich darf nur eine ziehen und nicht zwei Männer aussuchen. Der Vorteil ist, ich kann die Sabotagemarker hier sofort wieder wegnehmen, mhm. weil äh, General Taggy, Tagge, weiß nicht wie er heißt. Ähm, ja. Und auf jeden Fall ist es so, ich kann, ich kann hier gar nicht intervenieren, weil in der Karte steht, handle diese Mission ab. Also, handle, genau. handle ab ist quasi der Indikator, dass äh, es nicht, nicht verhinderbar ist. Korrekt. Und dann ziehe ich eine Projektkarte. Schau ich mal, ob es einen Shortcut hier dafür gibt. Ziehe einmal Projekt. Hier unten klappt. Ich probiere mal, ob probier es klappt. Ja, mhm. du siehst es, Thomas, meine Hand. Ja. Draw one project. Ja, ist gezogen. Ist im Stapel gelandet. Insgesamt können hier bis zu zehn Karten landen. Äh, ab zehn muss ich im Prinzip. Ja, abwerfen dann. Ne? Wegschmeißen. Mhm. So, und wie ihr sehen könnt, also im Übrigen, dass die Karten so aussehen, die sind halt relativ schlecht eingescannt. Ich habe es aber tatsächlich noch ein bisschen aufgepimpt <laughs> von den Farben her. Äh, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr geile Karte. Ich lese jetzt mal nicht vor, weil der Thomas kann mich hören. Wir werden in Zukunft auch daran arbeiten, <laughs> dass wir das alles ein bisschen schneller flexibel machen können, dass ich den Thomas wegblende und so weiter und so fort. Ich finde, für heute läuft alles, ich verschreie es nicht. Ja. Beim Aber beim Thomas Martin, im Hintergrund sieht es aus wie ein Gmadewiesen. <laughs> Aber nur bei dir. <laughs> und nochmal zur Erläuterung, Thomas kann nicht sehen, was ich hier für Karten habe. Die sind äh, gut versteckt. Doch, doch. Was? Konnte sie jetzt sehen. <laughs> ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht> 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 was was mich um. ein, ein bisschen ärgert, dass, dass du oben, oben rechts, ist doch die Anzeige für, für, den, für den Ping und so. Gell? Ist ja bei dir auch, oder? Ja. Ja, dass bei dir dein Herzchen aufleuchtet, weil die Verbindung so gut ist. Das kränkt mich. Da gehört, wenn dann gehört ein schwarzes Herz hin für den Erzfeind. So. Okay, dann. Damit ist jetzt meine Aktion zu Ende. Das Ganze wird jetzt so lange wiederholt. Wir sind in der ersten Phase der ersten Runde und äh, es wird jetzt so lange wiederholt, bis wir keine Anführer mehr haben. Äh, ich habe übrigens noch keinen Plan, wie ich die Rebellenbasis finden sollte. Das wird sich alles ergeben. Wird jetzt mal, also, hier, mal hier. Mon Motma. Die hatte keine Missionskarte, sondern wird jetzt quasi eingesetzt, oder? Genau. Mhm. Frage ich mich, warum. Bin ich mal gespannt, was er damit vorhat. Ähm, ja, weil ich es dann bewegen kann. Äh, du kannst aber nur hin... also so kannst du es nicht bewegen, ne? Du kannst einen irgendwo hinsetzen und kannst dann Einheiten dahin Ach, bewegen. Genau, okay, dann Genau. Die, so. die wirken mhm. wie ein Magnet. Genau, sowas. Du ähm. dürftest aber nicht, wenn nur ganz kurz, ganz mhm. kurzer Fall. Wenn jetzt, wenn jetzt die hier drin steht. Nimm mal an, der wäre drin gestanden und du hättest sie hier hingesetzt, könntest du die Einheit nicht rüberziehen, gell? Nein, weil äh, quasi so Folgebewegungen oder so sind, also Kettenbewegungen sind nicht möglich. Ja, also du kannst jetzt, du setzt jetzt quasi die MonMod mal irgendwo hin, um mhm. Einheiten zu bewegen. Hier hin. Und ziehe jetzt den Transporter und eine Einheit hier. Ja, Klonkel, ich habe Wiesen gesagt. <laughs> Du hast jetzt den Rebel Trooper und den Rebel Transporter hinterbewegt. Mhm. Okay. Ähm, das bedeutet für dich jetzt aber auch, dass Nalnuta nicht mehr neutral ist, oder? Wie war das? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Wie das funktioniert. Nee, bloß weil ich. In deinem Fall wäre das so. Äh, du hast die Mechanik. Du hast die Mechanik, dass du mhm. unterdrücken kannst, quasi. Ähm, bei dir gibt es quasi die, gibt's diese Zwischenstufe zwischen. Ähm, ja, neutral und ja. loyalität zu dir. Das gibt es bei mir nicht. Also ich muss die erst gewinnen. Aber ich sehe es richtig, du kannst die quasi erst, also es könnte ein Indikator dafür sein, dass du jetzt Nalut äh, Nalhutta -Nal im Prinzip für dich gewinnen willst, weil du Einheiten drin brauchst, damit du das auf deine Seite triggern kannst. Eventuell? Eventuell. Gut, nee, nur für mich jetzt auch zum Verständnis. Ja, Das heißt, du bist... Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das heißt, du bist jetzt da fertig, gell? Ja. Ich schaue es mal an, weil ich werde jetzt auch Einheiten verlegen ich muss jetzt mal schauen, dass ich erstmal ähm das Ärgerliche ist, dass man natürlich die Systeme hier drüben auch äh, sich erstmal anschauen muss. Obwohl man eigentlich davon ausgehen muss, dass Thomas nicht so blöd ist, die Einheiten da reinzustellen, aber das wäre natürlich auch wieder genau das Geniale, Hä? die dahin zu stellen. Ja. Also, da hinzustellen. Also, dahin fliegen muss ich. Alter, ähm okay, ich packe mir jetzt mal Wen packt man denn hier? Wir nehmen einen der unfähigsten, nämlich den Grand Moff Tarkin. Jetzt muss ich nur überlegen, wo ich ihn hinsetze. Ich, ich setze mal, ich, er sitzt noch nicht final da. Ich muss es mir noch kurz überlegen. Ja, nee, aber jetzt sitzt der final da, äh, auf Ord Und dementsprechend kann ich jetzt Einheiten drüber verlegen. Und zwar machen wir das mit dem Assault Carrier. Wir nehmen ein, wir nehmen zwei Stoomtrooper-Einheiten mit. Kann ich die eigentlich so auch stapeln? Nee. Wäre jetzt so schön gewesen. Na komm, dann verlegt man halt direkt darüber. Einmal auf den Planeten. Den Stormtrooper ebenfalls. Ich muss überlegen, ob ich... Jetzt sag er mal. Den Assault Carrier. Ob ich hier noch irgendwas mitnehme. Nee, machen wir nicht. Das bedeutet, dass dieses System... Nee, das ist die falsche Karte, gell? Wo sind die? Doch, oppressed? Das ist, äh, der das ist die richtige, ja. genau. Mhm. Hier zur Erklärung: äh, Das Symbol hier bedeutet, dass die äh, loyal zu mir sind. Also, die sind halt, stehen voll hinter, hinter dem Imperium und die hier werden quasi durch Waffengewalt ja, unterdrückt und äh, müssen mir dienen. Aber das ist es auch. Genau, der mehr Unterschied. Nicht machen. Kann, ich eigentlich auch, äh, kann ich eigentlich auch die Loyalität irgendwie gewinnen? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Der einzelnen Planeten, durch äh, Missionen bestimmt. vielleicht oder so, oder? Mit Karten und so weiter, ja. Oder mit Missionen. <laughs> um, also, der Unterschied zwischen den beiden. Ähm ist quasi, wenn du die Loyalität hast, dann bekommst du beide Produktionspunkte, die genau. man hier auf dem System sieht. Und wenn es nur unterdrückt ist, dann, dann nur die den Linken, den Linken, genau. Genau. Gut. Dann bin ich wieder dran, ne? Der Doppelagent Orko ist auch bei dir im Stream, oder? Er ist auch bei mir im Stream, ja. <laughs> Schöne Grüße an ihn. <laughs> So, dann spiele ich das hier. Ähm, genau, also man kann jetzt, wie gesagt, sehen: hier die Anführer können entweder eine Mission auslösen oder können äh, auf dem Spielfeld verteilt werden. Äh, entweder zum Truppen nachziehen oder äh, um Kämpfen beizuwohnen. Das werden wir aber bestimmt auch noch sehen heute Abend. Also, ich will Bündnisse schmieden. Ähm, diese, versuche diese Mission in einem beliebigen, bevölkerungsreichen System. Wirf zwei zusätzliche Würfel, falls sich in diesem System Rebelleneinheiten befinden. Jetzt weißt du auch, warum ja. ich hier rübermarschiert bin, weil ich jetzt zwei zusätzliche Würfel würfeln darf. Ähm, du hast aber jetzt eh schon zwei Würfel, weil, ja, du zwei, weil du zwei gelbe Symbole hast, gell? Genau, also ich darf ja. jetzt hier vier Würfel würfeln und du darfst jetzt, ja. wenn du möchtest, dagegen stellen. Ähm, das heißt, du hast. Das heißt, du hast vier Würfel, hast du schon. Jawohl. Tja. Wie viele Anführer hatte denn noch stehen? Einen noch. Du machst das mit Prinzessin Layer, gell? Ja. Dann setzt sie doch da schon mal rein. Die addieren sich nicht, gell? Sondern dass du. Ja, doch, nee, die. Addiert... Ah. Also beim, äh, beim Kämpfen auf alle Fälle nicht. Äh, ich glaub, Doch, die addieren sich, du hast recht. Schau trotzdem lieber nochmal nach, aber ich glaube, ich habe es im, im Kopf, ja, dass die sich addieren. Also fünf, du hast also sieben Würfel. Schau nochmal nach, ob es tatsächlich ja. stimmt. Aber ich hatte sowas. Ich kann auch mal eben schauen, um was geht es jetzt gerade. Hey, diese Kurzanleitung, die ich habe, die ist echt nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. will kann intervenieren ohne eine Anzahl passende Fertigkeiten. jeder Spieler die relevanten Fertigkeitspunkte aller seiner Anführer im System zusammen und wirft entsprechend viele Würfel. Also, genau. Passt. Wird das dir? heißt, das du heißt, hast ich da. Ich habe sieben. Sieben Würfel. Äh, ich könnte natürlich jemand dagegen halten. Der Thomas sieht ihn ja auch, den Imperator Palpatine mit drei Würfeln, hat aber immer noch vier Würfel plus. Äh, das lohnt sich nicht für mich. Da interveniere ich nicht. Also, den Thomas schenken wir also quasi einen Null Hutter. Okay, das heißt, ich brauche hier gar nicht würfeln, dann drehe das Ganze um. Ähm, yeah. A change, genau, du kannst irgendwie genau. rechtsklicken. Wie war damit, das State, gell? Ja. Damit ist dieses System loyal zu mir. Ja. So, das nächste Mal schicke ich dir meine Kamera über den Richtner hier. Was? Ich bin, bin gerade, bei meine Musik teilweise so ein bisschen stottert. Mein System ist jetzt echt gerade wieder ausgelastet. Okay. Was aber ist technisch, wir haben es ja vorhin schon geklärt. Das nächste Mal kriegst du das über, über das andere System, dann ist da Ruhe damit. Gut. Ja, Bringt alles jetzt. Klar, Jan. Dann bin ich dran. Dann bist du dran. So, ist die Frage, was ich mache? Hm, 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 hm. hm. Wen hat er denn hier noch stehen? Und Jan vielen Dank für News, Jan. Gar nicht gesehen, das ging irgendwie durch. Hi, Profion. Ah ja, genau. Jetzt nochmal hier zur Erklärung für die Spielmechanik. Ich kann jetzt nicht den Palpatine hier hinsetzen und dann die Truppen wieder nachziehen, sondern die sind quasi an den jetzt hier gebunden. Also man kann hier quasi nicht zweimal hintereinander springen. Das genau. erklärt die Spielmechanik von vorhin noch mal. Ich muss jetzt mal schauen, System aufklären. Ach so, also auf Ortmantel bist du ja nicht, gell? Das heißt, ich kann da hinlegen, dass du da nicht so, bist. So, oh. Ja gut, vorbei. Hm? Ja. ja, fertig. Ja, schon vorbei. Danke. Schön war's. In welche Richtung gehe jetzt ich? ich Holt heute mal früher ins Bett. <laughs> Ich, ich setze nur mal ab, es uh, ist nur mal so hypothetisch, uh, in welche Richtung es hier am besten gehen sollte und müsste. Hier drüben oder... <laughs> Na gut, äh, relativ einfach für mich. Äh, der, Emperor, Emperor, äh, der Emperor Palpatine, Palpatine äh, geht nach Kashyyyk. Und äh, zieht Einheiten nach. Ja, in dem Fall brauche ich als Transporter. Die Bodeneinheiten müssen mit Transportern verlegt werden, genauso wie die Tiefighter. Das heißt, da ich ja hier den, nur den Todesstern habe, äh, werden die hier mit dem Todesstern mitziehen. Der hat eine Kapazität von 8, von 8 glaube ich. Das <laughs> ja, sehen wir hier eine unten. Transportkapazität von 8. Hier unten. <laughs> Gehst du weg? Ich musste überlegen, ähm, kann mir im kann Mendelau was passieren, wenn ich keine Einheiten drinstehen habe? Ja. Ich, ich weiß es gerade nicht. Erst ja, sage er mal. Dieser Todesstern ist relativ rüpelhaft mit seinen Einheiten. Nietzsche spricht hutisch von Chapa the Hut. <laughs> hm. Nimmst du alle mit? Gut. Ja, ich überlege. Mir das was, ich weiß halt noch nicht taktisch, operativ, strategisch, äh, ob äh, was klein, bringt, da überhaupt ticke, was kleiner, drin zu lassen. Kleiner, kleiner Tipp am Rande. Hm? Ähm, ich würde sie nicht alle mitnehmen. Warum? Dann verlierst du. Danke für den Tipp. Dann verlierst du den Status. Du hast dort ähm, besetzt ah, äh, unterdrückt. Okay, vielen Dank. Danke, danke. Ich lasse die Teilfahrt auch hier drin. Mal schauen, was mir das bringt. Ähm, das war's. Das System muss nicht erobert werden. Das bedeutet jetzt aber auch, dass das System jetzt zu meiner Seite gehört, oder? Mm -hmm. Ja. So, dann wird das automatisch ja. den Status. Die werden ja, sie werden ja von mir besetzt und unterdrückt. Ja, müsste es aber zuerst auf Neutral. Ist es nicht immer so, dass es nur eine Stufe zurückgeht? Schauen wir mal. Ich schaue in, du schaust in deiner Hauptanleitung und ich schaue in der in der Kurzanleitung. Loyalität. Das bevölkerungsreiches System hat eine Loyalität. Diese zeigt an. Ähm. Bald in erster Linie gewinnt man die Loyalität von Systemen durch Diplomatie-Missionen. Wenn die Loyalität eines Systems besitzt kann mit den... Werfung. Der imperiale Spieler kann Systeme unterwerfen, um die Bevölkerung zum Bauimperial. Okay, mhm. ja, das ist unterworfen. Ähm, Geht nicht. automatisch, gell? Gen Genau, es ist aber in dem Fall jetzt, also wenn du jetzt ähm, in Mandalore, wenn du hier rausziehen würdest, mit allen, mhm. dann wird es neutral. Ist neutral, hier, ja. Und wenn du hier wieder rausziehen würdest mit den Einheiten, dann wird es aber automatisch wieder ähm, 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 Rebellen. Das, ist das weil, so? Weil es das vorher war. Ähm, Gut. Muss man sich also, halt merken, gell? Ich weiß nee, nicht, wie man nee, sich das nee, 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 so. nee. Du musst den Status hier. <laughs> du musst, musst das auf so setzen. jetzt, ah, yes. ja, wunderbar. Alles klar, so kann man es auch dort Ja, und Wenn du jetzt drehst, ist es wieder Rebell. Gut. Und ich kann jetzt natürlich auch sagen, dass in Kashyyyk ähm, keine Rebellenbasis ist. Keine Rebellenbasis ist. Jawohl. Gut. So. Dann hast du noch, äh, wen hast du dann nein, noch? Den nein, Jan ja. dort. Ach so. Hm? Ja, ich. Ähm, ich, ich, ich was mache ich? Mache ich was? Zünftige Raumschlacht wird es hoffentlich mal geben, Klonkel. Ziemlich sicher sogar. Hier hin. Ja. Jetzt um, muss ich mal schauen. Habe ich hier auch Transportkapazitäten. Die Korvette hat zwei. Ich mit und einen. Die Korvetten finde ich ja wirklich sehr schön. Aber eins der schönsten Raumschiffmodelle finde ich im Star Wars Universum ist die Nebulon B-Fregatte. Sagt mir jetzt gar nichts. Ja, die hat so ein. Die, die läuft so und hat dann unten da so einen Henkel dran. <laughs> Wie soll ich es erklären? <lacht> <lacht> die mit dem Henkel Thomas. Okay. <laughs> Gut. Das heißt, du bist fertig, oder? Ich bin fertig. Gut. Dann bewege ich jetzt Darth Vader. Ähm, auch der wird jetzt erstmal so abgesetzt. Ist noch nicht final, Thomas. Aber ihr habt ja schon gesehen, also ich denke mal, wir beide sind auch wirklich echt immer faire Kontrahenten. Also, Thomas gibt mir Hinweise, wenn ich was mache, was totaler Scheiße ist, weil ich die Regel gerade nicht kenne. Und andersrum würde ich das genauso machen. Und genauso gut hier, ich kann mir hier so ein bisschen rumheben. Andere sagen: Nee, du hast ihn aber hingesetzt, da muss er jetzt bleiben. Über die Phase sind wir hinaus, oder? Ähm, Sage ich dir später, wenn es eng wird. Nee, alles <lacht> gut. <lacht> Hm. Ja, ja, gar nicht einfach hier, gar nicht einfach hier. Ähm, in welche Ecke man da geht. moncalamari. Ich habe nämlich hier keine Einheiten mehr. Ah, werde ich später sehen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt offensiv. Ich habe noch ein zweites System Ja, kann ich, klar. Äh, wir setzen Darth Wader nach Nabu. Mache ich das wirklich? Ja, das mache ich wirklich. Äh, den Marker können wir übrigens wegnehmen hier, gell? Ja, ja. Sehe ich gerade. Äh, wir setzen Darth Wader nach Nabu. Und ist der ja. auch unterdrückt? Der ist auch unterdrückt. Mixe nix Stern gefallen. Ach, da kommt der her. Dann gehen wir wieder weg. <laughs> da wohnen die also. Aha. Dann lassen wir das lieber. Viele Bodentruppen habe ich ja derzeit noch nicht. <laughs> Hi, Lady um, Athene. Nee, dann kann ich aber natürlich auch äh, beide taifa da dahinsetzen. Ja, machen wir auch. Also gehen wir mal davon aus, auf Nabu ist auch nichts, was uns bis zwischen aufschreien. Mhm. Nabu ist also auch aufgeklärt. schick. Ah, wisst ihr was? Zählt mir gerade ein. Ich bin ja auch ein ziemlicher Depp. Ff. Ich starte einfach den, äh, den Soundtrack hier auf YouTube, auf dem Rechner. Jetzt gebe ich ihn in YouTube's YouTube ein. Star Wars Music Playlist. Ja. Mein Gott, manchmal bin ich ja wirklich echt schwer vom Begriff. Ich kann ja die Musik genauso gut hier laufen lassen. Okay. Ähm, dann, wie war das State? Ich Welcher State nee, ist das? Der war es nicht. Oh, okay. Der war ja schon. State 3. Oh. Ja, alles klar. Okay. Dann war es das, ne? Dann war es das für diese Runde. Dann müsste jetzt die. Bin ich mal gespannt, Warten ob die. Der Button hier was, funktionieren, oder? Äh, was hast du für einen Button? Wie heißt der bei dir? Anführer zurückholen erstmal. Hier unten. Recall Leaders to Pool. Zack. Dann fliegen die wieder alle vier hierher. Was her. ist mit bereinige Missionen gibt es bei dir nicht? Ich schaue mir jetzt äh, mal bei dir mal an. Ich will nur sehen, wie die Skripte doch bereinige funktionieren. Bereinige Missionen gibt es auch. Zack. Ah ja, ihr seht das schon, ist hier das ist alles schön gescriptet. Ja. Also bereinige Missionen, das heißt, man muss sich da nicht selber um das ganze Zeug kommen. Das heißt, die Missionen werden wieder aufgeräumt, dann die Anführer werden wieder zurückgemacht. Das mache ich jetzt auch mal. Äh, ich würde sagen, in der ersten zwei Runden machen wir es noch mal ein bisschen gemeinsam, ähm, um mhm. zu sehen, ob das wirklich hier auch alles funktioniert. Also ich mache mal hier Clear Mission Area. Genau, das ist die erste. Hat hey, er ist die erste Missionskarten. Komm, um die Missionskarten ziehen. Müsste jetzt hier oben irgendwo sein. Ne? Äh, ziehe eine Mission. Drück dann das mal ist bei raus. dir? Für mich gibt's. Ja, hast du es auch? Bei mir ist äh, in der ist doch in der Auffrischungsphase, oder? Ja, ja, genau. Bei mir ist ziehe Karten, draw two missions and two probes. Das kriege ich. Ah ja, okay. Bei, ah, dann ist das bei, das bei dir. Bei, bei mir sind es und ich ziehe auch two Mission and one objective ziehst du. Also man sieht hier ist wieder die Akkusionalität. Genau, du genau, bekommst so genau. zwei Missionskarten mhm. und eine Objective-Karte. Ah, ja, sehr gut. Die, die Objective-Karten sind hauptsächlich dafür da, dass der Thomas hier seine, seine, seine Ansehens-, äh, Reputation, seinen Ansehensmarker bewegen kann, korrekt? Genau, korrekt. Gut. Und, und da Was sind wir haben auch, gesehen auch schon mit Jetzt, jetzt ist, Das war jetzt quasi jetzt schon die erste Runde. Das heißt, der Timemarker. Marker... Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. Ach genau, so. der Time Marker, warte noch ganz kurz. Ich ziehe ja. jetzt noch zwei Missionskarten. Mhm. Was wir hier auch gesehen haben, einfach durch das Skript, ist, dass die, dass die Research- und Development-Karte wieder, also die Forschungskarte, wieder zurückgekommen ist. Automatisch ist halt einfach hier toll gescriptet. Ähm, ich habe jetzt zwei Probes gezogen. Wo sind die jetzt hin? Yep. Die, kann, die kannst du nicht sehen, gell? Nee, die sehe ich äh, genauso, wie sie hier auf dem Tisch liegen. Genau, okay. Zur Erklärung für euch: Ihr seht ja auch den suchdroiden Das heißt, am Ende der Runde habe ich quasi zweimal die bekomme ich quasi zwei zwei suchdroiden. Die werden in zwei Systeme, die sind allerdings in zwei Systeme geschickt. Die sind zufällig und ihr seht, dass ich hier diese beiden Systeme jetzt quasi aufgeklärt habe und ich kann mir die jetzt hier markieren. Auch das kann der Thomas nicht sehen. Und zwar, ihr seht, welche Systeme in den beiden Systemen ist die Rebellenbasis nicht. Da haben wir unsere Suchdroiden hingelegt. Du musst die Namen laut äh, aussprechen. Genau, ich versuche gerade äh, Endor nicht zu sagen. <lacht> <lacht> genau, so komme ich also auch Stück für Stück weiter. Zum einen äh, expansiv mit meinen Truppen vorwärts gehen und B zweimal durch, äh, durch Zufall im Prinzip hier ja auszuschließen. Äh, ich kann natürlich nicht die Karte ziehen, wo die Basis ist, denn die befindet sich ja hier. Die liegt hier drüben die der Thomas ja gezogen hat. Das heißt, ich muss hier quasi nach dem Ausschuss verfahren. Ähm, wann spielt ihr das? Empire Strikes Back. Kenne ich nicht das Spiel. Empire Strikes Back. Aber wir werden auf alle Fälle Rise of the Empire auch noch mit. Also ich bin Feuer und Flamme für das Spiel. Es macht mir so viel Spaß, dass ich echt auch Bock auf das Add-on habe, was es noch gibt. Ähm, warte mal, dann habe ich hier noch eine Karte. Ähm, Ziehe Anführer. Hast du das auch gehabt? Moment, es ist jetzt die Frage, ob das jetzt dran kommt, ähm, denn wird nach der ersten Phase, in der ersten Runde noch nicht gezogen. Ne? mal deine Hand weg, bitte. Ach so, das heißt es ist quasi, ähm, ja okay. Das zweite Zeichen ist Produktion und Anführer ziehen, gell? also keine Anführer ziehen, okay. Und dann habe ich Baueinheiten. Weiß nicht, was er damit meint. Ach so, doch. Okay, du hast recht. Ähm, der, der Teilmarker geht auf die zwei. Und ja. dann und dann wird geguckt, was auf dem neuen Feld für Aktionen drauf sind. Und in dem Fall ist es. Ähm, ist hast es du so gerade cool. jemanden, der, der, der das äh, auch kennt, oder wie? Wie bitte? Hast du gerade jemanden, der das kennt, der das gerade gesagt hat, dass es so ist? Äh, nein, ich habe hier die Anleitung: Effects. <laughs> Bausymbol, Mission ziehen, Auffrischphase. Anführer zurückbeordern, Missionen ziehen, Suchtruhen starten, Zielkarte ziehen, Zeitmarker weiterrücken. Genau. Und dann, Einheit und dann kommt das. Dann können die Spieler abhängig von den Symbolen auf dem neuen Feld des Zeitmarkers Einheiten bauen und ja. oder Anführer rekrutieren. Sehr gut. Das heißt, Daher wir beide kriegen jetzt Anführer. Auf Sinn, genau. Ziehe ich die mal. Und Einheiten bauen, äh, machen wir auch noch. Es gibt es einen Report wahrscheinlich. Also wie ist es jetzt nochmal mit den, mit den, mit den Anführern? Ich kann jetzt einen von den beiden aussuchen quasi, gell? Genau, genau. Das heißt, äh, mal eine blöde Frage. Ich habe jetzt hier auf einer Karte zwei verschiedene drauf. Was? Ich zeig dir die mal. Proceeding as planned. Keep them from escaping. Erklär mir mal kurz die Mechanik. Du hast es auch zwei gezogen. Ich habe jetzt es auch da drin, zwei oder? gezogen, ja. Gut. Bei mir sind jetzt da, ähm, ich kann nicht erkennen, wen ich da rekrutiere, weil da, da, stehen, da steht drauf, alles verläuft nach Plan, Zuweisung. Das sind auch Missionen oder wie? Ja, also es ist folgendermaßen, diese, diese Texte, die hier draufstehen, die sind mhm. für die Basisregeln irrelevant. Das Problem an den Karten ist hm. jetzt, dass du, ähm, dass du, dass du, auf den Karten, die, die du hier ziehst, ähm, nicht ihre, ihre Stärken, also ihre, ihre Skills, ihre Skillpunkte siehst. Du musst jetzt quasi erstmal hier in deinen, du hast hier irgendwo Ja, genau. Wie wär's dann, wenn man die einfach hier? Ich räume jetzt einfach hier raus. <laughs> genau. Ja. Genau. Da braucht brauch man jetzt nicht verstecken. Die würden doch ein echter auch rumflacken. Das heißt, damit ich jetzt sehe, welche 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 äh, Leute jetzt hier äh, Ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme hier in Stottern. Das sind also quasi meine Leute, die ich rekrutieren kann. Und ich muss mich jetzt entscheiden, für wen. Die haben alle ihre verschiedenen Fähigkeiten. Ist die Frage, ähm, ob ich hier in meinen Missionskarten irgendwas sehe, was ich dringend brauche? Das sind die neuen Missionen. Hm. Weißt was, ich mache das jetzt einfach nach Sympathie. Ah nee, kann ich ja gar nicht. Ich habe ja, hab ja trotzdem zwei Karten, mit denen ich auswählen muss. Leider <laughs> so. stehen die Namen nicht drauf von den Typen. Ich habe den da. Ich muss mir die näher hinstellen. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, dass ich es nicht mal schafft, die zwei Sekunden vom hier draufschauen bis rüber zu schaffen. Ah, da, da geht es ja. Okay. haben wir den einen Typen hier mit dem Schickelgruberbart? <laughs> Admiral osel und wieder mal da, oh, der kann ja gar nichts. Äh, blau sind Ressourcen, nee, was war blau nochmal? Blau sind Ressourcen, glaube ich, gell? Äh, gelb ist Diplomatie. Ähm, du meinst jetzt bei den, bei den, Ja, das Blaue ist äh, Ressourcen oder irgendwie sowas oder bauen oder sowas, gell? Bei den Anführern. Nee, ja. das blaue ist Geheimdienst, das gelbe ist ah, die und das braune ist Sondereinsatz. Und dann gibt es noch Logistik. Jetzt bin ich gespannt, ob das Skript noch funktioniert. Wahrscheinlich nicht, wenn die Sachen da draußen stehen. Nee. muss den auch manuell ziehen. Aber auf der einen Karte sind zwei dran. Ich kann mir nur einen aussuchen, oder kriege ich beide? Auf der einen sind zwei dran? Mhm, auf einer Karte sind zwei Gesichter drauf. Ich kann ja trotzdem bloß einen bekommen, oder? Davon gehe ich aus, ja. Ja, ich auch. Weil sonst hätten wir unterschiedlich viele Anführer, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. 1-1, ähm, was hat der? Ja, komm, ist ja wurscht, ich kenne mich eh nicht so aus. Ich drücke jetzt noch drauf: Recruit, Select, Recruit. Und ich entscheide mich hier für den Admiral Osl. Der kommt jetzt auch direkt hier rein, oder? Genau. Gut. Also ich habe ähm, halt. Ich habe den Punkt schon genommen. Ich habe, ich habe äh, Han Solo. Das spielt äh, Trunk, äh, Trunk äh, parallel zu den zu den ersten Filmen, genau. Was ist das jetzt 4, 5, 6? Dann haben wir jetzt äh, Report jetzt Current gebaut, Build ne? Counts. Hast du schon draufgeklickt auf den Button? Nein. Ich mache das mal. Ja, genau. Da steht mir jetzt genau drin, was ich bekomme. Und wenn du bei dir drückst, wahrscheinlich das, was du bekommst. Hast du den Chat offen bei dir? Ähm, ja, habe ich eben gerade. Der muss auf global eingestellt sein. Also bei mir kommt jetzt tatsächlich die Anleitung, was ich, was ich bekomme. Äh, und zwar ist es so, dass... Ähm, ja, im Prinzip, also wenn man, es, wenn man es jetzt händisch machen würde, ich müsste zusammenzählen, ich bekomme in dem System äh, einmal leichten äh, leicht einen Teiljäger, dann bekomme ich eine, äh, eine Assault-Fregatte, wie die heißen, wie heißen sie denn? Ein Angriffsträger. Und so müsste ich jetzt jedes System durchgehen. Das muss ich jetzt in dem Fall nicht machen, denn das macht das Spiel automatisch für mich, was sehr angenehm ist. Ah, man kann mit VRSD dann nicht mehr rumfliegen. Okay, das heißt, zwei Rebel Trooper oder Rebel Vanguard, Rebel Trooper sind die? Ein Turn, vier Stormtrooper, or Assault Tank, Stormtrooper, wo sind die? Auf Feld 1, 1, 2, 3. Das ist sehr angenehm, dass man nicht nachzählen muss. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe die Spielmechanik erklärt. Je nachdem, auf welchen Systemen die mir gehören, werden jetzt Einheiten gebildet. Es ist Absehbar hier an den Kästen, die hier links sind. In dem System bekomme ich eine Landeinheit, eine leichte und eine leichte Flugeinheit, also ein Teiljäger und Sturmtrooper äh, und so weiter und so fort. Und über das Skript wird das jetzt hier quasi alles zusammengezählt. First and 4 Sturmtrooper, ein ATST oder shield Bunker, ATST. Das sind die ATSTs hier? Und Turn 2 ein Sturmtrooper wieder aufmachen hier. Ein Sturmtrooper, ein TIE Fighter, wo ist er, ein TIE Fighter und ein, zwei Assault Carrier. Eins, zwei und dann haben wir noch, dass das Feld nicht offen bleibt, Turn 3, ein TIE Fighter, Zug 3, TIE Striker, die haben wir noch, glaube ich, gar nicht. TIE Striker ist wahrscheinlich im add mit drin, gell? Ich glaub, Einen ja? Ich glaube, Sternzerstörer so, was bedeutet das? Diese Felder hier ist im Prinzip sowas wie eine Produktionswarteschleife. Äh, Produktions -Warte die sind in einem Zug dran, beziehungsweise die, die auf Feldeinstellung, die bekommen wir jetzt dann direkt schon. Gell? Die rutschen jetzt als nächstes runter, genau. Die, die rutschen jetzt quasi am, am Anfang der nächsten Runde. Die, ist, die beginnt ja jetzt dann quasi. Wir sind jetzt quasi am Ende der ersten Runde. Am Anfang der, nächsten, der ersten, am Anfang der neuen Runde kann ich jetzt quasi alles, was ich jetzt hier reinsetze, kann ich auch gleich dann hier auf die Karte setzen. Und mhm. die sämtlichen anderen Einheiten rutschen quasi nach. Das ist wie so eine Produktionskette genau. um einen. Genau. So, und wie ist hier die Reihenfolge? Ich gucke gerade mal. Ich glaube, auch da setzt der Rebellenspieler wieder zuerst, oder? Ähm, ich glaube auch, ja. Einheiten stationieren ist sechstens, also der letzte Teil der Auffrischungsphase. Beginnend mit dem Rebellenspieler schieben beide Spieler alle Einheiten auf ihrer Fertigungsreihe um ein Feld in Richtung des Spielbrettrands. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich hatte alles auf eins, meine fünf Einheiten, die ich kriege. Ähm, Echt? Hast du keine anderen? Nein, das hast du. Ja, okay. Oder? Ja, ja hier geblockt mit waren ja beide stimmt dadurch, dadurch dass ich äh, Kashik und äh, Nabu gleich weggenommen habe fallen für die für die äh, für die für die Rebellen fallen weg zweimal, ähm, zweimal Soldaten gell? wie heißen die bei dir uh, Rebel Troopers Rebel Troopers weg und auf Nabu fällt einmal Rebel Trooper weg und einmal Tie Fighter äh X-Wings Genau. Nochmal zur Erklärung: Die Dreiecke sind leichte Einheiten, also X-Wing und Tie Fighter und Stormtrooper und Rebel Troopers. Die Vierecke, die Runden sind mittlere. Das heißt für den Thomas, was ist, was ist das bei dir? Äh, was ist was bei mir? Die mittleren. Die mittleren äh, Flieger sind, ist eine Korvette. Ist eine äh, genau koreanische Korvette. Genau. Und, und die schweren hier mit mit dem Viereck Moncalamari Kreuzer, genau. Okay. Ähm. Genau, und dann heißt es, in jedem, ähm, die Spieler stationieren die fertigen Einheiten in loyalen oder unterworfenen Systemen. In jedem System dürfen maximal zwei neue Einheiten stationiert werden. Der Rebellenspieler darf auf dem Feld Rebellenstützpunkt Einheiten bauen und stationieren, so als ob es ein System wäre. Systeme mit gegnerischen Einheiten oder einem Sabotagemarker dürfen Schritt 5 keine Einheiten bauen. Ebenso darf man in Schritt 6 keine Einheiten dort stationieren. Nach dem Stationieren beginnt eine neue Spielrunde. Also das äh, Stationieren. Läuft wohl parallel, ne? Weil hier steht, jeder Spieler stationiert, das heißt, setzt seine fertigen mhm. Einheiten. Also da gibt es jetzt keine feste Reihenfolge. Oh, bei mir, also ich habe ja ich habe diese, diese überarbeitete Anleitung in Kurzform. Einheiten stationieren, der Rebellenspieler beginnt. Okay. Alle Einheiten ja, werden, in der Fertigungsrunde um eine Person, Also pass auf, was ich hier habe, das Dokument, das habe ich dir ja auch geschickt. Mhm. Das ist vom Boardgame Geek. Und okay. zwar ist das auf, da sind alle, alle Regelanpassungen, die es in den letzten Jahren gab. Das Spiel kam 2016 raus. Die sind hier, das wird ständig, also es ist das, glaube ich jetzt so erst ein oder zwei Monate alt. Also hier sind zusammengedampft das Regelwerk. Das Regelwerk ist relativ komplex eigentlich. Mhm. Und ähm, In der, tatsächlich, wir sind hier in der. Ich würde jetzt dem einfach vertrauen, was jetzt hier in dem, in dem Ding drin steht. Es wurde, mir, also wurde empfohlen als da, das Go-To-Ding für Deutsch. Ähm, Kampf, geheime Rebellenbasis. Bausymbol. Einheiten stationieren. Der Rebellenspiel beginnt. Alle Einheiten werden vorwärts bewegt. Einheiten die den Spielfinger drücken, bla bla bla. Ohne Gegner sabotage Sabotagemarke stationiert. Du kannst bis zu zwei auf stellen. Genau. Ein imperialer ja. Schildbunker, die haben wir noch nicht. Das heißt, ich habe jetzt ähm, ich hab zwei Einheiten hier nach äh, Nalhutta gestellt. Ich habe zwei mhm. Einheiten nach äh, Botbahui gestellt und die fünfte Einheit in einen Stützpunkt. Gut. Ich habe hier auch gerade noch mal Bestätigung im, im, im Chat äh, bei BoardGameGeek. Es, es ist immer die neueste Errata mit drin in dem Ding. Also, Sehr gut. Das passt ganz gut. Ich muss mal ganz kurz die Musik umschalten, denn ich habe hier eine falsche Playlist erwischt, die mir hier auch äh, Jack Sparrow-Musik oder sowas abspielt. Also, das heißt, ich funktioniere jetzt meine, meine Einheiten. Nur, wo mache ich das? Ja, da fehlen mir einfach die Erfahrungswerte. Ähm, schauen wir mal, Bodeneinheiten. Also, den Sektor hier unten, den kann ich eigentlich. Bedienen mit den Einheiten, das sollte klappen. Naja, vielleicht nehmen wir da noch einen. Pass auf. Ich setze mal eins äh, hier nach Ort Mantel. Oder Ort Mantell. Ich schaue drüben, ob ich da noch was ab aufzuklären habe. Nee, habe ich nicht. Habe ich hier alles eingetragen? Ja, habe ich. Und dann haben wir noch einmal ATST. Dagoba. Ja, wenn ich jetzt halt einen Plan hätte, in welche Richtung es, es laufen soll bei mir. Ja, zwei Einheiten maximal pro Feld, gell? Ja. Wir gehen einen ATST nach Kaschik. Kaschik 1, Tumtupa, äh, Regiment, Division, was auch immer. Nach Kaschik. <laughs> Wahrscheinlich äh, Legionen, oder? Ich glaube, die äh, sind doch in Legionen. Dann fehlen mir noch zwei. Hm. Da fehlt mir ein Transporter. Die nächsten Transporter bekomme ich in der nächsten Runde. Dann kann ich auch noch so lange warten. Ich muss hier wieder rüberschauen. Da muss ich auch noch jemand hinsetzen. Komme ich da hin? Ah, shit. Da komme ich nur bedingt hin. Zweimal Bodentruppen. Okay, also auf alle Fälle einmal Stone Pass auf, der hier fliegt noch rum. Den habe ich noch nicht entschieden, wo er mhm. hinkommt. Einmal noch Nabu. Hier müssen wir uns auch bewegen. Ah, nee, Mustafa ist fest in meiner Hand. Gell? Da muss ich keinen ja. zurücklassen. Der ist fest in meiner Hand. Aber wo könnte ich denn noch ein bisschen expandieren müssen? Oh, Salakami ist aber nicht fest in meiner Hand, oder? Da haben wir was falsch gemacht. Der war vorher neutral. Der ja, hat... dann genau. Kannst du den mal eben ändern? Auf, weißt schon, auf okay. genau so. Mhm. Dass das korrekt ist. Und der fliegt hier noch so rum. Wo fliegt er denn hin? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nach Kaschik. Okay. Thomas, ähm, mein Getränk ist ausgegangen. Ich habe mhm. vorher vergessen, mir was hinzustellen. Wollen wir eine ganz kurze Pause einlegen, fünf Minuten? Dann hole ich mir Getränke, gehe nochmal aufs Klo und dann äh, geht es so richtig los. <laughs> Können wir machen. Ja? Klar. Ja, passt. Dann schalte ich kurz auf Pause. Wir sehen uns in okay. zwei, drei, vier, fünf Minuten. Ja, fünf Minuten dauert es bei mir gar nicht. Ähm, bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Thomas! Oh, hast du dich gerade hingesetzt? Vor zehn Sekunden, ja. Ja, geil. Das, das nenne ich mal Timing. Ich nämlich auch. So. Gut, gut. So, wo waren wir stehen geblieben? Thomas, ja. mal eine, eine indiskrete Frage. Gott sammel ich dir zu viel? Ja, <laughs> ich, ich kann es auch kurz drin, oder? Was? <laughs> ich habe mir gerade gedacht, ich habe mir irgendwie so angewöhnt, dass ich ununterbrochen irgendwie am Reden bin und ich könnte mir vorstellen, dass du gar nicht zum Überlegen kommst, dass ich nicht überlege und sowieso immer alles falsch mache, das gehört ja quasi schon zum Standardprogramm, aber <laughs> ich hoffe, ich versau dir jetzt nicht deine kompletten Überlegungen hier, wobei du kannst mich ja Muten, wenn es wäre, gell? Stimmt. <lacht> <lacht> Nur als kleine Erinnerung. <lacht> <lacht> äh, sag mir lieber mal, wie ich den. Wie, wie kann ich denn den Chat ausblenden? Äh, da ist, so ist so ein. Bei mir geht er automatisch weg. Ja, an, aber das, das automatisch hier. ausblenden habe ich. Den Haken habe ich rausgesetzt, weil er mir zu schnell ausging. Beim, äh ah, ja, okay. Gute Frage. System. Aber gut, oh, dann ja, ging nämlich auch. Das ist gut. auto high chat mir ging es auch zu schnell, nämlich. Jetzt ist er ganz weg. Wir kriegen ihn jetzt wieder an. Ja, <laughs> Dankeschön. Wenn du, wenn du ja, Jetzt ist, bei mir, ist er, ich habe mit. Ah, da ist er. Game. Okay, ich wusste es auch nicht. Schade, kann man vielleicht irgendwo verändern, das, die Settings. Ähm, ich schreibe euch übrigens mal ganz kurz. Hier ist Twitch TV slash Taktikfuchs, gell? Ähm, Taktikfuchs TV. Ah nein. Hast du auf den falschen verlinkt. Angeschrieben, ja. Taktikfuchs TV, gell? Ja. Ja, ich muss ich dringend mal zum Bot programmieren. Nachdem ich jetzt endlich auf Stream Elements äh, gewechselt bin, geht es alles viel, viel einfacher. Geht ihr auch mal rüberschauen zum äh, Thomas, dem Taktikfuchs. Denn der macht sehr sympathischen und vor allem auch kompetenten Content, auch im Bereich Strategiespiele. Du spielst momentan wie Hard West, Old West, ich vergesse es immer. Hard, Hard West, Old World, War Tales, nee. das sind momentan <laughs> so die. Das war's. Die. Thomas ist war einer der wenigen Streamer, die ich nebenbei überhaupt schaue, wenn ich es schaffe. Und äh, ist immer sehr, sehr nett da. Und der kann das wirklich gut. Also gerne mal rüberschauen und ein Follow da lassen. So, wie geht's weiter? Mit der nächsten Zugphase, ne? Ich muss jetzt wieder meine ähm, Befehlskarten ausspielen und Anführer mhm. drauf, draufsetzen. Neue Karten haben wir schon bekommen am Ende der Runde, gell? Genau. Chunk ähm, schreibt auch, man hätte für die Mittleren auch eine Nebel und B-Fregatte spielen die können, finde ich auch. Ich glaube, nur die Nebel und B-Fregatte ist äh, rein technisch gesehen schwierig hinzustellen. Deswegen haben sie sich in dem, in dem Brettspiel eben hier für die für die Marie cruiser entschieden. Hinkel, vielen Dank für dein Follow. Um, dann. Und Herr Klonkel, vielen Dank für dein Abo. Das passt gut, Hinkel und Klonkel. Hinkel. <lacht> <lacht> um. Und der reis ist mit einer Gruppe rübergekommen. Hernerise, schönen guten Abend, grüß dich. Was gab es denn bei euch heute? Vielen Dank für dein Raid. Schönen guten Abend, Tenerize. So, genau. Ich muss jetzt auch mal kurz überlegen, was wir hier spielen im Übrigen. Ähm, ich hoffe, ich kann auch für den Thomas sprechen. Wenn hier erfahrene Star Wars Rebellion-Spieler da sind und ihr sind hier schwimmen seht, regeltechnisch, haut gerne euren Input rein, klärt uns auf. Wir sind da, haben da überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, erspart uns vielleicht mal den einen oder anderen Blick in die, in die, in die Anleitung. Gut, ich muss jetzt aber auch erstmal schauen. Wobei, es geht heute schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, also, ja. Da ist eine Karte, die ich noch nie gespielt, ihr seht es ja gerade. Da ist aber auch eine Karte, die ich auch sehr gut finde, wobei ist eigentlich ein Schmarrn. Sag mal, sag mal den der Todesstern, gell? Ja. Der ist zwar jetzt hier so schön fertig und so, aber der, dafür brauche ich eine Karte, um den zu aktivieren, glaube ich, oder? Naja, der, der, der Todesstern als, als, als Einheit ist fertig, mhm. aber ähm, wenn, du wirklich, wenn du wirklich Planeten damit zerstören willst, dann, ähm, also diese, diese Kanone hat er noch nicht. Ja, die muss ich erst erfinden. Und ich habe gute Nachrichten. Die Nebulum b fregatte schreibt Daniels allerlei gerade, die Nebulum b fregatte ist im, in der Erweiterung mit dabei. Ha, ah. Sehr schön. Noch ein <laughs> Grund mehr, dieses Spiel noch ein paar Mal öfters zu spielen. Aber mich hat das Spiel auf alle Fälle schon. Ah, diese, dieses Kabel von der elektrischen Heizdecke. <laughs> Hörner uh, äh, dass man bei Flashpoint erstmal die anderen lesen muss, habe ich mittlerweile auch gemerkt. Ich habe mich die Woche schon sehr weit durchgearbeitet. Absolut faszinierend. Also, das ist echt ein Traum für Wargamer, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, das neue Flashpoint-Campaigns, Thomas. Okay. Ähm, boah, also, puh, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, äh, wie er auch, ich sag mal, komplexe Sachen mit Komfort-Features versieht. Ähm, richtig gut. Okay. Ja, also. Da habe ich bisher noch nie reingeschaut, auch in die Vorgänger nicht. Also, wenn, dann bei dir. Da habe ich mal zu mm -hmm. geguckt, Da ich mich selbst Das ist schon sehr speziell, ja. Ansonst, ja. So, ich muss mich auch erst entscheiden. Während der Thomas überlegt, muss ich das auch mal machen. Du weißt ja, ich bin eher so der Rundentaktik-Spieler und das ist ja dann, das ist ja pausierbare Echtzeit, ne, glaube ich. Oder? Ja? War das? Nee, nee, äh, Runden. Äh, we Go, das ist ja das Geile. Echt? Okay. Ja. Go, und zwar asymmetrische Wego noch dazu. Also, das macht es noch interessanter. Also, man hat, nicht beid, man hat nicht beide denselben Zugrhythmus, sondern äh, die eine Seite kann mal schneller ziehen, die andere aber noch nicht und dann kann die andere wieder. Das ist äh, total okay. ausgefuchst. Richtig, richtig krass. Die Karte war doch nicht so gut. Ähm <laughs> ja. ja, also, meine stehen. Du kannst loslegen. Ich kann loslegen, okay. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was ich mache und brauche, aber ich nehme jetzt mal die da. Wie machen Ach so, müssen wir es denn? Achso, die müssen wir da reinlegen und was draufstellen, gell? Ähm, du musst dann einen Anführer zuweisen, ja. Ja. Also, also du darfst, äh, du darfst, glaube ich, bis zu zwei Anführer sogar zuweisen, wenn du möchtest. Auf mhm. Eine Mission. Verschwendung. Kommt drauf an. <laughs> ja, das stimmt natürlich. <laughs> äh, Einheiten, mhm. Einheit, Einheiten zerstören. Einheiten zerstören hört sich eigentlich auch immer ganz cool an. Ja, Imperiale ne? steht aber davor. Was? <lacht> 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 ähm, okay, dann nehmen wir die Mission noch. Und dann setzen wir mal hin, einen unserer, einen unserer fähigsten Männer. Ach, shit, Moment. Der kann das, glaube ich, gar nicht. Ich schau mal kurz weg. Ah, ne, ich kann es ja hier reinstecken. Also, die Fähigsten stehen hier. der Seite. Äh, bei dir drüben, oder? Ja, ja, ja. Äh, äh, war mir schon klar. Weißt du, was ich heute überlegt habe, ob ich, ob ich nicht dein Gesicht irgendwo reinmodde? Zum Beispiel hier bei der präzisen Leia. <laughs> dich mit deinem schönen Bart. Hätte ich es hätte hätte mal gemacht, das wäre ein Gag gewesen. Äh, ach, jetzt habe ich es verraten, verdammt. Naja, äh, jetzt pass auf. Ich habe mich für eine Mission entschieden. Äh, ich zeige es euch nochmal. Und zwar habe ich mich offensichtlich noch nicht entschieden. Welche nehme ich denn jetzt? Ah, doch, habe ich mich schon entschieden. Ich muss nochmal umdrehen jetzt. Das ist schön mit den, den Boxen, ja, mit, den, mit den Karten also beim Tabletop-Simulator. Ist total geil. Also der Tabletop-Simulator ist, ist absolut. Ich habe, ich habe es sogar schon mal. Ich wiederhole mich wahrscheinlich. Es gibt ja noch zwei weitere äh, Brettspiel-Simulationsdinger. Äh, ich hätte keine Veranlassung, auch nur irgendwie zu wechseln. Der ist so angenehm zu bedienen und durchdacht. Also Uh, Wuseldusel ist gerade da und schreibt, Narben schummelt heute wieder mal die englische Version gegen die deutsche Version. Ja, das war ein bisschen witzig. <laughs> mit vertauschten Karten und so. Nein, äh, es ist alles. Ich habe hier in Kleinarbeit die, die Mods vereint. Und ähm, Thomas hat die Karten geliefert, also insofern dessen, dass er mich mit der deutschen Mod überhaupt versorgt hat. Ich habe das Ganze jetzt hier über das englische Grundgerüst drüber gestolpert und wir spielen hier in nahezu komplett Deutsch. mendelow habe ich nicht äh, eingedeutscht. So. Dann haben wir die zwei Karten und. Wie heißt das und auf Deutsch? Spielfeld? <laughs> <laughs> ah, Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. <laughs> nee, ähm, ich bin fertig und ich bin tatsächlich selber gespannt, was ich für Karten hier rein habe. Ich weiß es nicht mehr. <laughs> oh Mann, ey, ich habe ein Gedächtnis wie ein <laughs> Sieb. So. Scheiß Football. Ist das Schöne an oh. Alzheimer, ne? <laughs> ja, ja. Der Mama, frage mich echt, ob das was mit meinem Sport zu tun hat, den ich mal gemacht habe. Na ernsthaft, wie kann das sein? Halt? Du, ganz ehrlich, jetzt, ich habe vorhin von hier vergessen, von dem Recruitment-Fenster bis rüber, den Weg von 0,5 Sekunden weg, Gesichter <laughs> da drauf waren, Mann, okay. Also, Missionskarten sind gewählt. Cranky, okay. schönen guten Abend, grüß dich. Das heißt jetzt wieder abwechselnd? Du fängst an, ja. Genau. Ich spiele wieder die Sabotage mit Han Solo. Ja. Hast du, den, hast, du, hast du den von Anfang an gehabt? Den nee, Solo? den habe ich ja eben gerade gezogen. Das war mein, das ist mein Nachschub. Ja, hm. die ist schon. Wen habe ich? Admiral Osl. <laughs> <laughs> Mödung, vielen lieben Dank für deinen Resub. 49 Monate. Geiler Scheiß. Boah, Danke krass. Dir. Du streamst auch schon seit Ewigkeiten, Das ist irre Wahnsinn. Ja, das sind jetzt ein paar Jährchen. Ich kannte dich auf alle Fälle, bevor du mich kanntest. Echt? Ja, ja. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, bei welchem Spiel, wahrscheinlich über Combat Mission. Hast du nicht früher auch mal das eine oder andere Combat Mission gemacht? Nee. Nee, nee Combat Mission habe ich durch dich angefangen. Aber du hießt du, du hieß mal Wüstenfuchs, irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwas war da mal. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Ich finde es raus. Bis zum nächsten Mal. <laughs> Und den Smart Tactics, den kannte ich auch viel früher schon. Genau, bei dem, dem, dem habe ich die ersten Videos geguckt und war schon kurz davor, Combat Mission zu kaufen, habe es dann aber nie mhm. gemacht. Und als dann dein, ähm, wie hieß das, irgendwas mit, mit Morgengrauen oder sowas? Äh, ja, ja, äh, äh, hier irgendwas im Dezember. Äh, Diese erste Morning. Final Blitzkrieg-Mission, mhm. ähm, die du gespielt hast. Und da habe ich dann zugeschlagen, da habe ich dann gekauft danach. Gutes Spiel. Gut, dann spiel mal deine so. Mission. Also, wir versuchen wieder die Sabotage. Ja, um, wo? Du, uh, ich werde oh, ich das schauen. Weil davon mache ich es natürlich abhängig, ob ich da was dagegen setze oder nicht dagegen setze. So. Wo fliegt denn hin der Solo? <laughs> der wo fliegt, fliegt der? Flie der Millennium Falcon <laughs> fliegt einmal komplett hier. Um, ich muss ja. mich jetzt mal hier auf eine Kartenansicht mal einigen. Hier auf die einigermaßen passt. Mir wird schlecht, was du da machst. Auf Coruscant! Nein. Wir fliegen, wir machen es wieder hier. Mustafa. Ja. Bleib stehen. Ne? Weißt du was? Ja. Da habe ich nichts gegen Gegensatz. Habe ich überhaupt was? Irgendwas? Was, äh, was braucht man? Was für ein Marker braucht man dafür? Den, die, die Faust hier. Die Faust. Äh, nee, habe ich nichts, was da gut dagegen ist. Außer Darth Vader. Aber Darth Vader, bitte, der hat sich um bessere Dinge zu kümmern. <laughs> okay. Gut. Na, ernsthaft. Ja, gut. ja wobei, da, äh, ja, gut. Ja? lass mal. Ja, ja, ist gut, ist gut. Du, du nimmst ihn wahrscheinlich jetzt eh gleich wieder runter mit irgendwelchen. Also. Ja, natürlich. Ja, ja. <laughs> ja, du bist. Ich bin, dieses Spiel ist echt, ich mag es total gerne. Es ist wirklich jetzt schon. Ähm, es ist ein geiles Spiel. Gut. Ähm, tja, ist die Frage, ob ich jetzt zuerst oder, oder nicht. <laughs> Gerade, Dass man hier nicht um die Initiative äh, Karten spielen muss, das hat immer gut geklappt. Das ich. Wird es, das hat immer gut geklappt für dich. Ich glaube, ich habe <laughs> insgesamt in allen Spielen äh, in Undaunted Normal, ich glaube, dreimal die Initiative gehabt. Boah, Spaceballs ist lange her, meine Güte. Ich glaube, die ich glaub, Spaceballs kann man heute nicht mehr schauen, oder? Ich kenne die nicht Wüste. Ja, ich glaube, Spaceballs kann man heute nicht mehr schauen. Bin, bin ich mir nicht sicher. Ich würde mich auch nicht rantrauen, glaube ich. Ein paar Bier geht's. Ja, ein paar Mass. <laughs> <laughs> ja, leider muss ich mich halt auch um solche Kraut- und Rübensysteme wie Ilum kümmern. Ihr seht schon, das sind sogenannte nicht bewohnte oder, oder wie heißt es, wenig bewohnte Systeme. Ähm, ja, nein, nein da nicht kommen die Illuminaten können. her. Und so. Ilum. ilum schreibt, man klar kann man Spaceboss noch schauen. Das mag sein. Also, was man zum Beispiel nicht mehr schauen kann, ist eine schrecklich nette Familie. Ich jedenfalls nicht mehr. Habe ich geliebt, Al Bundy. Geht nicht mehr. Und ich bin jetzt kein Mensch, der überbordend politisch korrekt ist, aber das, der Humor ist echt schon durch. Nackte Kanonen, so hinwegen, der Humor ist eigentlich auch 80er, 90er, aber der geht noch. Also Nietzsche sagt auch, äh, Spaceballs geht noch. Hm? Halb Mensch, geht noch. Äh, dann. Halb Mensch, halb Köter, ein Möter. Möter. Wobei ich den Möter nie gemocht habe. Also die, diesen, den, den Darsteller oder wie das Kostüm aussah. Herr Gott, sag, was mache ich denn Ich, ich, ich rede hier, red hier rum, weißt du, es ist ich einfach denk, ich nur Unsicherheit. Dich hier nur, ab. Ich will dich Die, nur Imperiale Unsicherheit ist es. Ähm, na komm. Grand Moff. Grand Moff, wie auch immer, Tarkin. hin. Ähm, wo, 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 wo hast du den jetzt hergezogen? Aus meinem Anführerstapel. Nee, den, den Carrier. Von äh, Ortmantel. Ort ah, der war da, okay. Ja. Den habe ich da extra hingestellt für die Stormtrooper. Der ist doch besoffen, der Typ. <lacht> <lacht> Den lasse ich jetzt hier stehen, damit das nicht wieder flippen kann. Gell? Wodurch kann das flippen? Frage: durch, durch, was, durch was kann das flippen? Wenn er weg ist, dann flippt er automatisch, gell? Dann ist er nicht mehr unterdrückt. Ja, ja, genau. Dann ist mein Zug beendet. Also die jetzige Phase. Okay. Ich sage dir nichts, heißt Ilum ist es nicht. Gut. Im Übrigen, was man auch noch schauen kann, finde ich, ist die wunderbare Reise in einem verrückten Flugzeug und Raumschiff. Die beiden gehen immer noch. So. Rukien okay, Eis kann sich auch nicht mit den neuen Teilen von Star Wars anfreunden. auch nicht. Hmm. Genosse Honk, äh, ich werde niemals vergessen, dass Al in einem einzigen Spiel vier Touchdowns für die Prokai äh, geschafft hat. <laughs> Vielleicht ist Al Bandi der Grund, warum ich Football gespielt habe, wer weiß. Ich habe mit 14 angefangen. Ich war wahrscheinlich beeindruckt. <laughs> Wir haben ja samstags die wunderbare Reise in einem verrückten U-Boot. Das stimmt. <laughs> <laughs> äh, morgen übrigens auch. Äh, morgen wird U-Boot gestreamt. Da musst du dann auch mal wieder reinschauen, Thomas, das Spiel. Also wenn es spätestens rauskommt, nächstes Jahr im Frühjahr. Es macht so viel Spaß. Ähm, du, mir juckt in den Fingern. Ich bin am überlegen, ob ich selbst da mal äh, anzocke, aber, aber es ist wahrscheinlich sehr zeitintensiv, ne? Ja, und darum sage ich ja. Ich meine, es wird im Frühjahr, denke ich, wird rauskommen. Die, die drei, vier, fünf Monate, die machst du auch noch durch mit Old Hard West. <lacht> <lacht> ja, was hast du gemacht? Ähm, ich habe mich hier rüberbewegt nach ähm, Geonosis. Also du hast äh, nach Griechenland. Ja. Du hast Prinzessin Leia reingesetzt von, aus, von, aus dem Anführerpool und Einheiten hier rüber besetzt. Genau. genau. Äh, habe ich jetzt eigentlich diese, habe ich jetzt eigentlich hier geschaut? In welchem System du nicht warst, genau, in Ilum warst du nicht. Dann bin ich dran, was mache ich jetzt? Was mache ich? Die Scheiße ist, da komme ich nicht rüber. Übrigens dieses Konzept hier: Man darf Einheiten nicht rausbewegen, wenn schon einer drin steht. Äh, wenn man die Anleitung liest, habe ich es nicht verstanden. Sobald man spielt, ist es sofort, äh, ist es sofort äh, ersichtlich, warum. Kennst du es auch, oder? Man, man liest die so Anleitung, denkt sich: ja, ja. Hä, What the fuck? Und Dann spielt man es und dann durch Spielen ergibt sich dann, äh, dann doch irgendwann der Sinn. Dagoba, habe hm, 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 hm. ich eine Systeme, wo ich noch rein kann? Ja, da wird es doch interessant. Sag mal, dadurch, dass Han Solo drinsteht, äh, ich könnte hier schon meine Einheiten rausbewegen und Han Solo kann den Planeten nicht alleine erobern, oder? Nee. <laughs> Man weiß es nicht. Ich habe da eine Spezialkarte. Man Geht weiß aber es nur nicht. mit Han Solo. Das, das, das finde ich übrigens ist oft das Spannende, wenn man ein Spiel zum, die ersten ein, zwei, drei Male spielt, wenn man noch nicht alles so auswendig kann. finde ich mhm. auch bei Twilight Struggle so spannend, weil du einfach nicht genau weißt. Dadurch kann man natürlich weniger taktisch spielen oder weniger strategisch, aber es ist so, der, der Überraschungsmoment ist halt einfach größer. Ja. Also ich, ein erfahrener Spieler wird ja natürlich genau das Gegenteil sagen. Ähm, ja klar. Der sagt dann, äh, der, den Reiz, der Reiz macht's erst aus, wenn du alle Karten des Gegners kennst und dann darauf irgendwie dein ganzes, äh, deine ganze Taktik auslegst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das, <laughs> ich finde dieses drauflos Spielen ohne, ohne übermäßig große übermäßig groß Gedanken ja. zu machen, was der Gegner macht, ähm, finde ich eigentlich ähm, ja, spannender und erfrischender. Da kommt ja noch eins dazu, Thomas. Also ich weiß nicht, wie es ähnlich gehen. Damit ich ein Spiel, und Twilight Struggle ist ein tolles Spiel, sollte man auch mal wieder spielen. Aber damit ich Twilight Struggle so in der Tiefe spielen kann, und ich gebe ich recht, das ist bestimmt faszinierend und interessant dann, aber dazu müsste ich es so oft spielen, ich wüsste gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen sollte, dann spiele ich nichts anderes mehr, damit ich dieses eine Spiel so kann, wie ich es kann. Ja. Ich spiele dafür halt lieber, in der Zeit spiele ich lieber 20 andere Spiele. Richtig. Okay, ich habe einen Plan. Okay, dann. Jetzt Moment, weißt du was, äh, Thomas? Ich muss mal ganz kurz schauen, die beiden Karten. Ich muss echt schauen, was ich, was ich hier hatte. <laughs> ja. Ja. Okay. Ja. Ah. <laughs> Sprachs und äh, ähm, Imperator Palpatine äh, bewegt sich nach Utap Utap Utapau. Äh, nee, das macht, nicht, das macht er nicht. Warum? Weil hier. Sag warum. Weil hier nicht Ach Scheiße, da ist eine Grenze. Verdammt, Imperator. Ja, weil, weißt, weil er die Kapuze so tief im Gesicht ja, hat, ja, sieht er das ja. halt immer nicht. <laughs> Ein Gott. Ich glaube, glaub, der hat auch Football gespielt in seinen jungen Jahren. Ich glaube, der hat <laughs> <ich> glaub auch gespielt. <laughs> ich <laughs> glaube auch. Wobei ich das eher bei Darth Vader glaube. Der hat, den Helm nicht, der hat den Helm seitdem nicht abgesetzt. Ach shit, da komme ich gar nicht rüber, ja. Hm. Ah, ist halt so ein Drecksystem. Hey. Ja, was will ich auf Dagobar? Wenn er wenigstens der Luke noch wäre und äh, seinen sein Lehrmeister. Ah, shit. Hm, gefällt mir alles nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay. Äh, dann reist okay. doch der Imperator Palpatine okay. nach, äh, nach äh, Mont okay. Mit dem Sternenzerstörer. Einmal Stormtrooper und nochmal Stormtrooper. Und... Huh. Ich muss einen TIE-Fighter mitnehmen. Dadurch nicht wild aufschreist, gehe ich davon aus, dass Simon Calamari auch keine äh, Rebellenbasis ist. Nein. Da bist du dann. Pierre Laforest hat, hat eine Frage. Todesstern im Bau kann doch auch auf jedem imperialen oder neutralen Planeten stattfinden, oder? Gute Frage, ich kann sie nicht beantworten. Vielleicht kann der Thomas das beantworten. Wie bitte? Todesstern im Bau, Todesstern im Bau kann doch auf jedem... Ähm, Todesstern im Bau kann doch auf jedem imperialen oder neutralen Planeten stattfinden. Ob es auf einem neutralen Planeten stattfinden kann, weiß ich nicht. Waag ich ja, ich sehe se gerade in der An... Äh, in, ich sehe dann eine andere Dung. im Bau kann in einem beliebigen entlegenen System, dass keine Rebelleninhalt gebaut werden. Okay. Das heißt, der wird quasi auf versteckten Systemen gebaut, damit man sich mitbekommt, sowas wie ja, Endor eben. Und geht aber nur mit, äh, mit einer Karte, ne? Mit, mit irgendeiner, mit einer Forschungskarte oder so, glaube ich, ne? Oder wie funktioniert das? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich, so tief stecke ich im Spiel nicht drin. Ja, weil du hast ja keinen, ähm, der, der normale Bau läuft ja über die Symbole. Ja, ja. Die du hier hast. Und, und äh, der Todesstern hat ja kein Symbol. Ich habe auf deiner Karte bei Endor das Todesstern-Bausymbol -Sy ausgeblendet. Bei mir ist ah, es okay, drin. Okay, okay, <laughs> Also, in, in einem beliebigen entlegenen System, das keine Rebellen enthält. Mhm. Gut. So, ich gucke jetzt auch nochmal hier in meine Karte. Ich habe kein Football gespielt. <lacht> <lacht> du bist einfach so blöd. <laughs> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ach, deswegen spiele ich so gerne Karten, äh, Karten mit dir. Karten, Karten spiele ich auch gerne mit also, also dir. Weißt du noch, wie wir ich... für den Entwickler die Cards-Profis? Ja. ja. <laughs> Thomas und ich haben einen Stream gemacht. Es war, ich, ein Release-Stream zu Cards. Verkauft habe ich es als Profis, aber das war kein, kein Profi-Gameplay. <laughs> aber ein schönes Spiel. Lange wir, waren quasi, wir waren ja kurzzeitig auch Weltmeister. Ja, weil wir die ersten waren, die <laughs> sowas ausgeführt haben. So, Gut. Also du spielst eine Karte. Ähm, Bündnisse schmieden mal wieder. Das Versuche diese Mission in einem beliebigen bevölkerungsreichen System. Wirf zwei Würfel, falls sich in diesem System Rebellen hätten befinden. Okay. Eine also. Loyalität. Was heißt eine Loyalität von neutral auf, auf Flip quasi? Genau. Und wenn es zu mir, wenn, könntest du das auch auf Planeten machen, die mir loyal sind? Jawohl. Dass sie dann auf neutral gehen oder sowas? Okay. Genau. Mhm. Ja, also du darfst intervenieren, wenn du möchtest. Äh, ich muss mir nochmal anschauen. Du musst aber erstmal sagen, wo? Wo hast du ja, das gemacht? Hier, hier, hier. Und ich habe hier wieder sieben. Äh, nö. <lacht> <lacht> okay, das Gegen geht. sieben, da die beiden, die beiden Damen sind sehr überzeugend. Ups. Wenn der Todesstern auf Ausgren in dem Planeten gebaut wird, auf dem die Rebellenbasis steht, ist die Basis dann entdeckt? Gute Frage wenn es mal soweit kommt, werden wir da mal nachschauen. Ich wüsste jetzt nicht. Fällt wenn er fertig ist. Okay. Du dann, ich muss aber nachher bestimmt noch mal. Dafür kriegst du jetzt aber keine Loyalitätspunkte irgendwo, oder? Nee, erst über Missionserfüllung. Ja, gut, ich krieg die Loyalität hier. Also das ist ein bisschen, das ist ähm Nee, was ich Dann, meinte ist, du hier, hier drüben, du bekommst ja, ja, das, das hier keinen Marker. Das kein ist ein, ein bisschen Marker. verwirrend. Also man bekommt, äh, ich könnte hier selbst acht, neun Systeme ähm, loyal haben, ähm, bewegt sich an mhm. dem Marker hier trotzdem nichts. Also das eine ist Loyalität, das andere ist Reputation. Genau. Aber das kann auch zusammen, kann kann eventuell irgendwelche äh, Objective-Karten geben, die das, die das genau. beinhalten oder sowas. Genau. Gell? Genau. Ähm, ab wann wird denn eigentlich? Es gibt ja drei verschiedene. Ich glaube jetzt in der Version zwei verschiedene Objective. Karten drei. eins und zwei, die eins mit irgendwie drei, drei gibt. Okay. zwei und 3 du, du hast hier diesen Stapel, ähm, den man hier sieht, ja. und die sind tatsächlich ähm, untereinander angeordnet. Also oben drauf liegen die 1er dann kommen die Zweier und mhm. am Schluss die Dreier. Und da ich ja jedes Mal <laughs> nach, jeder, nach jeder Runde einen zieh, mhm. ähm, ja, komme ich halt je, je weiter das Spiel fortgeschritten ist, dann desto desto näher komme ich an die Zweier und Dreier-Objective-Karten und die geben okay. dann halt auch mehr Punkte. Wunderbar. Ich sehe gerade bei mir im Chat, der Daniels allerlei äh, sieht offensichtlich so aus, als wenn er durchaus Ahnung von dem Spiel hat, äh, weil die Frage mit dem Todesstern erst, wenn Bodentruppen auf dem Planeten sind, also selbst wenn der Todesständer gebaut ist, heißt es das nicht, dass ich die Rebellenbasis aufdenken würde. Wurde extra in einem FAQ geklärt. Äh, Daniels allerlei. Gerne, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob du schon da warst, wenn du uns helfen kannst, wenn wir mal Regelfragen oder so haben, schieß einfach rein. Ist, jetzt, ist keiner böse hier, ganz im Gegenteil, wir sind echt froh. Wir spielen das Ganze letztendlich eigentlich jetzt erst zum zweiten Mal. Das letzte Mal ist jetzt vier Wochen her, da, da haben wir, glaube ich, eine Runde geschafft, weil wir viele Regelfragen hatten. Wir beide mögen Brettspiele sehr, sehr gern, sind auch Brettspiel erfahren, aber klar, wenn man ein Spiel die ersten Male spielt, gibt es halt immer Regelfragen. Und das Schöne ist ja, dass mittlerweile online solche Fragen ganz gut in FAQs geklärt werden können. Was habe ich früher in meiner Jugend um Regeln ge gekämpft? Mit Leuten, <laughs> nein, das muss aber so, nein, das kann man so interpretieren. Ja, heute schaust du nach, der Entwickler hat geschrieben, nee, nee, die Regel ist so und so gemeint, war vielleicht unglücklich formuliert. Es gibt eine Gut. FAQ, ich habe hier zum Beispiel ganz kurz, ich zeige es mal eben, ich habe hier von äh, Boardgame Geek, von wem ist denn die? Wahrscheinlich steht jetzt dann Daniels Allerlei da. Von wem ist denn die? Von, von Marcel Mundina. Ultimative Anleitung. Die ist sehr, sehr gut, denn die hat doch das relativ komplexe Regelwerk äh, sehr kompakt äh, zusammengeführt, unter anderem auch hier unten mit einigen FAQ-Fragen. Äh, richtig toll. Also für den Einstieg für mich äh, hervorragend und sicherlich auch langfristig. So, Thomas, entschuldige. Alles gut? Ich tendiere. Du bist äh, durch, oder? Du bist dran. Ich bin dran, genau. Ähm, wen haben wir denn hier noch? General Recon. Jetzt muss ich mal tatsächlich noch mal kurz meine Karte hier anschauen. Ja, ich weiß ja, was es ist, aber ich... Ah, das war die falsche. <laughs> Sprach's, er äh, weiß, was es ist, und dann war es die falsche. General Tugger hat doch einen Sonderauftrag. Ich weiß es noch nicht, aber... Aha, aha. Ah, 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 ah. Hm. Nehmen wir die wieder zurück. So, dann haben wir noch den Darth Vader. Ich sag mal, wieso habe ich eigentlich noch... Ich habe jetzt noch... Ah, du hast auch noch zwei. Okay. Hm. Na komm, wir machen es jetzt, jetzt mal. Hm. 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 Ja, letztendlich, ah oh shit. Darth Vader einsetzen, um nach Dagobah zu gehen, das ist halt echt perlenvoll die Säue. Aber was soll's. Hätte ich doch den Palpatine genommen dafür. Ich stecke hier nämlich fest. Wo? Oh. Kann man hier noch irgendwas machen? Schauen wir mal hier drüben rein. Marcia, ja. äh, Todyra meine ich. Ist jetzt nicht unbedingt das größte System da. War auf die Flanke auch offen. Kann ich denken in dem Spiel in Flanken? Ja, ich schon. Ich denke überall in Flanken. <laughs> <laughs> so, Darth Vader äh, zieht nach äh, Malastare und zieht dementsprechend den Todesstern mit mit äh, ATST, ATST, Stormtrooper. Noch ein Stormtrooper. Eins, zwei, drei. Gut, das war's. Dann flippt der hier. Und offensichtlich ist die Rebellenbasis nicht da. Nein. Dann bist du dran. Hat hier echt noch keiner den Hello There Gag gebracht? Ich fürchte, Wookie und äh, Eis fragt, ob hier noch keiner den Hello hier äh, Hello There Gag gebracht hat. Ganz ehrlich, wahrscheinlich ich kenne ihn nicht, deswegen würde er bei mir gar nicht auffallen. Vielleicht schreibt du gen Eis noch. Denn äh, Daniels Allerlei schreibt, äh, einfach fragen, wollte man ein Video dazu machen, aber irgendwie ist mir deine Produktionszeit total im Argen. Ich habe mir die, der Thomas hat mir das empfohlen, die Videos sind noch englischsprachig von dem, ähm, wie hieß der? Harsh Rules. Harsh Rules. Äh, hat das Spiel für mich in drei, in drei Episoden äh, ausreichend gut erklärt, wie ich finde. Und ja, solche Videos, Tutorial-Videos, Videos sind echt aufwendig, wenn man sie auch gut machen will. Dafür geht richtig Zeit. Gut, Thomas fuhr weg da gerade in seiner Rebellenbasis rum. Ähm, ja. Ich bin dran jetzt, ne? Das Obi wan Kenobi-Meme, als er auf Utapau General Grievous findet. So, oh, du hast deine Mission noch gar nicht gespielt. Ich kenn's leider nicht, wo Eis aber ich bin auch kein so ein Meme-Mensch irgendwie. Das also meine ich also gar nicht. nicht Stecke ich nicht so drin. Okay, pass auf. Aber, ja. Ähm, Der alte weiße Mann spielt. Angriffsplanung. Versuche diese Mission in einem beliebigen System, das. So. Ugh. <laughs> Schnell weg mit der Karte. <laughs> Thomas weiß genau, dass ich in 30 Sekunden vergessen habe, was auf dieser Karte stand. Das ist also, als wenn es nie passiert wäre. <laughs> ich habe doch recht. Habe ich getan. Habe ich getan. Weißt was? Ich schaue jetzt nach, was dieses Meme ist. Äh, hello there. Weder passieren jetzt unanständige Dinge. Uta Pau. Ach so, das ist ein Video. 15 Sekunden. Ich jetzt keinen Strike. Lass den Thomas kurz überlegen. Ähm, so, da, da kommen wir schon zur ersten Regelfrage. Kann... Kann ich, muss ich alle Missionen, die ich ausgelegt habe, spielen oder kann ich sie auch wieder zurück? Ich, ich kann mal schauen, habe ich in meinem FAUS Vielleicht hat es auch Daniels allerlei gehört, zufällig. Muss ich alle Missionen spielen, die man auch rausgelegt hat oder kann man sie auch zurückziehen? Ich glaube, du kannst auch, ich habe immer gelesen, du kannst auch, wie sagt man, ähm, beim ob Poker. Ähm, ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, uh, Ich schaue mal, ob es die eine Kommandophase, Zuweisungsphase, Auffrischphase ziehen. Mission, eine geplante Mission mit. Wer gepasst hat, kann trotzdem weiterhin beim Zug des Gegners reagieren und Anführer aus dem Führungszentrum senden. Checken, bluffen, genau. Ja, geht? Passen. Äh, ich weiß gerade nicht, das war jetzt bloß die Antwort mit dem Wort so. nach dem so. äh, Beim Pokern. Ich habe hab, hab jahrelang Online-Poker gespielt. Ähm, gut, das ist echt so wie lange her. Pass auf. Ähm, passen. Wer gepasst, da steht nur, wer gepasst hat, kann trotzdem weiterhin beim Zug des Gegners reagieren und Anführer aus dem Führungszentrum entsenden. Für den Rest dieser Kommandophase können keine weiteren aktiviert. Missionen, wenn beide Spieler passen, endet die Kommandophase. Äh, schauen wir mal. Ich schaue mal im FAQ, ob ich was finde. Und du schaust bei dir in der Anleitung, gell? Mhm. Projektkarten, Missionskarten. Kopfgelben, festnahme, Verzögerung, Landstrecken, Aktionskarten. Missionskarten, hm, hm, hm. Aktionskarten. Ist die Frage, ob es ein scharfkopfiges Weiter ist, das wollen wir jetzt gerade mal klären. Oh, ja, es geht doch. Hast du es gefunden? Ja, nee, aber ich spiele sie, spiel sie doch. Okay. Okay. Aber falls du mal Zeit ist, wäre natürlich interessant, ja. ob man das geht oder nicht. Also irgendwie kann man offensichtlich passen, aber Okay, also ich die frage, was dann pass ist dann die Frage, was passiert, ob man die irgendwie unkenntlich machen muss, die Karte oder sowas. Weiß ich nicht, weil in dem Fall wäre das jetzt natürlich eine Karte, die nicht mehr zurück auf die Hand kommt. Ja. Dann wäre dann wäre es besonders ärgerlich beziehungsweise ich weiß nicht, wenn man sie es gibt und sie quasi nicht spielt, ob sie dann wieder, auf, ob sie dann wieder auf die Hand zurückfliegt, das ist jetzt so, das mhm. wäre die entscheidende Frage, ne? Ähm, weil. <laughs> jetzt... Aber gut, ich spiele sie ja jetzt, ja. Ähm, versuche diese Mission ja. in einem beliebigen System, das ein imperiales Schiff enthält. Ja. So. Und heißt. Finde, Falls das... diese Mission erfolgreich ist, bewegst du Schiffe, aber keine Bodenheiten vom Feld in dieses System. So als ob sie benachbart wären. Anführer auf dem Feld Rebellenschutzpunkt verhindern diese Bewegung nicht. Dann wird auch in diesem System ein, ein Gefecht abgehandelt. Das heißt, ähm, versuchen, ich könnte kontern, kann ich aber nicht mehr, weil ich keinen mehr habe. Genau. Das heißt, ich komme hier raus. Ja. Um. Äh, ganz kurz noch äh, hier Regelerklärung. Man lässt sie einfach liegen und nimmt sie zurück. Und die Antwort auf zurück. die Frage mit dem Passen. Mhm. Also auch wenn sie kein, ähm, kein Zurückzeichen hat, weil ich sie nicht gespielt habe, darf ich sie wieder auf die Hand nehmen. Die Antwort, denke ich, wird dann nochmal kommen, aber ja, also auch wenn es keine, keine Zurück auf die Handkarte ist. Und hier nochmal ganz kurz Wuseldusel schreibt, der 100-jährige Hobbygeneral hat bereits jahrelang Football gespielt, jahrelang Online-Poker betrieben, jahrelang, ja, mit 47 <laughs> kann man vieles jahrelang gemacht haben, vor allem, weil es ja nicht exklusiv ist, wenn ich jahrelang Football spiele, kann ich nebenbei natürlich auch noch jahrelang Poker spielen. Es <laughs> geht parallel. Ich bin da <laughs> Multitasking-fähig. <laughs> okay, also, äh, ich, kann nicht, ob, ich, kann nicht, ähm, ich kann nicht eingreifen. Das heißt, du hast es aus deiner Rebellenbasis versteckt hier quasi äh, X-Wing und äh, Y-Wing rein, reingesetzt. Oh. Die Mission wird abgebrochen, steht, äh, schreibt hier. Aber halt nicht verworfen. Okay, okay also sie, wird, sie, ko sie kommt nicht weg. Ja. So, und dann kommt es hier zu einem Gefecht unserem ersten Gefecht. Ja. Das heißt, wir nehmen unsere beiden Einheiten, Lufteinheiten, über. Ähm, darf zwei Lufteinheiten Lufttaktiken ziehen? Äh, ich habe keinen Anführer drin, deswegen darf ich das nicht machen, gell? Genau. Aber ich habe mein Sonderprojekt eingesetzt, wie du siehst. Ich habe den Ä Super TIE Fighter genommen. <laughs> Dich packe ich zwischen meine Flügel. Okay, gut. Spaß beiseite. So, oh, Gefecht. Wie war das jetzt? jetzt Sehe ich gerade meine Uhr stehen geblieben? Was? Meine Uhr auf dem auf Stream Deck. Ich denke, die ganze Zeit ist es Viertel nach neun, kann ich sein. Also, okay. ja, na ja. also, wir haben die Weltraumschlacht. Führer hinzuziehen, das habe ich getan. Taktikkarten ziehen, das habe ich auch getan. Gefechtsrunde. Die Spieler handeln eine Gefechtsrunde ab, in der alle Einheiten einen Angriff durchführen. Das geschieht in folgenden Schritten. Der aktive Spieler handelt mit allen seinen Schiffen einen Angriff ab, dann handelt der Gegner mit. Allen genau. Also, ich habe einen Y- und du einen X-Wing. das heißt, äh, einen, einen, einen roten und einen schwarzen Würfel. Ja. Lass mal mich ganz kurz, lass mal mich ganz kurz einen roten und einen schwarzen, ich möchte mir das Würfelsymbol ausprobieren. Ach stimmt, das war das, dass das so komisch aussieht, gell. Das ist wie einmal umdrehen. Sollen wir darauf vertrauen oder was wird da geladen? Nee, das irgendwie, das Würfeln, das äh, sieht irgendwie nicht so schick aus. Also, ich nehme einen roten und einen schwarzen und äh, ja. Würfle manuell. Nur. Mhm. Mit so, R, glaube ich, war das, gell? Wie hat das jetzt funktioniert? Äh... Ich weiß es, würfel einfach, dann sage ich es dir. Okay. Ja, ich, ich, ist jetzt hängen geblieben und dann kann ich das Wissen jetzt anwenden. Also, das sind beides direkte Treffer. Äh, normalerweise bei dem, bei dem Würfel müsstest du, wenn du, wenn du den, hier, den hier würfeln würdest, schauen wir mal, ob ich ihn finde. Jetzt dreht er sich natürlich nicht. Der hier, ja. Mhm. Äh, wenn, du den, wenn du den geworfen hättest, würdest du quasi einen schwarzen äh, aus, äh, einen schwarzen Schadenspunkt anrichten, aber ja. eben keinen Roten. Du könntest genau. also keinen Roten damit und Der Volltreffer kann beide fahren. Der Volltreffer ne? kann beide, genau. Und bei äh, nichts ist nichts und bei dem anderen mit, äh, kannst du eine Taktikkarte einsetzen. Okay. Gut. Also das heißt, und ich habe Volltreffer geschossen. Die Taktikkarte hatte sich, glaube ich, der Fuchs genommen, oder Thomas? Ja, ja, die habe ich hier in meinem. Genau, aber du kannst ja nur einsetzen, wenn du quasi diese, dieses Taktiksymbol würfelst. Aber das nee, heißt, du nee, hast. Nee, es, gibt ähm, auch, es gibt auch Taktikkarten, die, die nicht ja. kosten. Stimmt. Ich habe einen Schadensmarker. Ähm, sogar zwei Schadensmarker, Nein. aber das bringt ja nichts, weil der ist eh kaputt. Korrekt? Korrekt, aber du darfst, glaube ich, zurückschießen. Ich darf noch. Oder? Ja, auf alle Fälle. The Empire Strikes Back. Ähm, dann würfel ich mal hm? einen Schwarzen. Nichts. Gut. Dann dein wird zerstört. Wo kommt da rein, der Tie Fighter? Wir sitzen hier. Die Taktikkarten kommen die. and äh, Ice, also, ich, es, es sieht kompliziert aus. Es ist auch ein bisschen kompliziert, aber äh, man ist da doch relativ schnell drin. Ah, schau mal an. Äh, jetzt kommt hier eine Meldung im Chat. Ist gesehen. Was sind? Ah, okay. Ähm, natürlich wenn die Würfelergebnisse im Chat stand. Ist das Würf, stand quasi die Combat Results drin. Ach so. Aber das äh, haben wir jetzt quasi händisch gelöst, mhm. weil wir den dem Würfelergebnis so nicht vertraut haben. Bandit, schönen guten Abend. Grüß dich. Gut. Dann bist du dran. Äh, jetzt noch mal ganz kurz. Auf welchem System war das gerade? Hier. In Mandalore. Ah, da ändert sich aber nichts, weil du bloß mit, mit, mit Raumjägern rein bist. Ja, ja, das war das Problem. Ich hatte. In dem Punkt habe ich die Mission nicht korrekt gelesen. Ich dachte, ich kann. Recon. Okay. <laughs> okay. Ähm, ich glaube, dass jetzt Admiral Osel endlich dran ist. Schauen wir mal. Ja, Admiral Osel ist jetzt dran. Hm? Research and Development, äh, und zwar natürlich im Musterfahrsystem. Das bedeutet, der Sabotageblock kommt weg. Ah. Und ich darf eine Projektkarte ziehen. Ist das die hier? Ein Projekt. Draw one Project. Gut. Das war's. Du bist dran. Ich möchte nichts tun. Du, also, ich, Hörner schreibt gerade, er würde schon sagen, dass das Würfeln random, randomisiert ist. Die Animation wird halt billig gemacht sein Drehwürfel auf schnellst Weg das Ergebnis oben ist was dann so aussieht würde er es mir umdrehen ich, ich glaube es ja. auch ich auch lass uns, dann lass uns das doch hier intern in der Mechanik machen ja aber ja. ich habe trotzdem ein Problem ich habe <laughs> ähm, weil bei mir diese Button nicht funktioniert haben ich konnte wenn ich auf Add red klick kommt keiner der schwarze kommt wie geht es bei dir lustig vielleicht ist bei dir die Anzeige irgendwie verschoben oder sowas klick hier tatsächlich drauf, bei dir geht's nicht, nicht. Wenn du klickst, geht's. Vielleicht, weil ich der Administrator bin. Vielleicht ist da was mit dem rechte nicht in Ordnung. Weißt du, was ich meine? Okay. Ähm, können wir uns beim nächsten Mal anschauen, dass ich, ich bin ja quasi der Host und dass vielleicht der Button hier nur getriggert wird, wenn der Host klickt. Okay. Was keinen Sinn macht, aber können wir einstellen. Gut. Gut. Dann bist du dran. Hast noch eine Missionskarte. Ne? Du hast? Ich habe jetzt, ich habe ja, Ich habe aber gerade naja, du hast hier noch ein, ein, hier einen Recon. Möchte ich aber nicht spielen. Ja, das ist die Frage. Was passiert dann? Also, ah, Stimmt, habe ich ja vorhin vorgelesen. Äh, den kannst du ja dann trotzdem einsetzen. Gell? Ich, kann, ich kann ihn jetzt zum Kontern benutzen, wenn ich möchte, ja. Schade, ich wollte eigentlich so lange warten. Gut. Also, wir haben den General Tage. Der hat die Karte äh, Rebellenagent inhaftieren. Versuche diese Mission gegen einen Rebellenanführer, der sich in einem System mit einer imperialen Einheit befindet. Hm. Oh, gibt es überhaupt eine mit einer imperialen Einheit? Ja, Han Solo zum Beispiel. Oder hier den alten weißen Mann. Ist mir jetzt eigentlich egal. Han Solo, ich meine, na klar. Das heißt, General Tage versucht den Han Solo einzusacken. Okay. Oh, halt. ähm, da ich dagegen. Versucht es genau. Ja, ich wollte eben, dass er nicht dagegen kommt. <laughs> das bedeutet ein Rot gegen ein Rot. Ein. Nicht? Ein Rot gegen drei Rot, weil Han Solo ja auch drei dieser Dinger hat, oder? Ah, shit er hat ja. sich ja selbst ebenfalls. Ah, ja. Also müsste eins gegen drei sein. Ja, ja, also habe ich Scheiße gemacht. Ah, na gut, vielleicht habe ich ja trotzdem Glück. Aber wir wissen, wie das so ist. Ähm, gut, es ist jetzt kein Combat, da würfelt man dann normal, oder? Ähm, ja. Nee, machen wir nicht. Wie viele Würfel kriegst du? Ich krieg drei. drei. Aber die Farbe roten. ist ja egal. Die sind ja identisch, ne? Oder? Ja, in dem Fall ist die Farbe ja. egal. Eigentlich hätte ich die schwarzen Würfel und du die roten. Ähm, das ist wurscht. Also würfeln wir. Gut. Dann drücke ich auch den Knopf. Nix. Wie war das jetzt nochmal bei den Ergebnissen? Es bei dem zählt nur der nicht. Alle anderen sind äh, positiv quasi, oder? Genau, ich glaube, alle, alles, was irgendwie ein Symbol enthält, zählt als äh, Erfolg. So war es, glaube ich. Ne? Mal gucken. Um, mal schauen. So war es. Äh, jedes gewürfelte. <laughs> Jedes Gewürfel ist ein Gewürge. Okay, halt mal. Ach so, doch. Ähm, jede, also der, jeder Treffer zählt als Erfolg und diese gekreuzten Lichtschwerter zählen als zwei. ab. Ja. Also ging das jetzt quasi 2 zu 0 aus. Und äh, Jan hat gefragt, ob es nicht, äh, nicht im Chatfenster steht. Äh, da steht zwar was drin, aber das Chatfenster denkt, wir haben gekämpft. Deswegen... Ähm kann man das jetzt hier nicht, nicht rauslesen, aber sind dann zwei. Okay, gut. Dann... Ach, shit. Ja, so lernt man. Gut. Dann ist die Runde vorbei. Dann die Runde vorbei. Bedeutet, das heißt, wir drücken jetzt beide zugleich auf clear mission. Uh, clear mission Area. Dann Recall Leaders to Pool. Recall Leaders to Pool. Ach Scheiße! Oh, na, ah, <laughs> weißt du auch, warum ja. die da drin sind? Das wir du auch. Okay, also äh. den, dann wir mal. <laughs> weißt du, wen du <laughs> gehabt hast, ja, ne? Ja, ja. Ich hatte keinen Holländer. Der wär's, kommt weg. Moff Tarkin, Osl habe ich gehabt, Perpetin, Fell nicht General tage, Boba Fett, Admiral. Hatte ich Boba Fett? Nein. Admiral Pete, Boba Fett hatte ich nicht. Ähm, ja, Run hatte ich auch nicht. Jetzt schauen wir mal, wie viel ich jetzt habe, ob das stimmen kann. Jetzt habe ich vier. Das stimmt nicht. Ich muss fünf gehabt haben. Oh ja, mir fehlt auch einer. Ja, halt, weil da noch einer. Hä? Da stehen welche auf dem Feld. Die standen wahrscheinlich, weil die. Da sind irgendwie die, die Zielareas sind nicht so hundertprozentig äh, okay. richtig, gell? Darth Vader fehlt mir. Wo ist Darth Vader hin? Hast du Darth Vader? Hä? Hat, hatte ich Obi-Wan Kenobi? Nee. Dann fehlt aber. Jetzt bin, jetzt bin ich verwirrt. Äh, wir haben Verluste. <laughs> was? Tage, Recon, Ozzle. Mir fehlt. Äh, ah, Darth Vader ist hier. Weißt du, oh. das Recall funktioniert nicht richtig. Ja, Ich glaube, das Recall hat nicht funktioniert, weil wegen den Rausgeholten ja, in der ersten Runde hat es funktioniert. Ja, weil wir, die, weil wir Einheiten draußen stehen hatten. Ich weiß es bloß nicht. Made noch im Feld. Du hast einen Rebell rekrutiert. Tatsächlich. Recon ja. gehört dir, oder? Nee. Ja, doch. Ja. Doch, gell? Ja. 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 Der gehört dir. Ja. Doch. Ich glaube schon. Jetzt stehen wir auf dem... Wie viel jetzt? Fünf? Ich hab fünf, das will. Das könnte schon stimmen. Ähm, Han Solo. Startaufstellung. Startaufstellung. Ähm, ja naja, das sind Karten, die so ein Dings haben. Hier so ein Anführersymbol. Nee, okay, neue Spielregeln. Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte jetzt auch nicht auf Neustart drücken. Okay. Wir müssen schnell rausfinden, wen du am Anfang hast. Startanführer platzieren. Das Problem ist, bei dir steht dann drin, alle Karten, die irgendeinen Marker haben. Jeder Spieler sucht aus seinen Anführern vier Anführer ohne Rekrutierungssymbol. Das Rekrutierungssymbol ist äh, da so rechts in der Ecke. Ah, ja. Also, schau mal her. Siehst ja. du das? Ossl hat ein Rekrutierungssymbol. Meine vier stehen ja. unter Ossl. Und du hast auch vier Recon und Osel. Lustig, ja. dass wir beide nicht. Schau, Recon ist so eine blasse Figur hier. dass sich Keiner, keiner hat sich erinnert. Dir wäre gar nicht aufgefallen, dass er weg ist. Dir wäre nicht aufgefallen, <laughs> dass er auf meine Seite gewechselt ist. Unglaublich. gibt es ja auch so Schummelkarten. <lacht> <lacht> okay. Also gelernt, Skripte funktionieren in dem Fall nur, wenn die Lieder da wirklich. Ja, alles klar. Schau mal beim Search, beim Suchen habe ich. Ah, okay. Beim Suchen kann man auch die Karten einigermaßen gut einsehen. Ja, hätte mich auch gewundert. Okay, dann spiel äh, Valeria äh, äh, Kaiser schreibt, ich besitze das Spiel seit sechs Jahren. Hoffentlich komme ich mal dazu, es zu spielen. Das Zuschauer macht definitiv Lust. Ja, Lust finde ich auch. Äh, Thomas wird es kennen. Thomas hat glaube ich eine sehr große Spielesammlung, aber man kommt viel zu selten dazu, diese guten, schönen, intensiven, komplexen Spiele zu spielen. Es mangelt oftmals an den Spielpartnern und oder auch irgendwie der Zeit. Also Tabletop-Simulator ähm, bringt dann schon. Also ich könnte es mir einfach nicht leisten, ständig zu Thomas zu fahren für alle zwei Wochen zum Brettspielen. Ja, ich habe das ja auch hier, ja hier liegende Star Wars und ich habe es tatsächlich einmal gespielt. Auch in Ermangelung an Gegnern. Ja. Oh, schau mal, äh, gerade hat jemand, ähm, ich habe ein Command mit Taktikfuchs, das habe ich wahrscheinlich vor drei, drei Jahren mal eingerichtet. Was habe ich denn da geschrieben? Der Taktikfuchs ist dann ist im fortgeschrittenen Alter. <laughs> In Klammern und dabei kein bisschen weise. Und hat seit mehr als 30 Jahren über Atari 2600, Commodore C64, Amiga 500 so ziemlich alles mitgenommen, was man so zocken kann. Naja, so verkehrt ist es nicht. Nö. Besonders sympathisch kommst du zwar auch nicht rüber, aber das, das erledigst du ja dann praktischerweise schon im Stream. Thomas, darf ich dich nochmal kurz um einen dreiminütigen Waffenstillstand bitten? Na, gerne. Ja, da machen wir nochmal kurz drei Minuten Pause und dann geht's weiter. Äh, große Gaudi hier, wie ich finde. Ich habe sehr viel Spaß. Thomas, glaube ich, auch und im Chat, in den Chats denke ich mal auch. Okay, feuerfrei. Feuerfrei. Wart's denn der alte Holzmichel noch? <laughs> ja, er raucht noch. Gut. So. Hm. Lief nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, die Runde, weil ich diese Karte falsch gelesen habe. Hm. Ich hatte gehofft, es hier auf diesen Marker zu drehen. Aber ich kam ja nicht an diesen Stormtrooper. Hm, hm, hm. Rede hey, Athene, gute Nacht. Zum nächsten Mal. Atlant <laughs> hat kurze Pause ein Abo geschenkt. <laughs> Vielen lieben Dank. Das passt hervorragend in der kurzen Pause. Ich schaue mal rüber zum Thomas. Hallöchen. Mmh, grüß dich. Ja. Siehst du erholt aus? Aus Fronturlaub. Ja. ja. Ja, ja, Fronturlaub gehabt. Kurz auf dem Balkon und jetzt äh, frisch gestärkt ans Werk. Ich bin stumm. Mute. Jetzt ähm, bin ich wieder mute. Äh, jetzt bin ich wieder an. Was? Ach so, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Bei mir kamst du an. Ja, ja, aber im Stream war ich noch stumm gestaltet. Okay, okay. sollte jetzt wieder passen. auch ähm, das kann sehr gut sein, ja. Das, das, das ist, glaube ich, so, ja. Im Bild. Die C64 ROM-Listing -List -ROM von Markt und Technik war mal meine Klolektüre. 001 000111 0001. -00 <laughs> Wie bitte was? <laughs> Kenne ich auch. Äh, Klonkel hat geschrieben, das war im Zusammenhang mit dem C64 bei deinem, bei deinem Text wahrscheinlich. So. Das C64 ROM-Listing von Markt und Technik war einmal meine Klolektüre. Kenne ich <laughs> gut, nur, nur zu gut. <laughs> so. So. Ähm, ich Drücke den Button, ziehe zwei Missionen und ein Objective und du drückst den... Müssen wir, nicht, müssen wir nicht jetzt noch den Marker vorrücken? Ja, ja erst am Ende. Erst am Ende. Also was drückt man? Äh, ziehe... Achso, ich muss suchst... Wieso ziehe ich eigentlich jetzt nur einen Suchdroiden? Nein, nee, in der Mitte. Ah, hier. Draw two Mission and two Probes. Genau. Okay. Da muss ich mal kurz meine die, äh, eintragen. Ähm, wo hat er die jetzt einsortiert? Einmal hier und einmal hier. Okay. Es da sieht aus, als wenn ich es gleich geschafft hätte. Das ist ja nicht mehr viel zu tun. Eigentlich, eigentlich. Doch. Gut. Zwei Missionskarten. Kann ich auch mal schauen, was es hier Neues gab. Mhm, mhm. Was? Habe ich noch nicht verstanden, muss ich mir nachher durchschauen, wenn der Thomas mal überlegen muss. Okay, und dann ziehe Anführer, oder? Oder studierst du auch noch? Ähm. Nee, passt. Ähm, nee, Zieranführer gibt es diesmal nicht. Jetzt fahren wir nämlich den. Obwohl, ähm... doch, den gibt es. Zieranführer gibt es, aber keine Bauphase. Jetzt rutscht nämlich der hier auf die drei. Und hier fehlt das Bausymbol. Okay, es also wird nichts neu gebaut quasi. Es wird nichts neu gebaut. Aber ich muss, ich, ich verstehe die Karte gerade nicht. Zieht ah, wo, er gibt ja alle Karten. Hä? Ich muss mal ganz kurz ins FAQ schauen. Da sind ein paar Karten erklärt, die schwieriger sind. Hoffentlich ist die dabei. Äh, ich verstehe sie nicht. Kleiner Moment, Thomas. Ja, bei deinen Missionskarten oder was meinst du jetzt? Sorry. Ja, ja, okay. ich verstehe ich versteh gerade nicht. Hm? Missionskarten. Hm, 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 hm. Nö. Nee. Okay, Daniel allerlei, Daniels äh, allerlei Schreiber. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, vielen Dank. Ah, okay. Dann Thomas mach dich auf was gefasst. <laughs> Gut. Ähm, wir haben keine, es wird nichts neu gebaut, aber die rücken jetzt dann nach, oder? Korrekt. Mhm. Das müsste jetzt, das kommt jetzt als nächstes. Das heißt, wir ziehen jetzt die aus dem 1 runter in den aktiven und die aus dem 2 runter in den 1 Und dann musst du als erstes wieder die Einheiten platzieren, korrekt? Äh, ich habe keine. Äh, was, war, was, was, was war mit Anführer ziehen? Ähm, das kommt. Das kommt schon noch auch, gell? Schreibt der Henry ist gerade zurecht. Zieh zwei Anführer, ja, ja die ja, wird schon gezogen. Das kommt. Ich ziehe jetzt zwei. Ähm, diesmal schaue ich jetzt in den Ordner rein. Search. Wir haben einmal den da. Den Erdogan oder wie er heißt. Was war das Auge? Das war äh, nicht Spionage, doch war Spionage, gell? Ja. Das Blaue. Das ist ja blöd, den habe ich ja schon. Einen von beiden habe ich schon. Okay, macht nichts. Dann entscheide ich mich halt für den. Hast du auch schon? Ähm. Ja. Dann jetzt. Ge äh, Daniels allerlei fragt gerade, ob Taktiktipps überhaupt gewünscht sind. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen tatsächlich. Ich würde sagen, ich würde sagen, Taktiktipps, die ein, ein totales Desaster oder katastrophalen Fehler vermeiden würden, die würde ich gerne sehen. Ich glaube, Thomas sieht es wahrscheinlich ähnlich. Also, wenn man jetzt sagt, wie Thomas vorhin auch gesagt hat, wenn du den wegziehst, dann verlierst du aber jetzt hier den Neutralitätsmarker. Ich glaube, dass das Dinge sind, die passen. Den Rest würde ich jetzt eher so ein bisschen unserer Erfahrung lassen, zu meiner Meinung. Ich weiß nicht, wie Thomas es sieht. Ja, schon, oder? Ja, aber danke der Nachfrage. Äh, danke der, der Nachfrage. <laughs> So, okay. Also ich habe meinen Anführer gezogen. Ich ah, der gemacht. wird dann nicht automatisch gezogen. Der ähm, aus dem Stapel mussten raus. Den habe ich denn jetzt genommen? Den da Search. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, dann zu beurteilen, wie ich es jetzt gemeint habe, aber ähm, wird, schon, wird schon irgendwie gehen, glaube ich. Gut. <laughs> dann haben wir das. Dann fängt jetzt, du hast keine du hast keine Truppen, oder? Nein. Du darfst die jetzt platzieren. Was das hier bekommen? Was jetzt hier liegt? Ja, genau. Das Gemüse. Jetzt muss ich nur schauen. Ähm. Ah ja, das Blöde ist meine Karte. Ich habe das vorhin. Ah ja. Das Blöde ist, ich habe meine, ich habe meine, ich habe hier so Marker drin, Thomas. Wo bist du? Ich bin hier in dem Kasten so, drin, in dem mm -hmm. Verborgenen für dich. Mm -hmm. Und die haben zwei Status, also die haben zwei Möglichkeiten, wie ich sie hinlegen kann. Und ich habe ich habe nicht erkannt, warum es da zwei Möglichkeiten gibt. Jetzt verstehe ich es. Okay. <lacht> 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 ähm, jetzt jetzt verstehe ich es. Ja, äh, da komme ich jetzt. Ja, ich, ich verstehe es. Ja, ja. Oh Mann, shit. Ach so, Moment. Ich bin ja blöd. Ich habe ja die Karten hier liegen, die ich genommen ja, ja. habe. Du hast ja noch alle. Also kannst <laughs> du kannst ja alles korrigieren. Ja, ja. Machen wir jetzt auch. Muss ich auch machen. Ja, manchmal stehe ich ja echt auf dem Schlauch. <laughs> Lord ferrum fragt, ob es schon eine Kmade Wiesen ist. Na, ich, vor allem wird es auch keine Wiesen, die wir heute noch mähen, glaube ich. <laughs> Was ist denn du da? Fischli. Fischli. Achso, dieses Salzgebäck. Genau. So, ich habe vier Karten gezogen und fünf liegen offen. Warum? Ähm. Ran. Mhm. Jetzt. Alles klar. Gut. Okay. Dann... musst du deine Einheiten platzieren. <laughs> Wow, da muss ich jetzt, ich muss, ich muss kurz, ich muss ganz kurz in mich gehen, aber ob ich jetzt für mich auf die schnelle ähm, Mal abgleichen hier. mal die Karte anschauen. Boah, krass. Da könnte ich jetzt. Oh, jetzt müsste ich die Musik ausstellen, die, jetzt geht mir gerade auf den Nerv. <lacht> 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 ah. Concentration. Ah, komm, ich muss jetzt nicht so in die Tiefe gehen, aber ich weiß, was gemeint ist. <laughs> ähm, ich muss immer noch meine Einheiten verstecken. Die Karten dürften nicht mehr im Stapel sein. Jetzt müsste das Skript erledigt haben. Da kann ich einen hinsetzen, da brauche ich nichts. Ähm, brauche ich hier drüben was da komme ich eh nicht rüber ah shit da habe ich einen falschen diese 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 blöden äh, nicht durchdringbaren Space Räume die sind mir jetzt ein Dorn im Auge gerade okay ähm, wir nehmen einen Assault Carrier nach äh, Saloikami. nehmen noch einen Stormtrooper mit. Wie viel kann der fassen? Der fasst vier. Da haben wir hier noch einen. Die können wir bewegen. Eine Assault Carrier nach Solest. Mhm. Und einen TIE Fighter. Einen Tie Fighter nach. Da bringt es mir, glaube ich, nichts. Ah, shit. Moment. Ich hatte bloß einen TIE Fighter, gell? Der andere war, das andere war ein Assault Carrier. Die Frage ist, mit den beiden Fightern kann er ja auch nicht viel machen. Die nächste Frage ist, wenn du den da reinsetzt, generiert ja. das sofort einen Kampf. Wenn du gute, gute Frage. Ich habe es eh nicht vor, weil, okay. was willst du mit den beiden okay. da? Aber es ist eine gute Frage natürlich. Nicht auf ja, sobald ein Spieler Einheiten in ein System mit gegnerischen Einheiten bewegt, wird ein Gefecht abgehandelt. Jetzt ist die Frage: Du könntest spawnen, produzieren und setzt die da ein, wahrscheinlich auch direkt zu einem Gefecht führen. Meine Startsysteme, äh, äh, dann, dann ist, Alter, ich weiß es gleich, das ist mir jetzt, glaube ich, gerade zu kompliziert im Kopf. Ich kriege es jetzt gerade nicht gebacken. Ich kenne meine Startsysteme jetzt leider nicht, weil das liegt daran, weil, weil ich sie nicht aufgebaut habe. Ich kann, das kriege ich gerade in meinem Kopf nicht, nicht hin. Wenn? Na, weil in meinem, hier in meinem geheimen Kasten einiges noch nicht so hingedreht ist, wie es ist. In ja. meiner geheimen Box sind die Startsysteme noch nicht auf probed. Ja. Salakami, Mandela, ja. Nee, nee, macht Salakami, Mandela, Mustafa auf probed. Ja, aber ich muss ja nicht auf probed setzen, weil. Ach so, okay, die sind probed, weil die Karten nicht. Okay, also pass auf, es geht darum, Thomas, dass in dem. In dem... In dem Probe-Deck natürlich die Karten nicht drin sind von meinem Startsystem. Jedenfalls dürfte ich drin sein. Deswegen kann ich die auch hier durchaus umdrehen. Mhm. Weil die Karten können für mich ja nicht mehr hier aufkommen. Genau. Vielen Dank, genau. äh, Daniels. Jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den Sinn. Ich habe hab jetzt gerade ein bisschen gebraucht. Das ist gerade ein bisschen, bisschen viel. Aber vielen Dank. Dann kann ich es umdrehen. Die, das hat, das hat äh, Auswirkungen auf die Karte, die ich auf der Hand habe, deswegen, weiß okay. okay. Wobei ich gerade, gebe ich zu, mein Kopf gerade irgendwie. Ähm, schlägt jetzt auch ein bisschen die Müdigkeit zu, gar nicht mehr so um drei Ecken denken kann. Sonst wo ist denn jetzt die Karte? Ähm, also der Input war sehr willkommen, hat ein bisschen gebraucht, bis es bei mir angekommen ist. Da müsst ihr euch dran gewöhnen, das ist immer so. Das ja, stimmt, vor allem umso <laughs> später es wird. So. Jetzt glaube ich... Hast du den TIE Fighter jetzt gesetzt? Deinem zarten, warte ganz kurz. Also, Saloikami Ist Salokami ein Startsystem von mir? Ja. Ist Salokami ein Startsystem? Anscheinend. Ja. Dann, dann macht es Sinn. So, vielen lieben Dank. Machen wir da es ein bisschen länger. Ja, das müsste jetzt passen. Okay. Wir müssen den nämlich hier noch umdrehen, sehe ich. Gut. Ähm, wo hast du denn den letzten Fighter hin? Ähm, bist du nach kami hoch. Hier hin? Mhm. dann aber drei reingesetzt. Nee, zwei. Ja. Wie die anderen? Ich hatte Meist. einen TIE Fighter und zwei, und zwei äh, Assault Carrier. Und eine Bodeneinheit? Einen ich, und eine Bodeneinheit, ja. Die habe ich nach. Keine Ahnung. <lacht> okay. <lacht> um, aber aber äh, selbst wenn. also mehr, mehr als einen habe ich hier nicht reingesetzt. Okay. Also ein Sturmtrooper und ein TIE Fighter, wenn es war. Kann ich das im Chat lesen? Nee, kann ich nicht lesen. Nee, den ist. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ich, 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 also es ist kein, kein schmales, ich weiß es einfach nicht mehr, wo ich das hingesetzt habe. Okay. Ich muss mal gucken. Daniels Allerlei schreibt bei mir gerade: Systeme mit Gegner. Ja, gut. Das, ähm, das, 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 das wussten wir. Danke für den Hinweis. Das hatten wir nämlich vorhin schon mal. Ähm, aber den Sabotagemager hat er mir ja leider jedes Mal schon, bevor es äh, <laughs> zur eigentlichen Phase Schon wieder entfernt mit ja. ja, ja gut. Gut. Okay. Ähm, ich habe schon mal angefangen zu setzen. bei sitzen schon. Ähm Weiter. Das war's doch schon bei dir, nee, 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 Ich bin noch frei. Dann schaue ich mir jetzt mal meine Karten an. Was haben wir denn hier? Han Solo. Ah, ja, Adlan Post. Ja, ich bin jetzt irgendwie leicht, leicht müde geworden. Achso, mein Streamdeck spinnt mich ein bisschen. Jetzt muss ich mal direkt mal schauen. Ich sehe die ganze Zeit ich eine bestimmte Anzahl von Zuschauern. Mich jetzt überrascht, so viele Zuschauer, wahrscheinlich stimmt sie gar nicht, die Zahl. Ich kann gerade nicht sehen, wie viele Zuschauer. Na, ist auch eigentlich wurscht. Lass ich mich überraschen. Danke für den Follow, Daniel Sanderai. Und auch bei mir ja, herzlich willkommen. So. Ah, hier ebenfalls vielen, ah. vielen Dank. Oh, Vampiro Gaming, schönen guten Abend. Grüß dich. 116. Und oh, da bin ich jetzt aber sehr überrascht, dass so viele Leute zuschauen. Und Brettspielabend freut mich sehr. Ähm, denn. Wobei ist es ist eigentlich unabhängig. Den Brettspielabend alle zwei Wochen, und ich hoffe, wir schaffen es jetzt mal mit allen zwei Wochen, den, äh, glaube ich, würden wir für uns beide gerne so weiter fortführen, Thomas. Also ich. Äh, ja. Freue mich immer Definitiv. sehr. Das ist, ist äh, ein, einfach ein schöner, entspannter Abend. Ich hoffe, wir beide können auch, dadurch, dass wir natürlich auf gegenüberliegenden Seiten spielen, trotzdem ein bisschen vermitteln, was das Spiel eigentlich macht, um was es geht und auch das Regelwerk nebenbei, so gut wir es können, auch ein bisschen erklären. So, also mein. Freut mich. Deine Karten liegen, boah, vier Missionskarten spielst du. Vier Missionskarten. Diplomatie. Ich glaube, dass es eine sehr interessante Runde wird, in der ich wahrscheinlich das Spiel gewinnen werde. <lacht> 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 Tja, Prinz vier Missionskarten. Na gut, wir haben ja mit. Du hast auch du hast sechs Anführer, auch, gell? Jawohl. Jawohl. Vampiro Gaming auch hier. Herzlich willkommen und danke für den Follow. Der J-Fuchs, 1973, auf Stufe 1. Das bist doch du, Thomas, oder? Anna, du bist der T-Fuchs. <laughs> <laughs> ja, der war nicht gut, ich weiß schon. So, also diese Mission, die muss ich, das ist egal was, das muss ich machen. Ähm, dafür eignet sich auch der gute Mann hier. Dann... Also, also wahrscheinlich spiele noch ich noch viel zu viele Missionen. Weil du gerade schon so. Ich? Nein, weil du nicht schon so, ich kann sein, sein, dass, dass ich vier Missionen spiele, wahrscheinlich ist das zu viel. Das kann ich nicht, das, das, kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, das ist natürlich für mich eine große, eine große Wunderkiste. Auf der anderen Seite würde ich tatsächlich selber auch gerne Mission, mehr Missionen spielen, weil es einfach irgendwie... Cool ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Das Lustige ist ja, wenn, wenn, wir, das, wenn, wenn wir das nächste Mal die, mit, den, mit den Advanced Rules spielen, äh, die nicht mehr komplexer sind, aber mehr Vielfalt mit reinbringen, ich glaube, da sind halt einfach noch viel coolere Missionen dabei. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <laughs> ich hätte zum Beispiel gerne vorher mal den Han Solo festgenommen, auch wenn ich jetzt nicht wirklich weiß, was es für einen Sinn hat. Ja, gut, du nimmst Wobei mit, ich weiß es schon, äh, Ach, du kannst halt den nicht mehr mit, mit ne? auf die Hand nehmen. Mhm. Ja. Okay. Daniel Salada schreibt, der Rebell spielt meist Missionen, das Imperium muss mehr Truppen bewegen. Das ist klar, mhm. ja, das stimmt schon. Abland74, vielen Dank für deinen Follow, herzlich willkommen. Aber ich muss sagen, wie viele Karten habe ich eigentlich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okay. okay. Und Langsam wird es nämlich hier eng. Okay, und einer ist hm? schon gezielt, das heißt, mehr, ja. Ja, zehn. Mehr, mehr darf ich jetzt nicht, nicht, nicht genau. auf der Hand haben. Ich genau. muss bald welche wegschmeißen, wenn es ist. Ähm, wo ist denn diese eine Karte, die ich jetzt, wo ist denn die? Ah, hier. Okay. Einmal die Karte. Genau, herum das ist der Sinn, an Solo in Kryptonit zu gießen. Ja, weißt du, einfach nur, <laughs> egal ob es was bringt im Moment, man will es doch einfach mal gemacht haben, oder? <laughs> Wenn ich diese Karte habe, ja. Äh, mh, mh, mh. Da habe ich nichts. Was bringt es damals, also einen von deinen Leuten festzunehmen? Der kommt nicht mehr auf deine Hand zurück, kann also quasi in der Nistung nicht eingesetzt werden. Das ist eigentlich der Hauptsinn und Zweck, gell? Du Hauptsinn, kannst ihn quasi ja. nicht mehr einsetzen. Genau, der, der, ist dann, der kriegt dann diesen, diesen, so eine Umrandung oder sowas. Ähm, der kriegt so, ein, so, so einen Ring praktisch und dann bleibt er auf der Karte stehen. Mal oh kurz schauen, ob das echt eine Dose Pallaner Spezi war. Falls sie mich meint, nein, heute trinke ich leider keinen Polaner Spezi, heute trinke ich ein Ersatzprodukt. Ich habe keinen mehr bekommen. <laughs> Adlan, vielen lieben Dank. Du hast, äh, ähm, Alex, du hast gerade von Adlan ein, äh, ein Stufe 1 Abo bei, bei mir geschenkt bekommen. Oh, <laughs> Lieber Adlan, vielen lieben Dank. Kann ich wieder die, die schönen Fuchs Symbole machen, das ist toll. Ich muss mir jetzt bussen mal schnell hier noch entscheiden. Äh, drei, vier Missionen. Ah, wisst ihr was? Ich, ich lasse es mal drauf ankommen. Ich, ich spiele gar nicht mehr Missionen. Okay. Das reicht. Äh, ja, das ich gut. bin fertig. Jetzt muss ich auch noch. Eröffnen, ich bin fertig. Ja. Ich habe fertig. Obi-General hat gespielt wie Flasche leer. <laughs> Mann, das war noch Zeit mit Trapadoni. Was habe ich da in Spaß gehabt? Oh ja. Und diese Strunz. Um. Was erlaubt, Strunz? Ach so, die speziedose hier. Ja, genau, die gibt es hier fürs Abo. Ah, das war, das war nicht der Spezi, das war der Schulz. Da ist der Spezi. Gut. Ich muss mal kurz meine Playlist hier weiterschalten. Die ist gerade so aufgeregt. Das passt gerade nicht. Wo sind wir denn gerade? Gut, dann fangen wir mal mit der hier an wieder. Ähm, Bündnisse Schmieden. Warte ganz kurz, warte so, so, so. kurz auf mich muss die Musik, die war gerade so, so treibend, dass ich, dass ich schon kurz davor bin, das Spielfeld umzuschmeißen. <laughs> gut, also was hast du gemacht? Ich spiele Bündnisse schmieden. Bündnisse Schmieden. Versuche okay, das ist wieder der, der Schmons. Da ist die Layer natürlich relativ gut dafür geeignet, nicht so gut wie die Mon Matma, aber gut. In welchem System setzt du denn hin? Um, du musst sie eh da hinsetzen, oder? Ja. Hier hin? Viele Wie alles muss man in die Systeme setzen. Ja, muss man machen, gell? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Donald Duck. Vielen lieben Dank. Ähm. Für so, möchtest intervenieren? Nein, nein, gut, negativ. Dann war das. Dann bin ich dran. Mhm. Du, 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 du. Ha. Jetzt stecke ich in einer etwas in einer Zwickmühle wegen dieser Karte. Ich müsste diese eine Karte, ihr wisst schon, die ich von bekommen habe, am liebsten natürlich gegen Ende der Runde spielen, um die Chancen zu erhöhen, dass da nichts passieren kann. Ich muss da noch mal reinschauen. Auf der anderen Seite. Würde mir die Sachen offenbaren, die ich sonst nicht machen müsste, weil ich dann, Sie wissen schon, <lacht> <lacht> wüsste. Hörst du eigentlich den, den Soundtrack selbst auch? Kriegst du den ja, auch so? ich höre den er selbst auch. Doch. Doch. doch, doch. Ich bin mal gespannt, ob ich dafür einen Strike bekomme. Also, jetzt beim Streaming geht es, aber es gibt ja dieses VOD-Twitch-Feature und ich habe es nicht auf die Spur gelegt. Also, im VOD dürfte die Spur nicht drin sein. Dementsprechend sollte es keinen. Mal schauen. Also, da bin ich, da bin ich mal gespannt. Das kannst du mir mal berichten, ob das funktioniert hat. Weil das ja. war nämlich früher. Ah. Das war früher oft. Ich habe früher oft Musik laufen und habe das dann aber deswegen abgestellt. Ja, also ich habe die Spur jetzt angegeben, dass die Audiospur. ah, Scheiße, habe ich nicht, weil ich habe ja gewechselt. <lacht> 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 äh, ich habe ja, hab ja, auf das System, ich hab ja auf das Spielsystem gewechselt, <laughs> äh, Mann. Äh, gut, okay, also herzlich willkommen. Das ist die einzige Gelegenheit. Diesen Abend live zu verfolgen, als Video wird es ihnen nie geben. <laughs> Egal. Jetzt, ich muss aber da trotzdem. Es ist eigentlich scheißegal, weil du da zwei Mist, 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 Mist. Komm, spiel sie. Ich befürchte, ich muss es jetzt machen, weil äh, so habe ich überhaupt noch die Chance, irgendwas zu erreichen. Auf der anderen Seite. Nee, ich spiele ihn nicht. Was soll das? Dir doch nicht den Gefallen hier. <laughs> Jetzt will er den Beleidigten. Ja, also das machen wir nicht. Äh, dafür habe ich meine Gründe. Die werde ich gegebenenfalls noch an Admiral osl <laughs> Na gut, wir spielen den Admiral osl Wofür sehr gut? Um Truppen im rückwärtigen Raum zu verlegen wo sonst eh schon alles egal und wurscht ist, und zwar nach, in mein Ghetto. <laughs> is it my or is it your Ghetto? I don't know. Now it's my Ghetto. <laughs> oh, es wird spät. Es wird spät, meine Damen und Herren. Ja, das ist so dieses, dieses, Alarm-Party-Gefühl <laughs> äh, ja, fast schon. Ja, ja. Ja, das war's. <laughs> ähm, bin ich eigentlich fertig? Für okay. den Zug. Okay. Das ist mein System. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Ähm, das Skript, nachdem er, äh, das muss er dann das Skript, nachdem er die, für, für die nachher die Raumschiffe auswendig bauen kann, das muss ja dann getriggert werden hier über diese Marker, oder? Genau. Ja, ja. Ja, okay. Also geht, geht nur so, habe ich mir vorhin auch gedacht, weil deswegen fallen die ja auch, glaube ich, hier genau drauf. Ja, die, 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 die fallen da so drauf, also, ja. Man darf noch nicht vergessen, die umzudrehen. Ja. Ah, bin ich schon wieder. Ja, da. schön, dass das Brettspielgefühl hier bei dem Tabletop Simulator einfach noch schön erhalten bleibt. Und die Skripte sind schöne Unterstützung, aber man muss natürlich immer noch Regelwerk immer noch selber irgendwie mit drauf haben studieren. Also ich finde die Mischung im Tabletop Simulator einfach fantastisch. Bin, jedes Mal bin ich begeistert. Was machst du? Was steht ich, der Han Solo darum? Ja, der, ich, ich habe gerade äh, ich, ich muss meine Mission nochmal lesen, auch ohne Football. Uh, jetzt Han Solo. Kann sich gerade noch halten, meine Damen und Herren. Wir pusten mal ein bisschen. So. Ja. Dir gefällt das Spiel auch gut, oder? Ja, sehr. Hm. Ja, das machen. Die spielen wir. Ich schau an. Volksaufstand. Volksaufstand. Warte mal. Volksaufstand. Versuche diese Mission in einem beliebigen unterworfenen System. Falls diese Mission erfolgreich ist, erhältst du ein mhm und zwei Aha Einheiten. Schiffe, also zweimal, was ist Schiff? Also zwei leichte und eine mittelschwere Einheit. Schiffe und oder Bodenheiten in diesem System. Dann wird ein Gefecht abgehandelt. Au, oh, interessant. Okay, geil. Du weißt aber schon, mit dem Typen da kann nichts werden. In welchem System probierst du das? Um, ich nicht. Hm. Geil wäre wenn es, wenn die Rebellenbasis bei Kato Naimo, Naimoidia ist. Das wäre so, wär so ein Wahnsinn. der und Kato Naimoidia bei den beiden Systemen. Um, das. Offenes System sein. Ich spiele das Ganze. Hier. Yeah. Okay. Jetzt lese ich mir die Karte nochmal durch. Wo ist es? Hier. Versuche diese Mission. Das heißt, ich kann dagegen opponieren. Allerdings halt schwierig gegen die Monmotma. Habe ich da irgendwas zum. Oh ja. Jetzt nochmal überlegen. Was. Bringt ihm das? Er kriegt eine, er kriegt drei Einheiten, zwei Bodeneinheiten, eine Raumschiffeinheit. Äh, ich kann mich nicht dagegen wehren. Das würde dann, was würde das heißen? Wenn ich die verliere, ist das System wieder neutral, gell? Genau. Und du hättest Bodeneinheiten direkt hier direkt bei meiner, bei Coros und ja gut was, du, kann das, was da jetzt nicht so viel bringt. Es sorgt halt für Ärger im, Hinter, im Hinterhaus. Ähm, nee, du, lass mal. Möchtest du nicht Überlasse intervenieren? ich euch. Möchte okay. ich nicht intervenieren, nein. So, dann darf ich jetzt. Ärger tue ich mich aber trotzdem, nur dass ich das äh, zu Protokoll gegeben habe. <lacht> 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 hey. Achso, du musst ja die Truppen noch stationieren, gell? Ja. Muss man sich doch genau überlegen. Also, ich nehme als Kreis ein Luftkleid, den Airspeeder. Ja. Mit eines meiner Lieblingsfahrzeuge, Kfz, luft -Lfz in, in also habe ich auch gehabt als Modell damals. Quasi ein Star Wars-SD-Kfz. Genau. <laughs> Und zwei Dreiecke. Da nehme ich ein Stormtrooper noch. Da. So einen Rebel Troop. Schauen wir hier rein. Zwei Dreiecke. Könnt dann nehmen, entweder Rebellentransporter. Beziehungsweise, nein, nein, mach ich nicht. Ach, der Rebellentransport ist aber günstig, sehe ich gerade. Krass. Äh, nehme Y-Flügler hat einen, äh, schießt große Geschütze. Rot, okay. Das ist jetzt sehr egal, weil du ja keine, ähm, weil du ja hier keine Lufteinheiten ja. drin hast. Also es kommt jetzt nur zu einem Bodenkampf. Erst ähm, wieder gegen deinen Stormtrooper. Mhm. Ähm, allerdings habe ich. Habe ich nicht. Sie hat keine taktischen Punkte. Also sie hat, ich ziehe keine taktischen Karten. Ja. Dann bekomme ich für meinen stoom einen schwarzen Würfel. Soll ich die mal bei dir wieder triggern? Ähm, du könntest mir einen roten. Ach, schwarz geht. Schwarz geht, aber ich habe ja, hab ja mit dem Airspeeder einen schwarzen und einen roten. Ja. Schau ich mir noch mal ganz kurz an. Also nicht, was ich nicht glaube, sondern ich möchte es einfach... Verinnerlich ein bisschen erst wieder. Also einmal leichte Waffen schwarz und einmal schwere Waffen rot. Und ähm, das Punkte. Zeichen, was du da, was, was ist das Zeichen da unten rechts bei dir im Eck? Ach, der kann nur verlegt werden äh, auf, ähm, kann ich selber im All fliegen, das heißt es, sondern muss verlegt werden. Ach so, der muss transportiert werden. Genau. Unten rechts, genau. Okay, das heißt, du hast einen schwarzen, einen roten. Dann äh, führt auch mal das Würfeln aus. Wir schauen uns das mal im Chat an. So, ein Treffer. One misses, eine misses. <laughs> eine misses? Ein Treffer. Ich habe auch nur einen, gell? Damit ah. wäre der quasi zerstört. Kann man hier drauflegen. Aber ich darf natürlich noch zurückwürfeln. Ja, ich ich würfel, ich Achtung. Was? Ja, ja, mach. Ja, ich kann trotzdem sein mit dem, mit dem, mit dem Hit-Dingsbums. Geht es doch. Ja, ich habe aber zwei Lebenspunkte. Also eigentlich ist es, glaub ich, glaube ich, egal. Aber. Ah, ach, hätte ach, eh nichts gebracht. Okay. Das ist typisch Sturmtrupper, oder? Die schießen eh immer vorbei. Ähm, Daniel, Moment, kann ich dir zeigen? Ähm, versuche diese Mission in einem beliebigen unterworfenen System. Das war ein unterworfenes System, falls diese Mission erfolgreich ist. Die war erfolgreich, weil Alex nicht interveniert hat. Ähm, ein Kreis und zwei Dreieckeinheiten. Ja, das habe ich gemacht. Ein Kreiseinheit war der Luftkleider und die Dreieckeinheiten war... Und der äh, Transporter und dann wurde der Kampf abgehandelt. Lieber passen. John Tinel, vielen Dank für den Raid mit 14 Leuten. Leider noch keine ordentliche Eingangsmusik und Animation dafür. Ich bin hier gerade in einem technischen, technischen Umbau. Hat nicht geklappt. Trotzdem vielen Dank für den Raid. Freut mich sehr. Und auch danke an die ersten Leute, die hier geschrieben haben, die mit rübergekommen sind von John Tinel. Der John lebt ebenfalls Bretschkin ist ein großer Star Wars-Fan. Alexander McLean kennt ihn offensichtlich. Grüß euch. Was gab es denn bei euch? Thomas, äh, Thomas entschuldige, ich habe es gerade nicht verfolgt. Gab es Regelschwierigkeiten? Ähm, äh, Daniel wollte nur die Karte nochmal sehen. Ähm, ah, okay. Die war interessant. habe ich ihm vorgelesen und damit. Ich habe den jetzt geswitcht hier. Das ist jetzt wieder neutral geworden, das System. Ähm, ja, und damit bist du dran. Ah, Alexander McLean. dann hoffentlich hat er heute äh, seinen Spaß dabei. Es ist ein großartiges Brettspiel. Ich weiß, also ich weiß mittlerweile ziemlich genau, warum dieses Spiel so ein hohes Rating auf Boardgame Geek erhalten hat. Und ähm, Star Wars sowieso. Und das sind ja auch wirklich die besten Star Wars-Zeiten hier im, ich sage jetzt mal, in den alten Teilen 1 bis 3. Kennt man hier alles. Gut, dann bin ich dran. So, ist die Frage, was ich jetzt mache. Was mache ich, was mache ich? Meine Truppen in Mustafar, die stehen hier einfach saublöd rum, aber Dagobah ist halt einfach auch ein Drecksloch. Aber leider muss ich halt durch. <lacht> <lacht> ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Auf der anderen Seite habe ich Hoth und Endor sind und Bespin sind auch noch nicht ähm, erforscht. Liegt nach Dagobah. Bespin, Endor, Hoth. Ich muss mal schnell schauen. Ja, die sind alle noch nicht. Was machen wir? Ich muss mal ganz kurz hier reinschauen. Warum habe ich mir denn eigentlich den Darth Vader aufgehoben? Ich hatte, ich hatte, ich, hatte, ich habe mir vorgedacht, mit dem hatte ich was vor. Ich weiß bloß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Ähm, Kashik. Was hat eigentlich der Todesstern für Kampfwerte? Für normale Kampfwerte. Viermal große Waffe. <laughs> Ordentlich. Und steckt wie viel ein? Ah, okay, Moment. Der du, du, du kannst den Todesstern gar nicht zerstören. Da brauchst du eine Spezialkarte dafür wahrscheinlich. Eine Taktikkarte wie äh, finde den Graben und schießt den einen Dingsbums ins Dingsbums. Ich brauch, ich, ein, ein einzelner Teiljäger reicht. Ja, ja. Aber da hier keine Teiljäger sind. Komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Action. Einfach nur, weil ich Bock auf Action habe. Äh, einfach nur, weil ich Bock auf Action habe. Ähm, Darth Vader. Todesstern. Da kann ich ja mitnehmen, was ich will. Wir nehmen eins, zwei ATST, schwere Geschütze mitnehmen. Jetzt muss ich nur überlegen, wie viel ich wirklich mitnehme, wie viel ich da lasse. Hm. Allzu viel muss ich ja nicht. Okay, ein... Ah, ich habe gar nicht so viel Bodentruppen, sehe ich gerade. Das heißt, wenn ich hier weggehe, dann fällt, fällt der Neutralitätsmarker ja weg. Auf der anderen Seite, so viel produzieren muss ich auch nicht. Hier gibt es was Mittelschweres. Das ist die Frage. Okay, wir nehmen einen Teilfighter. Zwei Fighter. Ja, Trooper, yes or no. Wenn ich ihn da nicht stehen lasse, ist es wieder neutral. Da passiert doch jetzt nicht mehr, außer dass ich einen Produktionspunkt weniger habe, gell? Finde ich jetzt ehrlich gesagt mal nicht so schlimm auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite. Ja, also sie fällt zumindest nicht dir in die Hände. Mache ich es oder mache ich es nicht? Das ist jetzt die Frage. Ja, ich mach's. Aus Unerfahrenheit wird sie vielleicht rächen, aber ich mach's. Gut, dann haben wir eine Schlacht, oder? Du, sitzt, du kann... Ja. Bob Master von Senf zu Wasabi fragt, ob nicht Luke Skywalker im X-Wing sitzen muss, um die Todesstern zu vernichten. Ja, finde ich auch. <laughs> Luke ist noch nicht an Bord. Setzt du einen ein, General? Einen Anführer? Wen hast du noch? General Mardin? Und Dodon, Jan Dodonner. Ich empfehle dir den Jan Dodonner. Ja, der Madin. Der Madin. Äh, setz... Der General Madin. Ich setze den Madin auf. <laughs> Setzt du den Madin ein? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich ist es ein totaler schwarze den ich hier gemacht habe. Dann ziehen wir mal unsere Einheiten rüber, oder? Ja. Wir hätten auch alle auf Einschlag nehmen können und drüben aussortieren können. Jetzt tragen wir sie hier alle händisch <laughs> äh, rüber. So. Okay. <laughs> ähm, bedeutet, ich bekomme zwei äh, Luft äh, äh, Space-Weltraumkampfkarten äh, äh, und drei genau. Bodenkampfkarten, oder? Genau. Ground Tactics. Eine. Ah, die kommen hier rein, okay. Zwei, drei. das ist echt geil mit diesen Kästen, gell? Uh -huh. Und zweimal Luft, Space Tactics, Luftraumkampf. Good. Jetzt aber ein Knöpfchen, oder? Hm? Casual Draws. Äh, mach mal das lieber mal händisch. Wer <laughs> weiß, was dahinter da passiert. Oh, cool. Ah, Okay, also die, mit dem Symbol, hier mit dem Laserschwert-Symbol, die kann ich nur anwenden, wenn die Würfel das hergeben, ne? mhm. Und die anderen genau. kann ich nehmen, ähm, wenn was passiert im Prinzip. Genau. Alexander McLean, danke dir fürs Zuschauen. Um 4.30 Uhr klingelt der Wertegang. Dann gutes Aufstehen. Schön, dass du noch so lange da warst und bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt aber 1 kann ich diesen gar nichts machen. Ich, kann, ich schaue mal kurz in meine Kurzanleitung. Allgemein Imperium FAQ Imperium. Ich schaue auch mal schnell nach. Kampf, Gefechtsrunde, Rückzug, Ende des Kampfes. Man kann sich auch zurückziehen. Gell, muss man noch denken, mal schauen, wie das kann geht. Das nur mit Hilfe der Zielkarte. Das, stört. das ist eindeutig. Ja, das ist eindeutig. Ich drehe ihn schon mal mit, mit seinem einen Auge zu dir. So. okay, also anfangen tut's äh, mit Space, gell? Ähm, mhm. Ich bin der Initiator, also fange ich an. Ich habe äh, TIE Fighter sind nehmen wir mal zurück. Z äh, zwei Tie Fighter sind zwei schwarze Würfel für leichte Waffen. Und dann haben wir den Todesstern mit viermal rote Würfel für viermal schwere Waffen. Korrekt? Das ist korrekt. Ich gucke jetzt mal, es gab irgendwo eine Maximalanzahl. An. Schau ich auch mal. Zielkarten, Missionkarten. Jeder Angriffswurf darf maximal fünf rote und fünf schwarze. Alles gut. Alles gut. Dann drücke ich jetzt auf Würfeln. Woll. Das heißt, wir haben zwei Treffer. Jawohl. Dann einen kompletten Hit. Ein direkt. Was ist denn? Was ist ein Moment? Was sch ja, schau mal im Chat ganz kurz. Also zwei Misses. Ja. Ein Hit und ein Direkt. Genau. Also zwei und dann diese Taktikkarte halt. Genau. Schau, ich schau mal gerade eben, ob ich eine Karte habe, die ich dafür einsetzen möchte, die was bringt. Das heißt, du hast jetzt zwei Schaden, gell? Ne, drei. Moment, Moment, Moment. Du, äh, ah, Moment. Du musst ja schauen, mit was für Waffen du geschossen hast. Ja. Was, was trägt denn... Die Y-Wings haben schwarze Treffer. Schwarze Treffer. Das heißt, die roten das heißt, sind, sind zwei. komplett ignoriert. Die sind egal. Beziehungsweise... Nee, alle, nicht. Nee, stimmt, Der eine stimmt. nicht. nicht. Zwei Treffer sind's. Zwei Treffer, die zählen. Dementsprechend sind beide Y-Wings weg. Also, der hier ist ein Treffer, schwarzer Punkt. Ja. Ein, ich darf mal eben ein ja. Damage Marker ja. Y wegen. Und der rote ist ein direkter Treffer, ist ja eher selten bei schweren Waffen, aber trotzdem ein Treffer, dadurch, weil es ein direkter Treffer ist. Der hier, will, der hier zählt nicht bei dem. Genau, dem Y-Wing. aber der hier aber zählt. Der hier zählt. Ne? Genau. Dementsprechend hm. ist es der zweite Treffer. Okay. Und dementsprechend muss ich auch, glaube ich, deswegen keine. Nö. Okay. So, nee. Ich setze keine Taktikkarte ein. Dann würfle ich. Ähm, ich bekomme zwei rote. Hat ah, die wirklich für dich? Warum okay. auch immer. Ist bestimmt, rechte, ist bestimmt eine rechte Sache. Ja, vermutlich. Ähm, so, dann würfle ich. So, ich habe einen Direkttreffer. Einen normalen. Der normale läuft quasi ins Leere, ne? Weil er ja nichts treffen kann. Ja. Ja, genau. Moment, das muss ich überlegen. Ja, der Todesstern hat kein der Todesstern ist nicht treffbar und deine Ja. Und die Y-Wings sind sind haben schwarze Lebenspunkte, deswegen trifft er nicht. Also die, die schweren Geschütze, was haben die was haben die Y-Wings so Bomben, Proton Torpedos, ja, genau. die schießen quasi vorbei, weil sie zu lang sind, aber Treffer habe ich ja trotzdem, bekomme genau. ich ja trotzdem. Genau. Das heißt, so, ihr beide. Ein. Ja, warte, aber ich setze was ein dafür. Ich spiele die Verteidigungsformation. Dadurch wehre ich einen Treffer ab, wehrt einen Schaden ab, damit ist der Schaden weg. Die kannst du jederzeit ausspielen. Ah, weißt du was? Vielleicht sollten wir doch mal. Äh, die kann ich im Gegenzug immer ausspielen, ja. Okay. Mhm. Ich frage mich jetzt nur gerade die Casualties lieber da rein, weil die Karten kommen ja wahrscheinlich wieder unter das Deck und es würde ja die Karte. Wir sind jetzt fertig für die Runde, oder? Die, die ist fertig, ja. Ich drücke jetzt mal bei mir auf den Button hier, Taktikkarten zurück. Ne, machen wir noch nicht. Okay. Brauchst du noch, sonst fliegen ja auch deine Ground Tactics. Ja. Gibt es eine Discarded Dice? Gibt es eine, eine Area, wo man die hinschmeißen soll? Wahrscheinlich. Hier ist noch ein zweiter Kasten. Ja, ja, ein, die linke Seite ist für die, für die Luft. Ah, okay. So, ja, ja, okay. Wenn ich jetzt auf Clear Casualties klicke, müssten die beiden wegfliegen, oder? Okay. Nochmal. Ja. ja, und die Marker auch. Und die Marker okay. auch. Und die Karten bleiben ja noch. Ah, cool. Dann okay. geht es jetzt in den Bodenkampf. Jawohl. Die Musik passt gerade sehr gut dazu. <laughs> ähm, ich lese mal bei mir: Meine ATST haben zwei Stück, äh, zweimal schwarz, zwei schwarze Würfel und zwei rote Würfel. Das sind die ATSTs. Und die Stormtrooper haben jeweils einen schwarzen Würfel, also zwei schwarze Würfel. Hm. Bei dir. Zwei schwarze Würfel, ich räume die mal hier aus. Ja. Zwei schwarze Würfel für die für die Sturmschupper und, und der die der erste hat einen schwarzen, einen roten. Einen schwarzen, einen roten. Gut, dann fange ich jetzt an. Mhm. Ich würfel. Jo. Voll. Wir haben nichts. Doch zwei schwarze, drei. Oder aber warum zeigt er mir jetzt im Chat was anderes an? Im Chat zeigt er mir jetzt an: Two Misses, Null Specials, Null Hits. Nee, das ist, das ist äh, null. Unten ist rot, du hast zwei rein. Unten stehen die roten. Ähm, Hobby-General rolled two red dice and got miss miss. Und, und ja. das Feld oben drüber steht: um, Rolled four black dice and got special hit special hit. Ah, Moment, das rote Feld habe ich gar nicht gesehen. Nee, warte mal, bin ich jetzt. Ich will nur. Also, wir, wir können es natürlich auch händisch auslesen. Mich würde nur interessieren: 73 Rolled, 4 Black Dice. And God's Black, ah, okay. Und two, jetzt haben wir es, genau. Also, zwei. Aber das machen wir eh händisch. Also, ich habe jetzt hier quasi zweimal zwei schwarze Treffer. Genau. Das heißt, das sind bei dir Stormtrooper. Jawohl. Und der Speeder hat zwei rote. Okay. Das heißt, zwei Damage Marker. Auf die Stormtrooper, äh, Rebel Trooper, ja. ja. Dann haben wir hier zweimal, äh, zweimal nicht getroffen. Oder und dann habe ich hier noch zweimal zwei Taktikkarten, die ich einsetzen darf. Okay. Schau mal eben, ob ich was habe. Ich spiele die Take It Down-Karte. Vernichte sie, füge einer Bodeneinheit zwei Schaden zu. Ja. Die würden natürlich auf den Airspeeder gehen. Okay. Dann, das Ist unser, unser erster richtiger größerer Kampf, glaube ich, gell? Dann spiele ich Verschanzen. Ja, Verschanzen. Lege eine Bodentaktikkarte Bodentaktik ab, um bis zu zwei Schaden abzuwehren. Was ist denn, was ist denn damit gemeint? Mit Lege eine Boden muss du noch eine andere Bodentaktikkarte ja. nehmen, oder? Ja. Okay. Ich eine nehmen und muss sie quasi ablegen. Hm. Jetzt legen wir die ab. So, und jetzt wird es jetzt also, interessant. Daniels, Daniels Allerlei wird die Frage hoffentlich beantworten können. Du bist fertig, oder? Ähm, Moment, ne? Also ich nehme jetzt die beiden hier weg. Ja. Das ähm, heißt, die? da in dem... Und ich spiele sogar noch die hier. Da hängt es noch irgendwie Damage-Marker. Und wäre noch ein weiterer Schaden ab. Wer ist noch einen weiteren Schaden ab. Das heißt, wir können den hier auf Casualty setzen hier drüben. Korrekt? Genau. Der schießt jetzt Okay, pass mal. Also, ja. aber, äh, ich habe aber noch eine, ich ziehe auch noch eine weitere Karte. Wirf bis zu zwei deiner Würfel neu. Feuer also konzentrieren. Das, das hast jetzt das das geht jetzt nimmer. Warum? Weil du weil wir schon in der Schadenabwehrenphase sind und da darfst du jetzt keine Karten mehr spielen, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich schau mal nach. Da gebe ich dir, es wird wahrscheinlich so sein, ich will es trotzdem nachprüfen. Es wird auf alle Fälle Sinn machen. Nachdem die Spieler die Gefechtsaktion abgehandelt haben, wählen sie, welchen Einheiten sie Schaden zuweisen wollen, indem sie Würfel oder Karten nehmen, die Einheiten legen. Haben wir gemacht. Ja. Ähm, dann kommt der dann kommt Gegner, der Gegner kann Taktikkarten ausspielen, das bin ich, um Schaden seinen Einheiten zugewiesen wurde, abzuwehren. Abgewehrter Schaden wird negiert und hat keinen Einfluss auf die Einheit. Nächstes kommt Einheiten zerstören. Dann wird schon weggenommen. Okay, ich muss also quasi, wenn ich gewürfelt habe, muss ich quasi nochmal neu. Ja, die Frage wäre jetzt gewesen, ob ich die Karte einsetzen darf, Daniels. Aber es macht Sinn, dass ich sie nicht einsetzen darf. Genau, es steht weiter oben. Na, ähm, nach dem Würfeln kann man beliebig viele Gefechtsaktionen durchführen und zwar eine ja. nach der anderen und Taktikkarte ausspielen und, ja. äh, und, und, und sogar und ja, genau dann hast du den Schaden zugewiesen und dann komme ich dran und dann darfst du aber keine mehr spielen. Ja. Sonst könntest du ja quasi wieder meine Karten nochmal nehmen. Ja, genau. Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt tatsächlich, ich, ich habe es also nicht weiter nachgedacht, aber natürlich wäre es jetzt für mich sinnvoll gewesen, jetzt das abzuwarten, bis du was dagegen getan ja, ja. hast. Aber es äh, macht, macht Sinn, äh, die Karte dann zu spielen, wenn ich gewürfelt habe und nicht erst zu sagen, ja, okay, jetzt hat er abgewählt, jetzt würfel ich da trotzdem nochmal neu. Vollkommen korrekt. Alles klar. Dann... Gut. Ich schmeiß jetzt die Karten hier mal hier drüben hin. Wo schmeißt du die Karten, ähm, in Die abgelegten habe ich jetzt hier liegen. Ja. Wo? Ja, ich auch, da ja, ist so am Rand unten. irgendwo. Okay. So, dann würfel ich jetzt zurück. Mit dem vollen Gedeck. Hm. So, und würfle zwei, ähm, zwei schwarze und einen roten Treffer. Ähm, darfst du dann, ich darf aber aussuchen, wem die zugefügt werden, oder? Nee, den Schaden weise ich zu. Du weißt den Schaden zu, okay? Ja, scha nachdem die Spieler die Gefestaktion abgehandelt haben, wählen sie, welchen Einheiten sie Schaden zuweisen wollen. Indem äh, äh, wählen sie, gell? <laughs> Super. Ich schaue nach. Ich schaue mal eben nach, ob hier was in den FAQs steht. Kampfruch, weil das ist eigentlich viel zu groß eingestellt hier. Ende des Kampfes, Gefechtsrunde, Weltraumschlacht, Bodenschlacht. Wählen Sie. Hä? Jetzt sehe ich egal eh was Gefechtsrunde, Weltraumschlacht. Jeder Spieler sucht sich aus seinem Taktikartenverwaltung eine Karte aus und legt diese verdeckt vor sich hin. Beide Spieler decken ihre Karten dann gleichzeitig auf. Beginnend mit dem aktiven Spieler handeln beide. Hä? Was was was? Kampf. Ich bin gerade im Kampf. Hm? Kampf. Anführer hinzuziehen. Falls der Angegriffene keinen Anführer mit Taktikwert im System hat, kann er einen Anführer hinzuziehen. Klar. Zuerst kann der Angreifer, danach der Verteidiger nun eine Aktionskarte Gefechtsbeginn ausspielen. Das ist wahrscheinlich eine, eine Sonderkarte, die es gibt. Ja. Gefechtsrunde. Erstens, Weltraumschlacht. Jeder Spieler sucht sich aus seinen Taktikkarten für Weltraumschlachten eine Karte aus und legt diese verdeckt vor sich hin. Beide Spieler decken ihre Karten dann gleichzeitig auf. Beginnend mit dem aktiven Spieler handeln beide einen oder keinen der Effekte ab. Das steht hier nicht in den Standardregeln. In den Standardregeln betrifft. Ich? Weißt du was? Das betrifft wahrscheinlich die Aktionskarte. Gefechtsbeginn. Es könnte sein, aber hier also im Standardregelwerk steht folgendes. Gefechtsrunde. Spieler handeln eine Gefechtsrunde ab, in der alle Einheiten einen Angriff durchführen. Das geschieht in folgenden Schritten. Erstens Weltraumschlacht. Der aktive Spieler handelt mit allen seinen Schiffen einen Angriff ab. Dann handelt der Gegner mit allen seinen Schiffen einen Angriff ab. Angriffe werden weiter unten erklärt. Der Schritt wird nur abgehandelt, falls beide Spieler Schiffe im System haben. Und ähm, da steht, das geht mit Würfeln und Gefechts. Also Karte vor ablegt oder sowas ist ja, ja auch nach den würfeln ist eine Sonderkarte. kann man beliebig viele gefechtsaktionen durchführen und zwar eine nach der anderen es gibt zwei arten von gefechtsaktionen taktikkarte ausspielen oder taktikkarte ziehen also war schon so korrekt vielleicht. wie wir es gemacht haben Ja schon aber vielleicht ist es vielleicht ist das ist das, vielleicht ist da was in der in den mit den fortgeschrittenen regeln dann Zuerst kann der Angreifer, danach der Verteidiger nun eine Aktionskarte Gefechtsbeginn ausspielen. Okay. Macht es eh, eh, eh eigenartig. Ja, gut, diese Karte hat ja, haben wir ja eh, ist wohl auch gar nicht dabei. Oder haben wir zumindest nicht. Nee, also es sieht zwar nicht so aus, als wenn diese Karte. Also ist egal. Wir machen es mal so, wie es in den Regeln so drin drinsteht. Äh, wir hatten aber gerade eine Frage, warum wir da hochgeschaut haben. Was war das? Ach, mit dem Aussuchen. Welcher, wer aussucht, wo die Schadenspunkte hingehen. Genau, das war jetzt die Frage, weil äh, das ist für mich ein bisschen unklar, äh, wenn hier steht, ähm, nachdem die Spieler die Gefechtsaktionen abgehandelt haben, wählen sie, welchen Einheiten sie Schaden zuweisen wollen. Genau. Das heißt, sie wähl wählen sie, aber also. Also dann jetzt allerlei schreibt, der Gegner. Der es Ge ist Frage. Also, das wer ist die Frage. Das heißt, ich wer ist wähle. Der dann, ja, also, ja, genau. Ja, das ist doch, doch passend. Ah, und der Ingo schreibt, äh, der Ingo schreibt noch, dass sind meines Wissens die Kampfregeln aus der Expansion. Ja. Okay. die Expansion oder die Regeln. Okay, also der Gegner, also das heißt, der Gegner wählt aus. Ja, aber Moment, die Frage ist ja, wenn du mich angreifst, bist ja du in dem Moment mein Gegner. dann willst du ja aus. Ja, ich will auch. Aber Moment, ich bin ja von dir aus gesehen, ich bin ja von dir ausgesehen der Gegner. Verstehst du, wie ich meine? Wenn ja, aber ich du mich angreifst, bin ich dein Gegner, dann bin ich der Gegner und du bist mein Gegner. Uah. Ich, also, ich würde schon sagen, dass du als Aktiver, der der, der, der geschossen hat, wählst. Würde ich auch denken, rauskommt. ja. Ich würde auch denken, dass es der Fall ist. Ich würde es bloß gerne bestätigt haben. Rückzug, Ende des Kampfes. Finde ich jetzt nichts dazu. Ich gehe noch einmal ganz kurz runter, ob noch häufige Fragen zu Kämpfen kommen. Äh, Zielkarten, Missionskarten, Aktionskarten, Taktikkarten. Du, Na, du halt, sagst ja halt, auch, halt, wen du angreifst. Halt, ich habe hier einen hm? Satz, der macht dann wahrscheinlich Sinn. Der unter Schadenabwehren steht, der Gegner kann Taktikkarten ausspielen, um Schaden, der seinen Einheiten zugewiesen wurde, abzuwehren. Also, also du würfelst, ich, du darfst sagen, wen du triffst. Und genau. Macht doch Sinn, weil du entscheidest ja auch, wenn du angreifst. Richtig. Also, das heißt, mein, mein schwarzer Treffer, der normale schwarze Treffer, kann natürlich auch nur schwarzen Schaden machen. Das heißt, ein Stormtrooper. Ubi Wann schreibt gerade, liegt doch eigentlich an euch beiden, auf was ihr einigt. That's it. Das ist bei Brettspielen ja oft, oftmals der Fall und wir, wir haben uns ja bisher auch immer, immer gütlich geeinigt, glaube ich. Und auch jetzt wären wir sicherlich zum Ergebnis gekommen. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, äh, solche Sachen gehören einfach auch dazu. Also jedenfalls für mich zum Brettspielen. Was wäre das schon, stundenlang Regel diskutieren? <laughs> Angenehm ist das natürlich jetzt hier auch äh, wirklich auch Antworten mit reinkommt. Vielen, vielen, Dank dafür. The player chooses which units to assign his damage to, to by placing. Ja. Oh, und dann. Ähm, <laughs> Stundtruppen müssten wahrscheinlich würfeln, was sie treffen, weil <laughs> sie also einfach ungezielt in die Gegend ballern. <laughs> Okay. Also du weißt jetzt quasi, genau, wir waren. Und oh, da ist ein Damage Marker, der hat sich versteckt. Jetzt noch mal ganz kurz für mich. Du hast äh, zweimal schwarz getroffen und würfelst äh, und also der, der normale schwarze Treffer geht gegen den Stormtrooper, weil es ja gar nicht anders ja. geht. Der schwarze Volltreffer geht auf den um, ATST und der ro zweite rote Treffer geht auf denselben ATST. Das heißt, die mhm. beiden ja. wären, wären zerstört, so. wenn du jetzt keine Karte... Tut mir mal einen gefallen, liegt die aber nicht übereinander, der versiegt er den Boden. Ich <laughs> gerade. Okay. Ähm, ich kann. Äh, ein, mh, 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 mh. Ist die Frage. Einheiten verschwinden ja bloß, wenn sie ganz beschädigt sind. Gell? So ähm, hatten wir es, glaube ich, beim letzten Mal. Ja, ja genau, genau, genau. Hm. Dann wehre ich einen Schaden ab. Und zwar hier von dem Stormtrooper. Hast du noch was dagegen? Nee, oder? Nein, nee, da darf ich ja jetzt auch gar nicht mehr. Ja das Referenzhandbuch ist auch nicht zu unterschätzen. Das Lustige ist ja, das Referenzbuch war das Erste, was ich gelesen habe, und ich habe gedacht, ich mich dritten Pferd. Äh, wer das Referenzbuch kennt, das sind. Ich dachte mir, also es ist die Anleitung. Also Thomas hatte mir die geschickt. Ich habe mich genau darauf geschaut, es ist ein Referenzbuch, weil es sind 16 Seiten von A, bis, von A bis Z, alle Begriffe deutlich nochmal erklärt. Und ich sitze da und lese und lese und denke mir, von was reden die da? was, wieso, hä, wie? Also es ist wirklich eine der kompliziertesten und unlogischsten Anleitungen, die ich je gelesen habe, bis ich gemerkt habe, dass es einfach nur das Regelwerk nochmal stichpunktartig nach Alphabet geordnet nochmal runterbricht. <lacht> 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 ähm, Genau, bekommst einfach nur Regelinfos äh, ins Gesicht geklatscht. Es ist gut zur so Aufklärung. Ich habe es bis heute nicht da. Ich hatte heute ein bisschen Probleme mit meinem System. Normal habe ich sowas nebenbei offen. Heute nicht, das nächste Mal schon. Vielen lieben Dank. Ja, genau. Ich weiß doch, ich saß im Bus und dachte mir, Thomas, willst du mich echt verarschen? Wie sollen wir das heute Abend spielen? <laughs> also vor vier Wochen war das. Ähm, neue Runde, oder? Ja. Also halt. Hast jetzt du meine. Genau, wenn du die jetzt praktisch da drauf sitzt. Ach so, Moment. Ach, scheiße, der ist kaputt. Ich bin ja blöd. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt würde ich sagen, was liegt, das liegt. Ich bin vielleicht blöd. Ach so, das wolltest du nicht? Nee. Ich habe gewundert, diese. Ja, ja. Ich habe jetzt, ich weiß, ich habe, ich habe, ich habe echt einen, einen Hirnfurz gehabt. Egal, den, den, den nehme ich jetzt nicht zurück. <laughs> uh, clear okay, casualties also, mache ich jetzt mal. Clear casualties. Ach, bin ich blöd. Na ja, gut. So. Genau, und das glaube ich, weißt du, Thomas, deswegen spiele ich auch so gerne mit dir. Ich glaube, du wirst es wahrscheinlich auch irgendwie ähnlich machen. Es gibt so Situationen, wo man wirklich sagt, okay, der Gegner, das war jetzt echt, kommt rückgängig, aber es gibt andere Sachen, wo man auch selber sagt, ich war jetzt so blöd, ich hätte es wissen, müssen kommt. Ich glaube, das passt bei uns immer, äh, immer ganz gut. Okay. Ach, bin ich blöd. Zweite Kampfrunde, ne? Zweite Kampfrunde. Die, glaub, kannst du die Würfel wollen. löschen? Ich hab bloß noch. Ich glaub, das Entschuldige. War schon richtig. War schon richtig. Jetzt muss ja. ich bei mir wieder schauen. Äh, zweimal Sturmtrooper, schwarz und was hat die ATST? Ein schwarzen, einen roten, korrekt. Was? Ja. Und du hast ähm. einen roten für den, einen roten, einen schwarzen und noch einen schwarzen. Korrekt. Cool. Ich schaue jetzt nochmal, mal, dass ich hier für eine für eine Karte habe. Ich habe gar keine Taktikkarten. Ich würfel mal. Hm? Achtung! Los geht's! Wir haben einen schwarzen Treffer. Was brauchten deine die Airspeeder? Was brauchen die? Die brauchen rote. Also der Schwarze ist klar. Der Schwarze äh, geht hier auf den Trooper. Ja. Dann haben wir hier einen Volltreffer, der kann rot und schwarz sein. Also Airspeeder. Korrekt? Ja. Und noch einen Volltreffer, der kann rot oder schwarz sein. Ebenfalls ein Erstbieter. Das war's mit meinem Würfelwurf. Cencini, okay, meine. umso später der Abend. Wie so oft, grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei unserem gemeinsamen Brettspielabend. So, ist was lustige wichtiger. Runde. Um, Hast du gewürfelt? Ja, einen schwarzen Treffer und einen schwarzen Volltreffer. Um, ja, geben wir beiden Stormtroopern Arten habe ich keine zum Abwehren. auch nicht. Das ich auch gewesen nicht. Sein. Dann mache ich mal Clear Casualties. Dann komme ich hier aus dem Kampf raus. Wo haben wir denn gekämpft? Hier oben. Es ja. war jetzt unser, also ich würde sagen, es war jetzt unser erster ernsthafter hm? Kampf, wo es auch ein bisschen was ging. Gut. <laughs> Space Empires. Bringt die Lufthoheit was im Bodenkampf? Nein. Nein. Vier Spieler, 4x vier Weltraumstrategie mit Fog of War. Ui, das hört sich interessant an. Was mich äh, natürlich wieder auf. Wie heißt es? Thomas, welches Achso. Spiel muss ich jedes Mal reinladen? Das äh, äh, ist Fire in the Lake. <lacht> <lacht> Irgendwann. <lacht> Irgendwann spielen wir mal Fire in hatte the Lake. Nicht, hatte nicht bei dir. Doch, Discord, irgendjemand muss vergessen wer. Bei dir hat er auf dem Discord-Server, glaube ich, nee. Die Tage. Ich, nee, ich glaube, ich erinnere mich an dem Stream, dass mal jemand reingekommen ist, auch von so, so einem Brettspiel-Streamer, Spieler, der gesagt hat, sie kennen das. Und, aber irgendwie mag, ähm, ich ich, ich glaube, du musst mal bei dir auf dem Discord im Kanal Spielersuche. Ja? suche. Da hat jemand, glaube ich, diese Woche oder letzte Woche ähm, Mitspieler gesucht für Fire in the Lake. Dann schaue ich mal rein, aber das Spiel ist halt echt komplex. Und das er meinte, halt er meinte, er, er ist regel fest und könnte einweisen. Mhm. Ingo, meinst du, eins der besten Coins äh, mit Fire in the Lake? Ja, also super Coinsystem, weiß ich auch, nie gespielt und dann ist es auch noch Vietnamkrieg. Ja, äh, asymmetrisch. Teppich, auf Wiedersehen. Gut. Das heißt jetzt, die Schlacht ist, äh, ist gewonnen. Das mhm. bedeutet aber auch, dass hier der Marker switcht. Mhm. Und das bedeutet ebenfalls... Nichts weiter. <laughs> so, dann komme ich. Wie soll man eigentlich das Spiel in drei bis vier Stunden spielen? Äh, aber halt, halt, äh, falsch. Warum? Ach scheiße. Ja. <laughs> Der Kampf hat so lange gedauert, dass er, dass er den Ganz vergessen haben. Und Gott sei Dank haben wir den Darth Vader da stehen gelassen. Ja, ja. Das heißt aber, du, da ist auch nicht dein Rebellensystem. Nein. Eine Runde Weather Machine sagt mir auch nichts. Ja, ich bin. Es gibt so, viel, so viele tolle Brettspiele. Um, du bist dran, gell, Thomas? Ja, äh, weißt du was? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es totaler Schwachsinn. Aber, aber weißt du was ich? Ich müsste dringend nochmal aufs Klo gehen. Leider, leider. Wissen? Kannst du das nochmal noch merken? Kann, ich, kann ich nicht, müsste, ja. Ich, ja. ja, ja. Machen wir nochmal eine kurze Pause. Ich, machen wir nochmal eine kurze Pause, zwei Minuten, dann sind wir gleich wieder da. Ich muss dringend mal wohin. Bis ja. gleich. Gut. So. Alex ist noch nicht da. Okay. Dann nimmt das er wenigstens ernst und äh, wäscht die Hände. <laughs> und mit Hutisch Untertitel der Stream. Okay. Wo holst du denn eigentlich diese ganzen Zitate her? Gibt es gibt es da eine Übersetzungsseite? Star Wars Translator oder wie? gibt leider nur Fanseiten. Okay. Na gut. GDP. So, da bin ich wieder und ich hoffe, jawohl, sehnsüchtig erwartet er mich. Ich sehe es an seinem Blick. Ja, ja, aber ich habe gesagt, Einmal du, hast, wenigstens hast du dir Zeit gelassen und die Hände gewaschen. Sehr gut, sehr vorbildlich. <laughs> Rattenauge, schönen guten Abend äh, Alex kennt wohl weder Rast noch Ruhe ja, der Thomas hält mich auf Trab ganz einfach, aber es ist auch ein spannendes Spiel äh, übrigens, also ich sehe es gerade auch schon wieder warum man solche Spiele sich oft, oft auch so schwer tut, jetzt sehen wir mal an man trifft sich am Wochenende, am Abend geht nicht das, 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 das Ding muss einfach am frühen Nachmittag anfangen und ja okay. Weil wir werden, ja. schau mal, wir haben, jetzt, wir haben jetzt, okay, wir spielen natürlich jetzt relativ langsam, aber wie oft kommt man in, in Real Life dazu, so ein Spiel zu spielen und dann Spielerfahrung? Das nächste Mal, wenn man das Real Life spielt, dann vergeht wieder zwei Jahre, dann fängt man wieder bei Null an. Einfach Wahnsinn. Aber das hier werden wir jetzt auf alle Fälle dann äh, in zwei Wochen zu Ende führen, würde ich sagen. Gut, äh, was ist passiert? Was hast du getan? Ich, ich, ich tue erst. Ähm, ja, was macht er? Das wird jetzt äh, wahrscheinlich eine Harakiri-Aktion werden. Da bin ich gespannt. Warte, ich mach Platz. Ja, mach ein bisschen Platz. Setze ihn hier rein. <laughs> ich setze ihn hier rein. Und ja. dadurch hole ich, ähm, hol ich diese Einheiten hier rüber. Äh, ja. Start und starte einen Gegenangriff. Okay. Bringen wir sie erstmal erst aufs Schlachtfeld. Gegenangriff. Ich nehme mal meine. Oh, wie hast du die? Ah, mit Shift wahrscheinlich, oder? Äh, nee, einfach nur ein Dings drum gezogen. Ja, dann nehme ich immer den Darth Vader mit. So. Jetzt. Oh, ja, ich habe natürlich nicht viele Bodentruppen. Bedeutet Ingo 423, vielen Dank für den Abo. Freut mich sehr. Dankeschön. Und dann wenn jetzt beide Karten, nee Quatsch, äh, die höherwertige von dir zählt, gell? Ist die Frage, welche ja, die höherwertige glaube, ist? Ich glaube, so war es, ja Moment. Ja, das weiß ich sogar sicher. Die Frage ist nur, welche die höherwertige ist. Entweder der Janto Donner mit zwei auf Luftkampf. Gefühl wird mir sagen, es ist der General Madin mit vier Punkten insgesamt. Ja klar. Ah, ja, warte Also, ich es halt mehrere bei Anführer, Hat man mehrere Anführer im System, zählt der jeweils höchste Wert für Weltraum und Boden. Also, man, hm. guckt, man sucht sich quasi über. Plus drei und beide. zwei. Also, ich habe zwei Weltraum dann und drei äh, Boden. Also genauso wie du, zwei und drei. Okay. Also, ziehe ich, was habe ich jetzt? Hab ich schon, äh, zwei Boden, äh, zwei Luft. Ah, warte mal, meine Karten, warte mal, mal ganz kurz. Meine Karten sind nicht drunter gemischt, deine auch nicht, oder? Oh. Ja, tatsächlich. Ähm, äh, ziehe Taktikkarten zurücksetzen. Ah, sehr Hat gut. geklappt. Sehr okay. schön. Sehr geil. Also zweimal Space, mal Crown. Ach so, wir ziehen die von, die werden vom selben Stapel gezogen, oder wie? Echt? Ja. Hä? Space. Ah, da sind, sind die Discards übrigens. Oh. Hier. Da werden die verbraucht. Aber es hat, ja, hat ja keine Auswirkung. Okay. Also, was habe ich? Zweimal Space, dreimal Boden, oder? Mhm. Ich zieh nochmal zwei nach. Äh? Boah, Ach, in die Hand hat er die gezogen. Ach so. <laughs> Zieht man sie doch lieber einzeln. <laughs> Der ist manchmal so leise, dass ich Weltraum und Hoden verstehe. Wer ich? Ich weiß nicht, ob er mich meint oder dich. <laughs> Dann mach mich mal ein bisschen lauter bei dir, bevor es hier Verwechslungen gibt. <laughs> er kam vom Klo und sich seine Hoden. <laughs> Gut. Okay. Ähm, diesmal bin ich. Fange ich ja quasi an, oder? Oder wie? Ja, weil ich rein. Du hast war. angegriffen, ja. Mhm. Okay. Das also. heißt, Space fängt an. Du hast äh, <laughs> einen, einen roten. Das war's. Einen roten. Hier, bitteschön. Ich kann meine auch schon mal hinlegen. Ich habe zwei schwarze Würfel und vier rote für den Todesstern. Okay. <laughs> Der Montcalamari Cruiser, Cruiser traut sich, was? Was? Wer? Das ist ein Transporter. Ah, ein Transporter ist sogar noch schlimmer. <laughs> Do it. Okay, dann, dann würfel ich doch mal. Juhu. <laughs> Nix. Äh, Moment. Moment. Ja, ja, Taktikkarte. Wirf bis zu zwei deiner Würfel neu. Okay, einen also. Taktikkarte. Ähm, ach so, jetzt darf ich eine ziehen, oder was? Äh, gute Frage. Wahrscheinlich. Ja. Darf, darf man das vielleicht... Warte mal, darf man das vielleicht generell ziehen und oder spielen? Äh, neutralisiere eine, eine genische Hand derselben... F nee, das ist es nicht. Ich glaube, ich habe hier dieses... Nach dem Würfeln kann man beliebig viele Gefechtsaktionen durchführen und zwar eine nach der anderen. Das habe ich jetzt gemacht. Habe ich einmal gewürfelt. Jetzt, yeah. jetzt, jetzt darf ich bei dieser Gefechtsaktion legt man einen seiner ähm, Würfel ab hier um eine Taktikkarte vom Stapel. Des gezogene Taktikarten können noch in derselben Gefechtsrunde ausgespielt oder für später aufgehoben werden. Das heißt. Nochmal ganz kurz. Äh, ganz, ganz kurz, warte mal, ich habe hier Kampfregeln, die sind offensichtlich für die für die Advanced Rules oder mhm. für, die, für die Erweiterung. Weil bei mir steht, neutralisiere einen gegnerischen Schaden derselben Farbe. Das macht ja keinen Sinn. Lies nochmal bitte vor, was bei dir, was, 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 was da steht. Ich habe es gerade nicht da. Bei, bei was? Was, was? Was steht jetzt bei dir in der Erklärung bei hier bei diesem taktischen Symbol? Bei Diesem taktischen Symbol, ähm, da kann ich äh, eine entweder, entweder eine Taktikkarte ausspielen, die dieses Symbol drauf hat. Also manche, ja. manche Taktikkarten äh, fordern das ein. Oder ja. ich kann eine Taktikkarte ziehen. Alles klar. Und dann hast du weiter gelesen, dass man die auch sofort einsetzen ich darf. Kann ich sofort einsetzen und ich kann ja auch. Alles kommen. klar. Das heißt, dann ich, ziehe mal. Jetzt, ich ziehe jetzt hier eine weitere ähm, Taktikkarte. Nehmen Sie doch bitte Space. Hand. Ah, geht so. Space. So. Mhm. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann spiele ich die hier nochmal. Concentrate Fire. Mhm. Würfel nochmal. Und hab wieder <laughs> die, die gekreuzten Schwerter. Jetzt ziehst du wieder eine Taktikkarte. Ähm, ja, bleibt ja nichts. Ja. An Rinse and repeat. Und dann spiele ich die auch aus und füge einen Schaden zu. Warte mal. Füge einen Schaden zu. So, weiß ich jetzt. High fighter hier Dann bist du dran mit Würfeln. Okay, ich würfel. Achtung. Wir haben einmal schwarz. Was, 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 was braucht denn schwarz? Die X-Wings, die Y-Wings brauchen schwarz und ja. die Transports brauchen rot. Also einen schwarzen auf den hier. Hm? Eigentlich dann sogar. Was passiert denn jetzt eigentlich? Nehmen wir mal an, ich, hab, ich, ich, hab, ich kann dir ja zwei schwarze zu, Schäden zuweisen. Nehmen wir mal an, du hättest eine Karte zur Abwehr von einem Schaden. Mhm. Ja? Mhm. Also würdest du dann den einen abwehren, Das wäre nichts passiert? Oder werden zwei Damage gesetzt und du kannst nur einen nehmen Weißt du, was ja, ich wenn, meine? Ja, wenn, äh, ich, ich würde jetzt so sagen, wenn du zwei schwarze Damage auf den setzt ähm, und, und ich würde jetzt eine Karte spielen, dass ich einen Schaden abwehr, dann ist er trotzdem kaputt. Ja, da würde ich jetzt aber, da würde ich jetzt einfach, da würde ich jetzt die Logik dagegen halten. Ich kann, ich kann einen Raumschiff nur einmal zerstören und nicht virtuell zweimal. Wenn das, ich ihn, Das wenn heißt ich ja, auch zerstören, das heißt ja, treffen. Ja, machen wir es jetzt heute so, ich kläre das nochmal. Okay. Würde jetzt eh keinen großen Sinn machen, anderweitig. Wie, wie steckt denn der ein? Der steckt ja eh nur einen ein. Und du hast auch eh keine Karte zum Zurückspielen. Genau. Oder? Genau. Ja, nur für den Fall, dass du einen halt zurückspielen könntest, wäre halt die Frage, darf man maximal einen mhm. auf einen sitzen, wenn er bloß einen Schadenspunkt hat, oder kann ja. ich ihm mehr Schaden zufügen, als er eigentlich einstecken kann? Also weißt du, ich meine. Also dann ist der schon mal äh, down, dann haben wir zweimal nichts, dann haben wir einmal Treffer, rot. Was steckt da ein Zweige? Mhm. Ein Treffer rot und eine Taktikkarte kann ich spielen. Ja fügt zwei Schaden zu, dann ist der auch, do, ist der auch down hier, der Transporter. Dann brauche ich jetzt ein bisschen Glück beim Bodenkampf. Was hast du da? Du hast ähm, einen schwarzen, zwei schwarze, hm. zwei schwarz, einmal rot, gell? Jawohl. Gut. Und ich... Kann er auch, warte, ich ich mache das auch schon schnell in Vorbereitung. Ist ein schwarz, ein rot, glaube ich. Ja, ein schwarz, ein rot. Gut, ich schaue mal eben ohne eine Karten, ob ich nicht irgendwas vorher ausspielen muss. Gut, du bist dran. Gut, dann würfel ich. Ah, okay, Ingo schreibt gerade, a unit can be assigned more damage than it has uh, health remaining. Okay. Vielen Dank, Ingo. Gut, Also es war ein Riesenerfolg <lacht> <lacht> ähm, bringt gar nichts, nee, das, das bringt eine Taktikkarte. Wir Taktik ähm, werden aber auch werde erstmal die hier spielen. Ähm, wirf bis zu zwei deiner Würfel neu. Mhm. Das heißt, ich werde die Du kannst die in Reroll, pass auf, du kannst den ja. Reroll reinlegen. Mhm. Ja. Und jetzt kannst du Wenn du jetzt würfelst, ja. Okay. Ähm, damit haben wir hier schon mal ein vor Darf ich jetzt zwei Taktikkarten ziehen? Ne? Wieso zwei? Eine hast du schon gezogen. Nee, okay. nee, die hast du hast bin, ja. Ach so, Moment. Die gespielt. Ja, okay. Dafür den ziehen und dafür den ziehen. Ja, würde ich jetzt auch so sehen. Aber Kampf muss ich mir nochmal genauer nachlesen, merke ich schon. Kommt mir ein bisschen viel mit, mit Taktikkarten vor. So vom Gefühl her. Dann. Äh, Ubi Wann, gute Nacht. Ich kann es gerade leider nicht sehen, wann du das geschrieben hast. Wahrscheinlich schon ewig her. Sorry. Dann spiele ich die, füge einen Schaden zu und den anderen ähm, Schaden habe ich ja hier geschossen. Zwei Treffer. Okay. Ja, ich habe nichts, um das zu kontern. Selbst wenn ich jetzt Taktikkarten ziehen würde mit Schaden vermeiden, geht es ja nicht mehr, gell? Dann ist zu spät. Ja, okay. Also ich würfel, Achtung. Einen schwarzen Treffer und einen roten Treffer. Was hast du der Airspeeder? Was hat denn der? Der hat zwei Lebenspunkte okay. rot. Shit. Okay. Hm. Das würde jetzt bedeuten, ein Damage-Punkt hier auf den Rebel-Tube und einen da. Das heißt, du hättest noch Einheiten stehen, ich nicht mehr. Okay. Ähm ich spiele die Karte. Ja. Zwei Würfel neu würfeln bis zu zwei. Das mache ich auch. Ich würfel okay. beide neu. Okay. Oder überleg mal. Nee, ich würfel den Schwarzen neu bringt mir das was ja ich brauche nicht ich nee, ich, würfel, ich, will, ich will ich will ich will beide neu ja okay. oh, gut einen schwarzen treffer und einen eine taktikkarte ziehen hm? Zieht zwei Takte von einem beliebigen stapel oder je eine karte von je einem stapel ich nutze jetzt die karte und äh, ich nutze jetzt den würfel hier und zieht zwei Taktikkarten, ja. ja. Was? Achso, von einem... Oder je eine... Hm? Zwei Ground-Taktik holst du dir jetzt. Fast alle Spiele, die ich kenne, spielen ausschließlich ne, nach den neuen Kampfregeln. Ich habe selbst noch keine Erfahrung damit. Ich habe noch gar nicht mal gewusst, dass es neue und alte Kampfregeln gibt. Wie gesagt, das ist, ne, das ist ein Feld, das können wir uns bis zum nächsten Mal genauer anschauen. Also ich ziehe jetzt zwei neue Karten, gell? Mhm. Heißt das Weil, wirklich... Heißt es wirklich, no also dass es neue Kampfregeln gibt oder sind es die Kampfregeln der, der, ähm, des, 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 der des DLCs quasi, also der Erweiterung. Ist sogar die Frage, ob es nicht, ob es eventuell, also es kann sogar so also es gibt ja auch noch, wir spielen jetzt das einfache Basisspiel, das sogenannte mhm. Quickplay, was bei uns jetzt auch schon drei Stunden dauert. Die Expansion ersetzt die Expansion ersetzt die alten Kampfregeln. Und die Expansion ist das, äh, wie heißt das? Ähm, Ich muss nachschauen, wie es heißt. Rise of the Empire Expansion. Okay. Die Expansion ersetzt die alten Kampfregeln. Wir schauen mal. Also, jetzt für heute würde ich sagen, machen wir jetzt da keinen, keinen großen Aufriss mehr. Mhm. Äh, was war jetzt gerade deine Frage? Thomas, wir waren bei irgendwas. Du hast irgendwas gefragt. Ähm, das war meine Frage, ob, ob, das, ob, ob es tatsächlich neue Kampfregeln so. gibt oder. Also wir spielen offensichtlich momentan nach den alten Kampfregeln. Wir können es ja da mal, da mal schlau machen. Hm? Habe ich jetzt schon zwei Karten gezogen? Du hast zwei neue weiß, gezogen. Okay. Was dabei? Ich schau gerade. Und ich darf eine spielen, ne? Ähm. Ja, eine, die nichts mehr kostet, darfst du spielen. Beziehungsweise du darfst so viele spielen wie du willst, wenn sie nichts kosten. Nee, wenn sie nichts kosten, ja. Aber wenn sie nichts kosten. Ja, klar. Schon verstanden. Okay. <lacht> <lacht> Gut, dass wir das jetzt alles haben. Also der äh, Groundspeeder hat es rot, gell? Das heißt, wir fügen jetzt mal den Damage-Punkt dem. Wo ist er denn? Den Damage-Marker. Dem Rebel Trooper hier zu. Und dann bist du fertig. Und dann. Nein, also. ich spiele noch die Karte hier. Wäre ein Schaden ab. Äh, nee, das hab, ich dachte, das geht jetzt Ach, nicht. Hat mal. man schon. Ja, stimmt. Es geht nur. Ja, ja, du hast vollkommen recht. Hagerzack. Warum musst du auch so aufmerksam sein? <laughs> Und ich so nachlässig. <laughs> nee, das war's dann. Okay, dann, dann. Gut, Versuch, Versuch, Versuch was wert. Dann komme ich. Mit was? Mit Wäre ein Schaden ab. Jetzt ja. kommt, das geht ja jetzt. <laughs> okay, dann ist die Kampfrunde Ja, Bei Rise of Empire ist auch ein neues Deck -Kart Taktikkarten dabei. Ja, wir sind ja noch nicht mal, äh, Ingo, du siehst ja, wir sind ja, wir sind ja nur, wir sind ja wirklich nur bei dem Basic, äh, noch nicht mal mit den Advanced äh, Rules und mit den erweiterten, es äh, nicht um, um die Regeln, sondern erweitertes Set. Das heißt, ich mache jetzt Reset Tactic Decks äh, okay. und Clear Casualties. Dann bleiben übrig. Hoffentlich haben wir nicht vergessen, in welchem System die gekämpft haben. Wir haben oh. Was hast hast du gerade gesehen? Mir ist, ein, mir ist ein TIE Fighter durchs Brett gedroppt. Okay. okay. Zehn neun, ja. Okay, das heißt, einfach Spiel, ihr seid zwar hier, aber das flippt wieder. Weil mir die Bodentruppen... Spannend, interessant und auch irgendwie ätzend. <laughs> okay. Aber wichtig war immerhin, dass ich jetzt, dass ich jetzt weiß, dass da auf Botawi oui, niemand ist. Was ich jetzt komplett vergessen habe, das war jetzt dein Zug, gell? Das war jetzt mein Zug, genau. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Krass, dritte Runde. Raum. Wir haben noch vier Züge offen. Hm. Was haben wir denn noch? Du hast noch zwei Aktionskarten und sonst nichts mehr. Du kannst da quasi nichts mehr abwehren. Wenn ich das richtig sehe. Was kann ich? Du, kannst, du hast so. hier keinen freien Führer mehr, um irgendwas das abzuwehren. Das ist korrekt. Dementsprechend, was macht denn der Tage eigentlich mal wieder? Der macht bestimmt dasselbe wie immer. Bauen. <laughs> okay, äh, dann wird es wohl Zeit, ich schaue mal die Karte nochmal an, dann wird es wohl Zeit für die Karte, die ist sehr interessant, wie ich finde. Ähm, Versuche in einem Rebellensystem, ja, genau. Schau mal. Ach so, in einem Rebellensystem. Ja, doch, kann ich schon machen. Okay, also. Dieses System, diese Karte. Ich suche diese Mission in ein diese Mission erfolgreich ist, zieht der Rebell acht Karten. Alle Karten. Hm? <laughs> <laughs> so habe ich auch regiert. Das Problem ist, dass ich glaube, ich überhaupt keinen Effekt mit der Karte erziele. Weil ich dieses Thema nicht hier musste. Also pass auf, es ist äh, die Scheiße. Die bringt mir gerade überhaupt <laughs> nichts, die Karte. Also du musst jetzt acht Karten von dem Stapel ziehen. Von, das kannst ja du ja schon mal machen. Von dem Suchtruin. Ja, leg dir die ruhig mal irgendwo hin, wo, wo, wo ich es nicht sehen kann. Wie das geht das, wenn ich auf die 8 klicke. Mach's lieber 8, nicht. Oder? Zieh sie lieber einzeln. Achso, du ziehst sie auf die Hand. Ja, doch, stimmt. Du ja, hast recht. Geht, oder? Kannst sie auch auf die Hand ziehen, ja. Einfach die 8 drücken. Acht. Ich bin vielleicht auch blöd. Es bringt mir überhaupt nichts, glaube ich. Jetzt mache ich was. Er gibt dir so. alle Karten, die zu Systemen gehören, die imperiale Einheiten enthalten. Ah, doch, es bringt mir schon was. Also, wenn du jetzt, wenn jetzt der Karte, wenn du die, zum die, die Karte Mon Calamari gezogen hättest, ja. dann müsstest du mir diese Karten jetzt geben. Wenn du die Karte äh, Daria, äh wenn du die Karte ja, aber was bringt Kamis, Mon Calamari, bringt hast du mir doch schon abgehakt. Ich, ja, genau. Aber wenn ich jetzt die Suchdruiden losschicke, so, schicke ich, kein, schick, schick ich keinen mehr nach Mon Calamari, weil die Karte nicht mehr da ist. Ansonsten mhm. ist es für mich vergeudet, weil ich habe die ganzen Karten, also viele von den Systemen, die ich jetzt aufgeklärt habe, die sind ja für mich ja fast schon Blindgänger. Mhm. Nehmen, wir, nehmen wir mal an, ich ziehe die Karte Nabu. Ich weiß mittlerweile, die Basis ist nicht Nabu, aber mein Druid fliegt trotzdem dahin, per Zufall. Mhm. Du musst mir mhm. jetzt also aus diesen acht Karten alle geben, wo derzeit, ähm, derzeit dr drinstehen. Für mich dünnt sich quasi das, das Suchfenster ein. Mhm. Okay, jetzt muss ich, jetzt drehe ich mal hier meine Kamera rum, damit ich. Du drehst deine Kamera um? Ja, ich gehen ja für mich auf dem Kopf, die ganzen Planetennamen. Ach so. Aber du hast, ich war jetzt echt gespannt, wie du auf die Karte reagierst, weil ich habe sie gelesen und dachte mir, hey, hört sich cool an. Und dann so, hä? Moment, was bedeutet es? Was <laughs> bringt es mir? Ich kann nicht mehr so viele Blindgänger ziehen, das bringt mir. Ja, für dich. Danke. Das, da, da ist natürlich äh, den Beschiss Tür und Tor geöffnet. Du könntest du es auch alle acht zurücklegen? Nicht, dass das mal. Hast du es korrekt verstanden? Schreibt dann ins allerlei. Ja, ich habe aber auch erst gebraucht. Äh, und gerade eben habe ich erst wieder gebraucht. Ich habe auch auch den Kopf gestoppt und dachte mir, ja, Moment, die, wo die überall drin sind, weiß ich es doch. Aber nee, es dünnt es den Druidensuchstapel suchstapel aus. Ist das echt alles? Gott, eine oh Gott. Suche. Bleib mal, wo die ganzen Systeme sind. Wie jetzt? Kennst du dich nicht in der Lower aus? <laughs> ja, hier kriegst du noch eine. Die Lum. Darf ich sie mir nehmen, oder? Ja tatsächlich auch Mont Calamari. Da wäre jetzt das ein Skript gut. Das war's? Das war's. Und die anderen Karten, äh, was schickst du dann? unter den Stapel. Dann mischt er die restlichen Karten in den Stapel zurück. Also wahrscheinlich halt also und und mal durchmischeln oder mhm. hm? Ich glaube, S war es wie Shuffle, oder? Ne, war es nicht. Äh, Shuffle. R. Äh. Hm? Okay. Gut. Okay. Das war's. Das heißt, die hier kommt. Das war eine Mission. Tolle Spiel. Ne? Das war eine Mission, die du Bitte? gespielt hast. Das war eine Mission, ja. Hm? Okay. Ähm, das heißt, jetzt komme ich. Bin schon ja. gespannt, was du noch für Karten hast. Ja, komm, wir probieren. Überfall der Renegatenstaffel. Versuche diese Mission in einem beliebigen imperialen System. Falls diese Mission erfolgreich ist, zerstörst du Einheiten deiner Wahl im Wert von bis zu vier, bis zu vier Ausdauer auf der Fertigungsreihe. Moment. Mhm. Also vier Lebenspunkte. Äh, aber auf der Fertigungsreihe? Ja. Also hier? Ja. Oh no, mein Sternzerstörer, mein Schicker. Was hat denn der? Vier wahrscheinlich, oder? Komm, hat er vier. So. Oh. Sechs hat er. Nee, er hat auch nur vier. Shit. Okay. Wir ähm. suchen ein beliebigen imperialen System. Was hat es? so mit. Okay. Ah ja, du nimmst natürlich ein System, wo keiner meiner, meiner, meiner Generäle drinsteht, gell? Genau, ich habe jetzt natürlich eins gesucht, ob ich ein imperiales System habe, in dem schon einer meiner Anführer drin steht. Ich kann sie noch unterstützen. Habe ich leider nicht. Ähm, daher ist es relativ normal. Warte kurz, ich muss hier kurz zu meiner. Gut. Vielen Dank, Daniels. Es hat mich nur darauf hingewiesen, hier die Marker wieder umzudrehen bei mir in der in der Zone. Also, wo setzt denn hin? Wir probieren es hier. Gut. Das ist ein Versuch, gell? Das ist ein Versuch. Muss mal lesen. Du hast. Zwei. Ich frage mich jetzt gerade, ob du nicht. Ah nee, imperiales System, das bringt nichts. Okay, du hast. Äh, was braucht der für n... Die Faust. Die Faust. Verdammt! <laughs> Shit! Der Vader! Scheiße! Also, da, da, das finde ich, so, also find ich an dem Spiel schon mal echt grandios. Diese, ja. Also, was da so ineinander greift. Ja, Du hast den, weil du ihn jetzt ausgespielt hast und jetzt fehlt dir quasi noch ein Anführer, der hier kontern kann. Du kannst ja einen anderen reinschmeißen. Ne? Und was bringt mir der andere? Das bringt dir das, dass. Dass ich Ach so, dass du überhaupt würfeln musst. Dass ich würfeln muss und wenn, wenn ich mit zwei Würfeln keinen Treffer setze, dann geht es auch nicht durch. Dann muss ich noch mal schauen, was die Ergebnisse sind beim Würfeln da, äh, was positiv ja, alles, ist. Da ist alles was. Also ja, jedes Ein sowohl. Erfolg, ein Erfolg, ja, und das andere hat zwei Erfolge. Und ja. wie viele Punkte musst du haben, um es zu schaffen? Ja, nur mehr als du. Da du keinen hast, reicht mir einer. Nee, das, kann, das, das macht ja keinen Sinn. Was, was soll keinen Sinn machen? Wenn da du muss jetzt? man nicht zumindest diese zwei erreichen, die oben nee. drauf steht. Nee, das heißt, ich brauche zwei zum Einsetzen. Du musst, du darfst zwei Würfel würfeln und dann darfst äh, im Prinzip könnte ich jetzt nur das, äh, das Negative Ergebnis wäre nur, wenn du zweimal blank würfelst. Genau. mal Null. Genau. Ja, da brauche ich kein Einsetzen, das macht keinen Sinn. Okay. Dann zerstöre ich dir vier Punkte und zerstöre diesen Sternenzerstörer. Uh, 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 uh. Komm, schmeiß ihn vom Tisch. Zack. <laughs> so, er kommt größer zurück, glaubt mir. Irgendwann. Ich parke ihn hier und er wird irgendwann größer zurückschlagen. <laughs> okay. Ah, der Vader. Ah, mein Zerstörer. <laughs> okay, ähm, dann bin ich dran. Wieso habe ich eigentlich noch drei Aktionen und du noch nur noch zwei? Gibt auch was nicht, oder? Was, was könnte schiefgelaufen sein? Ja, du, hast nicht, du hast nicht interveniert. Deswegen sitzen die hier noch da. Ja, trotzdem habe ich jetzt. Ich kann noch dreimal was machen und du nur noch einmal. Ja. ja habe ich öfters nicht Wir haben ja nicht, wird alles passen. Ähm. Ja gut. Was machen wir? Wir äh, werden sicherlich die ein oder andere Aufklärungsmission starten. Da geht's nicht. Da hey, haben gut, schon. Guck mal, du, du, du ziehst ja jetzt erst nach mir. Wenn du jetzt ja, das gemacht hast, dass du ein... noch zwei und ich noch einen. Ja, ja. Wir folgen einem Muster. Ich verlasse wieder ein System mit Han Solo. Habe ich schon mal gemacht. Ich verlasse immer die Systeme, wo Han Solo drin ist. Merkt ihr das? Ähm, hast du noch eine? Ja, du hast noch irgendwas. Was haben wir denn da für einen Dude? Ach, den General Recon. Der unscheinbare General Recon. Der unscheinbare General Recon. Ja gut. Wir nehmen, wir nehmen den, äh, den Moff, Moff. hier. Moff. So, und wir Mensch, bewegen den Assault Freunde. Carrier. Wie viel kann ich mit dem nehmen? Vier, glaube ich, oder? Ähm, vier. Digga, vier. Ja, gut, da kann ich ja eh alle mitnehmen. Das System ist. Wobei es bestimmt irgendwelche Karten gibt, die wieder irgendwas drecksau-mäßig mir da <laughs> wegnehmen können. Nee, glaube ich nicht. Halt, halt jetzt fünf stimmt <laughs> warte ganz kurz welchen nehme ich zurück es macht keinen Sinn einen Teilfighter da stehen zu lassen oder doch noch Dagoba ja doch oder nein doch gut dann drehe ich den um und du offenbarst jetzt bitte deine Rebellenbasis Gut. Gut. Spannend, spannend. Ja, genau. Nein, doch. Oh. Oh. Ja, schade. Ich hatte gehofft, ich krieg die Sabotage diesmal durch, aber du hast wahrscheinlich wieder die Karte da noch liegen. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber gut, ich, ich, ich mache sie trotzdem. Ja, mach das. Ja, ja. ja. Ähm, ja. Ja. <laughs> lass, lass es stecken, weil ich spiele jetzt als nächstes genau das Gegenteil aus. Brauchst es nicht den Ma wobei wobei, ja. damit du <laughs> zufrieden bist, damit du sabotiert hast. Ah, der hat auch, der snap da auch rein, sehe ich gerade, ja, gell? Ja, ja, ja. ja. das dass okay. sonst, sonst funktioniert das Ding ja nicht. Das Skript nicht, ja, ist schon, schon gut gemacht. Fertig. Mhm. Leider, ja. Okay. So, Palpatine. Wen bewegen wir denn jetzt noch wohin? Schauen wir mal in, mein, in meinen geheimen Zauberkasten. Naja. Was passiert, wenn ich von Salokami jetzt äh, Toidaria angreife? switcht er dann auf, ja, auf das. <laughs> Danke, dass du mir die Frage so schnell beantwortet hast. Dankeschön. So, Palpatine bewegt sich mit dem Assault Carrier und nimmt vier Bodeneinheiten mit. In dem Fall allerdings, was ist denn hier? Ah, okay, dann muss ich eine zurücklassen. Oh, und ich habe auch keine in der Bauschleife drin. Shit. ATST und wir nehmen zweimal TIE Fighter mit. Das war's. Damit flippt der. Korrekt. Jawohl. Und damit deckst du mir jetzt deine Rebellenbasis nicht auf. Chaos Stefan. Stefant TV. Schönen guten Abend. Grüß dich. Vielen Dank für den Follow. Hoffentlich richtig vorgelesen. Du hast keine Karten mehr, oder? Nein. Das bedeutet, dass ich jetzt generell spiele. Oh. Wieder in der ab in der, in der Rebellen. Aber äh oh, du willst diesmal zwei Karten ziehen, oder? Nicht? Falsch. Nein. Einmal zurück und dann kriege ich eine Projektkarte, gell? Oh. Draw one probe. Nee. Project. So, Thomas, ich würde sagen, wir lösen jetzt das Ende der Runde noch auf und ja, bin ich bei dir. Also quasi jetzt alles auf Null setzen und alles tun, was man machen muss. Was wir sonst vergessen? Genau. Äh, das ist eine andere Karte. Habe ich eine falsche Karte gezogen? Hast du Ge Moment, Moment. Ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Ach Scheiße. Vollkommen richtig, Daniel äh, Allerlei hat vollkommen recht. Ich habe die falsche Karte abgelegt. Ach so, Moment, Entschuldigung. Ich habe nur vorhin die falsche Karte hier wieder rausgezogen. Ich habe natürlich schon die Karte genommen. Wo war sie denn? Ja, du hast doch eben per hier. Skript irgendwas gemacht. Nein, ja, hätte schon. Schau mal, pass auf, ich hatte gerade die Karte rausgelegt. Wieder. Ich hatte aber die vorhin genommen. Ich habe die vorhin hier einmal zurückgesteckt und die falsche Karte wieder rausgezogen, weil die sich so ähnlich sehen. Aber ich hatte natürlich die Karte anfangs ausgewählt gehabt. Verstehst du, was ich meine? Oh. Ja, ja ich habe doch immer wieder die Karte mal zurückgezogen. Ich habe vorhin die Karten vertauscht, weil beides mal der, der Sternzerstörer drauf ist. Hm? Yes? Okay. Aber dann, aber du hast diese die, die Karte, also das ausgeführt hast du sie schon, ne? Mit ja, ja, ausgeführt habe ich sie ja, schon. Ja. Mir ging es okay. jetzt nur darum, dass ich jetzt okay. gerade noch eine falsche Karte, also es okay. lag auch die falsche da, aber ich habe vorher quasi die beiden Karten Alle. vertauscht, weil sie so ähnlich waren. Alle dude. Okay, das heißt jetzt ähm, wir mischen und Jetzt pass auf, genau. Karten müssen wir mal, müssen mal aufpassen. Äh, wir mischen. Zielkarten. Erstmal. Einmal. Warte, bereinige Mission, ja? Hm? Gemacht. Danach Recall Leader. Ja, gemacht. Schauen wir ja, mal, auf. ob alle da sind. So, und jetzt. Du hast sechs, ich auch, gell? Ja. Jetzt äh, sind es bei mir zwei Mission, ein Objective. Ziel. Bei mir sind es zwei Missions, ein Pro und zwei Probe. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass ich nicht zu viele Karten auf der Hand habe. Hast du. Hast 12. Jetzt, jetzt habe ich nicht gesehen, welche Karten er gezogen hat. Wo fängt ein bisschen mal an? Jetzt muss ich wieder alle anschauen. Ne, die habe ich schon. <laughs> Wo ist denn die Karte? Okay. Einmal die und. Gut. Erledigt. Und dann habe ich, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 muss ich abwerfen. Die Recall-Karten darf ich ja nicht abwerfen, gell? Die, die, die ihm wieder auf die Hand zu Die 4er. Ja, ja. Die, darfst du nicht, die darfst du nicht abwerfen. Gut. Äh, wo schmeiße ich die hin, ist die Frage. Ich lege es jetzt erstmal ab, falls du einen Platz findest für Ablage. Ähm Missions discarded. Ja, sind die dann discarded ja, oder was passiert hier, mit denen? Die sind weg. Ha? Die sind weg. Für immer weg ja, oder wie? Genau, weil, du, weil die ja nur einmal gespielt werden. Ja, sind dann diese, aber ich spiele sie jetzt nicht, sondern ich schmeiße sie jetzt zurück. Ich benutze sie ja bloß nicht. Ja gut, ja, da kommen sie aber hin. Surfen. Also, discarded. Ja. Gut. Steht was im Chat dazu? Mal schauen. Nee, steht nichts, was man machen muss. Dann. Hm. Discard. Okay. Dann habe ich noch, kann man das irgendwo ablesen, wie viele das sind? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Okay. Passt. Passt. Und dann Zielkarten haben wir. Zielanführer. Die werden halt, immer gezogen, gell? Halt, 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 stopp, stopp, stopp. Jetzt sind wir. Ähm Jetzt wird der hier eins vorgesetzt und dann schauen wir, was drauf ist. Ja, beide drauf. Aber Anführer, Anführer werden ja immer gezogen. Oder nee, nicht? nur die ersten vier Runden. Nach, nach Runde fünf nicht mehr. Ah, ja, okay. Gar nicht mehr? Nein. Ja, das was, kriegst du jetzt noch einen sechsten und noch einen siebten macht doch Sinn, weil sonst, sonst wird eine Spielrunde irgendwann mal fünf Stunden lang. Wir brauchen eh für eine Runde schon zwei. Okay. <laughs> also das heißt, jetzt äh, ziehen wir jetzt hier Anführer? Mhm. Ah, deswegen steht auch da Draw Possible Recruits. Hm. Search. Das ist also quasi die letzte Runde, gell? Ja. Nee, die Vor äh, danach wird noch einmal rekrutiert. Okay. Hm, hm. Okay. Dann hast du schon ausgewählt? Ja, ich dann habe Obi-Wan Kenobi. Ich habe Boba Fett. Okay. Dann müsste jetzt Produktion noch bauen. Bedeutet, wir klicken jetzt beide hier auf mhm. Report Current Build Counts. Wo kann man den Timer einstellen? Auto halt den lasse ich jetzt mal an. Und dann wird mir ja automatisch angezeigt, was ich wohin setzen darf. Genau. Okay, der, der macht sie doppelt. Mhm. Wie meinst du das? Äh, es reicht, wenn einer klickt, weil er dann für beide okay. das Ergebnis ausspuckt. Du hast zwei Rebel Trooper, äh, Airspeeder X-Wing, zwei X-Wing, One Turn. Okay, fünf, ich habe im einen. Fünf Stormtrooper. Nein, du hast zwei Rebel Trooper. Achso, im Turn Da ja, ja, Field. genau. Mhm. Ich krieg fünf. Kann man hier auch fünf gleichzeitig rausnehmen mit einer 5? Nee, geht nicht. Doch. Scheiße, jetzt hat er mir die auf die Hand gesetzt. <laughs> Eins. Zwei. zwei. Drei. Vier. Es ist echt angenehm, muss nicht nachzählen. Zwei ATST oder Shieldbunker. Shieldbunker haben wir noch gar nicht. Äh, ATSTs. Im Zug 1. Boah, jetzt kriege ich aber ordentlich Truppen hier. ATSTs. Dann Turn 2, ein Tom Das war kein Stormtrooper, oder doch? Ein Tom Zwei Tie Fighter. Eins, zwei, zwei Assault-Carrier, zwei Taifaiter. Da baut sich was auf, du. Und mal wieder ein Sternzerstörer. Okay. Ach, kommt bei mir auch meine Lupe, wenn ich das so mache? So drüber hover? Nee, nur wenn ich, wenn du rechtsklick Search machst, weil in meinem, in meinem Rebel Transport Ding <laughs> ist ein TIE Fighter von dir drin gewesen. Das ist vielleicht der, der vorne rübergebackt ist. <laughs> Wahrscheinlich. Okay. Ähm, Moment, ähm, Schildgenerator oder I... Zwei, was? Das war's. Geil. Schön, echt schönes, echt ein schönes ist das Spiel. Fragezeichen hier. Wo? Hier. Das hier ist bei mir ein Fragezeichen. Hä? Das, das ist bei mir ein Zoom-Trooper. Echt? Mhm. Ich tausche mal aus. Ah ja. Jetzt? Okay. ja, passt. Okay. Ach so. Eine, ah, das, das können wir uns jetzt merken oder, so, oder sollten wir uns merken? Dass jetzt dann die Verteilungsphase kommt. Weißt du was? Genau. Uns dann die hier wir noch hier, die, Aber die will ich noch runtersetzen. Das so. ist, dann ist es eindeutig. Mhm. Die Frage ist, werden die anderen jetzt hier auch schon, die ja, ich jetzt ja. im Feld 2 gesetzt ja. haben, die werden jetzt runtergezogen. Alles oder wie? wird eins runtergesetzt, ja. 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 Beginnen ja, so mit dem Wir schieben beide Einheiten, beide Spieler alle Einheiten auf ihrer Fertigungsreihe um ein Feld in Richtung Spielbrettrand. Also da. Also es ist es klar beim nächsten Mal, genau. äh, wenn wir das Safe Game verlieren. <laughs> das dürfen wir nicht vergessen. Das ja, das liegt jetzt Klassik. bei dir, ne? Das äh, Safe Game. Ach du Scheiße. Diese Verantwortung. Ja, ja, ja. Das wollte ich nochmal abdrücken. Aber ehrlich, ein to ganz tolles Spiel. Also ich bin auch, wie die ganzen Systeme ineinander greifen, bin total fasziniert. Hat sich echt jemand richtig, richtig Gedanken gemacht. Und es hat auch so, so, so also es, es gibt ja auch so Spiele, die, die irgendwo so, so, so eine Thematik irgendwie, die kaufen sich die Lizenz und klopfen genau. die über irgendwas drüber. Aber hier, das wirkt so richtig Star Wars. Ja, es wirkt schlüssig alles und das, ähm, das passt ganz gut. Also, was ähnliches, äh, was ähnlich gute Kritiken bekommen hat, ist, ähm, ist diese Lord of the Rings Geschichte: äh, The Ringkrieg oder Ring War. Ja. Das ist das ist so also ein zwei zwei Spieler Spiel, was sehr gut abgeschnitten hat. Ja, ah, das vielleicht vielleicht schenke ich mir das zu Weihnachten. <laughs> mhm. äh, Ingo, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Äh, weiter geht's am in zwei Wochen. Man geht's denn weiter? Ja. Was ist wobei. Datum? Mal, ob das heute in zwei Wochen. Heute in zwei Wochen ist mein Geburtstag. Und mit <laughs> Hey Moment, hast du am 7. oder am 6.? Ach, scheiße, 6. der 6. Oh, aber dann sollte man, dann sollte man vielleicht, äh, vielleicht können wir am Donnerstag in der Woche was machen. Am 8.? Mhm. Das würde bei mir wohl gehen, ja. Dann lass uns doch jetzt mal hier so locker fest mal den 8. klar, also äh, hier auch mit Nikolas und so ist dann schwierig äh, und dein Geburtstag dann erst recht, aber Donnerstag steht ja die Woche einigermaßen zur Verfügung. Ja. Ähm, da würde ich sagen, lass uns den 8. machen. Mhm. Noch ist es, das Format ist jetzt auch nicht so eingefahren, dass es immer nur dienstags oder so ist. Wir sind ja froh, wenn wir es überhaupt schaffen. Aber ich glaube, äh, wir beide jetzt zumindest mit der Kamera haben jetzt mal einen Schritt nach vorne gemacht und jetzt äh, von hier aus können wir jetzt echt aufwärts arbeiten, weil es heute hat wirklich gut geklappt mit den Kamera, mit, mit den Camps auch, ohne Probleme. Ähm, das nächste Mal mal nicht bei diesen Schüssel und dann kriegen wir das hin. Na ja, ja. Ja. Gut. Mama. Perfekt. Thomas, ich bedanke mich. Auch äh, liebe Grüße noch an deinen Chat. Ich mache hier noch ein, zwei Minuten kurz ein bisschen Verabschiedung. Und ähm, sehen wir uns bald. War ja. mir eine Ehre. Hat Spaß gemacht, wie immer. Also Grüße bei, auch an deinen Chat. Bei, Gute Nacht, alle. Genau, bei dir passt es jetzt auch, gell? Und gegen okay. Ende sind wir beide müde. Da müssen wir jetzt nicht groß noch ja, äh, um ja, diskutieren. Ähm, ja, wir ja. kennen uns ja schon. <laughs> Thomas. Also bis zum nächsten Mal, Alex. Ciao. Ciao.